schnellsten vier aus dem Qualifying von VLN 1 sind bereits sicher dabei im morgigen Top 30 Qualifying, genauso wie die vier schnellsten aus dem Qualifying von dem zweiten VLN-Lauf. Wir haben noch dazu die 10 Trainingsschnellsten vom Quali-Rennen und dem dortigen Zeittraining vertreten und die Top 5 aus dem Rennen, aus dem eigentlichen Qualifikationsrennen. Aus diesem ganzen Sammelsurium gibt es natürlich ein paar Überschneidungen, heißt de facto 16 der 30 Startplätze sind schon vergeben. Die können sich am heutigen Abend und dann natürlich auch morgen Mittag in der zweiten Einheit ganz entspannt zurücklehnen und können ihre Autos fertig abstimmen, während die anderen Top-Autos natürlich noch darauf bedacht sein werden, das Ticket zu lösen, um einzuziehen in die Top-30-Ausscheidung am morgigen Freitagabend, so gegen 19 Uhr wird es morgen soweit sein. Dann kommt die Startplatzvergabe unter den ersten 30 Positionen. Machen wir seit einigen Jahren hier, ist in der Regel, Sven, immer ein Riesenspektakel gewesen. Und wenn das Wetter mitspielt, was es bisher zu tun scheint, dann wird es eine richtig muntere Sause am morgigen Abend. Vielleicht sollten wir dem einen oder anderen dann noch ein bisschen mehr Verwirrung mit auf den Weg geben und sagen, wir haben morgen auch noch eine Top-30-Auslosung. Damit nämlich dann jetzt die Verwirrung endgültig final ganz gestiftet ist. Dabei geht es dann um die Startreihenfolge, in der man hier draußen auf die Bahn dann gehen wird morgen Abend. Das Ganze wird dann 17 Uhr, glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht, müssten wir dann im Ringboulevard hinten sein. Und dort also haben wir beide die Ehre, diese Auslosung der Startreihenfolge dann vorzunehmen. Geht ungefähr eine halbe Stunde, aber dann weiß jeder wenigstens, wann er dran ist mit Fahren. Du hast vorhin von 3 Stunden Action gesprochen, ist nicht ganz der Fall. 2:55 steht momentan die Uhr und das Ganze würde ja bedeuten, wir würden in etwa einer halben Minute dann theoretisch die Boxengasse öffnen. Was auch der Fall ist. Ja. Wunderbar, haben wir ja alles richtig gemacht. Ne? Also alles im grünen Bereich. Das heißt, wir werden also dann auf 2:55 Fahrzeit kommen, sodass wir um, was haben wir denn dann, 23.30 Uhr mit dem Qualifying Teil 1 beendet sind. Und wir haben auch schon gesagt, Lukas, beim freien Training, wenn es denn dann trocken bleibt heute Abend, ist das möglicherweise jetzt tatsächlich die, oder könnte das unter Umständen hier die entscheidende Phase sogar für das Qualifying sein, dieser Anfang dieses Zeittrainings, das jetzt gestartet ist. Wir haben natürlich im Moment ganz interessante Witterungsverhältnisse. Es ist zum einen mal trocken, das ist schon mal das Allerwichtigste. Wir haben noch ein bisschen Tageslicht vorhanden. Das heißt, die Sicht ist in Ordnung und die Temperaturen sind einigermaßen gering, jedenfalls geringer, als sie für den morgigen Nachmittag zu erwarten sind. Und das bedeutet natürlich, dass die Motoren im Zweifelsfall jetzt etwas mehr Leistung abrufen können, als das morgen Nachmittag der Fall sein wird. Und das ist eine gute Nachricht für alle Fans rund um die Strecke. Denn das bedeutet, es wird sehr wahrscheinlich zumindest bei einigen Teams am heutigen Abend auf Zeit gefahren. Und das natürlich nicht nur bei denjenigen, die an der Spitze des Gesamtfeldes der rund 150 Autos an diesem Wochenende unterwegs sind, sondern auch, wir sehen es hier schon toll eingefangen, im Castrol S in der vielfältigen Klassenlandschaft. Die haben zwar keine Chancen auf den Start im Top 30 Qualifying, aber auch die haben logischerweise bessere Chancen auf eine vordere Position in ihrer Klasse, wenn sie am heutigen Abend schon mal eine saubere Runde in den Asphalt setzen. Das heißt, in allen Kategorien wird heute Abend mit Sicherheit ordentlich angegast. Angegast werden sollte eigentlich auch in der Boxengasse, und zwar insofern, als dass man dort rausfahren kann. Aber hier sieht es mitunter noch so ein kleines bisschen so aus, als wäre man gerade zu besten Zeiten am Kölner Ring oder in einem Leverkusener Kreuz gerade unterwegs auf der A1 oder A3. Da ist mal richtig Theater und Trouble dort unten. Und man hat sich dort langsam aber sicher dann doch entschlossen, diesen gordischen Knoten etwas aufzulösen und das Feld dann auch im hinteren Bereich aus der Boxengasse mal so langsam auf die Reise zu schicken. Aber hier unten, wenn wir hier in die Boxengasse reinschauen, von unserer Stelle aus, da ist immer noch richtig was los. Was jetzt aber auch auf der Strecke der Fall ist, denn mittlerweile gehen die Ersten dann jetzt in die Flying Lab sozusagen hinein. Man hat die Outlap absolviert. Auch das ein Thema, das wir schon angesprochen haben. Wenn du aus der Boxengasse rausfährst in den Trainingssitzungen, dann hast du halt diese Möglichkeit hier die Kurzanbindung, in Anführungsstrichen Kurzanbindung, zu fahren. Das heißt, am Ende der Start- und Ziel, am Ende des Grand Prix-Kurses dann wieder auf die Start- und Zielgerade zurückzufahren.
um diesen Reifenstapel rum und dann quasi die erste Runde einzuzeiten, damit man nicht eine komplette Outlap über die gesamte Nordschleife fahren muss. In der Tat ein gigantisches Bild in der Boxengasse. Hier kommt der Land Audi in die erste Kurve reingeschossen und da steht noch Fahrverkehr im Weg aus genau diesem Knäuel hier, Sven, das du gerade angesprochen hast. Da kommt einer nach dem anderen aus seiner Garage herausgezogen. Es ist ja wirklich imposant. Ne? Wir reden von etwas mehr als 30 Boxengaragen, wo beim Grand Prix 20 Formel-1-Autos mitsamt Equipment untergebracht sind. Hier reden wir von 150 Autos. 151. 100, mein Fehler, ganz klar mein Fehler. Also wirklich fantastische Bilder an dieser Stelle, dass wir da nochmal einen Eindruck bekommen, was es heißt, 151 Autos in, und jetzt machen wir es ganz genau, ich glaube 33 Boxengaragen, oder? Oder sind es 32? Ist ja auch völlig egal. Was sonst denn eigentlich? Das hier ist der Blick auf die Boxenausfahrt. 2 Stunden 51 Minuten sind noch zu fahren. Es klingt nach einer langen Zeit, aber der ein oder andere wird auch wissen, dass jetzt aktuell möglicherweise die besten Bedingungen auf der Strecke herrschen. Was wir Ihnen auch noch mit an die Hand geben möchten, ist natürlich die gewohnte Tatsache aus den vergangenen Jahren, dass gewisse Piloten und gewisse Teams im Moment noch zu einer Zwangspause verdonnert sind. Das sind nämlich jene 16 Teams, die bereits sicher dabei sind im Top 30 Qualifying. Die dürfen erst nach dem Ablauf von 20 Minuten, sprich in gut und gerne 16 Minuten, um 20.55 Uhr aus der Boxengasse herausfahren, um hier den Top-Autos, die noch die Chance haben auf den Einzug ins Top 30 Qualifying, erst einmal die freie Strecke zu gewährleisten. Deswegen sitzen wir im Auto mit der Nummer 1. Das ist die Vorjahressiegermannschaft, das Audi Sport Team Land. Die haben ja, obwohl sie die 1 auf dem Auto mit sich führen, noch nicht ihr Ticket für das Qualifikationsausscheiden am morgigen Nachmittag gelöst. Und deswegen ist es einer der beiden Gebrüder van der Linde, die im Moment am Cockpit oder im Cockpit sitzen und jetzt versuchen, auf einer ersten fliegenden Runde direkt mal ordentlich einen vorzulegen. Dieses Vorlegen, das haben wir hier sehr eindrucksvoll in den Bildern gerade zu Gesicht bekommen, hat ja schon offensichtlich wirklich gut funktioniert. Also man lässt offensichtlich doch gewaltig gehen im Audi Sport Team Land, aber es ist natürlich, du hast es gesagt, das Ticket noch nicht gelöst und das möchte man natürlich schon gern haben, damit man morgen Abend dann auch mit dabei ist und sich vielleicht mal irgendwo im Bereich der ersten Positionen auch mit ansiedeln kann. Auf der anderen Seite ist es bei einem 24-Stunden-Rennen jetzt nicht unbedingt erforderlich, ganz vorne zu stehen. Aber sobald man halt ein bisschen weiter hinten ist, fällt man auch so ein bisschen durch dieses Raster des Zeigens heraus. Und das ist natürlich gerade in der Startphase eines Rennens durchaus mehr als interessant. Und man ist halt aus dem allergröbsten Knäuel zunächst mal raus. Also das ist schon relativ wichtig, in dieses Top 30 einzuziehen. Und alles andere als dieser Einzug, als dieses Ticket gelöst zu bekommen, wäre für den Titelverteidiger, für das Titelverteidiger-Auto natürlich eine mittelschwere Katastrophe. Da brauchen wir nicht drüber reden. 20 vor 9 am Donnerstagabend auf der Nürburgring-Nordschleife. Es geht vorbei im Land Audi an den schon jetzt bestens gefüllten Campingplätzen rund um die Nordschleife. Der Gruß geht raus an alle, die jetzt möglicherweise mit Grillzange und Bier bewaffnet am Fangzaun sitzen und sich das Spektakel hier an der Strecke nicht entgehen lassen wollen. Und genauso natürlich an Sie und euch alle zu Hause an den Empfangsgeräten im Vodafone Gigaspeed Livestreaming. Wir fahren hinein in die Nacht und erwarten in den nächsten Minuten die ersten schnellen Runden am Donnerstagabend. Der Audi mit der 1 in der Anfahrt auf die Breitscheider Brücke in Adenau. Das Ganze im Übrigen im Windschatten von einem der ganz, ganz großen Publikumslieblinge an diesem Wochenende, der fantastische BMW Z4 GT3. Das letzte GT3-Auto von BMW, der Vorgänger des mittlerweile im Dienst befindlichen M6 GT3. Das Auto in den Händen von Peter Posavac, den Fahrzeugeigner, bewegt eines der ganz, ganz großen Lieblingsfahrzeuge vieler Fans rund um die Nordschleife und, wenn alles hart auf hart kommt, immer noch schnell. Das haben wir beim Quali-Rennen gesehen. 4. Startplatz für die Mannschaft. Das wäre natürlich eine Bombensensation, wenn sie das nochmal hinkriegen würden. Aber die Luft wird natürlich nicht gerade dünner an diesem Wochenende. Dicker. Ja. Also,
Man muss aber sagen, wenn man diese Bilder hier sieht, dann ist das Auto schon wirklich sehr, sehr ordentlich unterwegs. Ja. Da hätte man schon fast so ein bisschen davon ausgehen müssen, irgendwann muss doch mal der Land Audi auch den Anschluss wiederherstellen. Aber das ist im Augenblick mal bei weitem nicht der Fall. Man fährt im Sicherheitsabstand quasi hinterher. Und es staubt schon recht gewaltig da in dieser ersten Flying Lap sozusagen. Natürlich mit dem Spotlight auch versehen, immer wieder das Anblinken. Und das sind ja gewollte Blinkzeichen, die mit einem Knopfdruck ausgelöst werden. Also es ist nicht so, wie wir es auf der Autobahn gerne machen, wenn wir hinter einem herfahren und müssen erstmal den Hebel 23 mal ziehen, um 5 mal auszulösen. Hier ist es ein Knopfdruck und das Ding sieht aus wie eine Disco-Beleuchtung. Spektakuläre Bilder auch aus dem Karussell. Schön, schön zu hören, wie die Autos da aufschlagen auf den Betonplatten. Dann geht's vorbei an einem der Black Falcon Porsche, den MR-Autos, das sind neue Autos in diesem Jahr von Mantai Racing, die hier an der Strecke sitzen, aufgebaut. Eine Art überarbeitetes Cup-Auto mit etwas mehr Leistung, etwas mehr Aerodynamik. Die bewegen sich von den Rundenzeiten her in etwa zwischen GT3 und den Porsche Cup-Autos. Und wenn wir da gesehen haben, Sven, wie unsere beiden GT3-Autos da vorbeigepflügt sind, dann können wir wirklich erkennen, dass die beiden es richtig gehen lassen hier auf den ersten Metern. Jörg Müller ist übrigens der Fahrer im BMW Z4 GT3. Da sitzt natürlich einer am Steuer, der richtig weiß, wie es geht hier auf der Nordschleife. Aber was bitteschön waren das und sind das für geniale Bilder, die uns da geliefert werden. Wir reden über die erste Outlap oder über die erste gezeitete Runde, die First Flying Lap nach der Outlap. Und das zu Beginn eines Qualifikationszeitfensters. Also das ist schon à la Bonheur, was die uns hier gerade wieder mal abliefern. Wir haben diese Art von Onboard-Aufnahmen an diesem Wochenende bei dieser 46. Auflage der ADAC Zürich 24 Stunden in 15 Fahrzeugen verbaut. Also selbst wenn jetzt mal 2, 3 die Segel streichen müssten, wir haben immer noch genügend Potenzial und genügend Material. Wieder mal ein Riesenaufwand, der betrieben wurde. 29 Kameras sind um die 25 Kilometer lange Strecke verteilt. 100 Kilometer Kabel wurden verlegt rund um die Strecke. Wir haben drahtlose Kameras in der Boxengasse, eine Seilkamera über Start-Ziel, einen Helikopter, 3 DJI-Drohnen und vieles, vieles mehr. Dazu noch die von dir angesprochenen 15 Onboard-Kameras. Natürlich nicht nur bei den großen Boliden aus der GT3-Kategorie, sondern auch in der einen oder anderen kleineren Fahrzeugklasse. Auch da werden wir im Laufe des Wochenendes also Gelegenheit haben, das Geschehen zu beobachten aus dem Blickwinkel der kleineren Teams und der kleineren Autos. Döttinger Höhe, Jörg Müller im Windschatten von einem der etwas über 300 PS starken BMW M235 E-Racing Cup Autos, der stehen gelassen wird. Das Ganze unter den Augen von Christopher Mies in der Landbox, der natürlich begutachtet, was sein Teamkollege van der Linde im Cockpit zelebriert. Immer noch hinter dem BMW Z4 GT3 von Jörg Müller unterwegs. Hohenrain-Schikane ist erreicht und dann, Sven, gucken wir gebannt auf den Monitor, was die beiden hier vorlegen können. Ja, wir hatten im letzten Jahr diese Polezeit von 8,19, die wir heute Mittag auch schon bereits ein bisschen thematisiert haben. Jetzt liegen wir in der Spitze bei 8,20 und 8,21. Das heißt, Christopher Haase hat hier erstmal die bisherige Bestzeit vorgelegt. Im Phoenix Audi ist der mit einer 8,20 unterwegs gewesen. Ja, Mai, wo wollen die hin? Das ist ja sensationell. Also, Renntempo at its best beim Qualifying in Runde 1, 1,5, 2. Wahnsinn. Und jetzt kommt noch einer dazu, und zwar der Phoenix Audi von Christopher Haase, den du angesprochen hast. Jetzt auch in der Grafik 8,20,739 für Christopher Haase. Das ist also die Bestzeit für den früheren, den ersten Champion sogar aus dem ADAC GT Masters. Wenn der so nah dran ist, Sven, dann muss der ja auch noch in dieser Gruppe mit unterwegs gewesen sein, was wir einfach nicht gesehen haben, weil wir nach vorne aus dem Land Audi rausgeguckt haben. Ja, richtig, genau. Also der wird vermutlich unmittelbar dahinter oder davor gewesen sein. Das wäre auch noch eine Maßnahme. Davor kann ich mir jetzt fast schon nicht mehr vorstellen. Aber zumindest hat er tatsächlich in diesem Pult ein gehöriges Wörtchen mitgeredet, sodass wir sagen dürfen, er hat diese Gunst der Stunde auch mal kaltblütig und eiskalt ausgenutzt. Die beiden Farnbachers. Welcome to the North Schleife at Nürburgring, oder? Genau, aus den USA. Jetzt sehen wir erstmal noch die Wiederholung aus der ersten Kurve. Jörg Müller lenkt da von außen ein und van der Linde versucht, innen vorbeizugehen. Fast hätten sie sich berührt.
in der ersten Ecke und dann entscheidet sich Müller Platz zu machen, bevor ihm Van der Linde durchs Auto fährt. Das hier sind die beiden Mantai-Autos, Grello und das entsprechende Pendant mit etwas mehr grüner Farbe auf dem Auto. Auch die beiden Autos stehen noch da unten, weil sie sich schon im Top 30 Qualifying sicher wähnen können. Deswegen dürfen die eben nicht vor Ablauf der 20. Minute in diesem ersten Qualifying auf die Strecke gehen. Der Blick in Richtung Grand Prix-Kurs über die Hohenrhein-Schikane hinweg. Ein fantastisches Bild auf das Ravenol-Riesenrad, das an diesem Wochenende zum allerersten Mal hier im Fahrerlager des Nürburgrings steht. 38 Meter hoch, glaube ich, zum Preis von 4 Euro. Geht's rauf in luftige Höhe, ist mit Sicherheit auch ein klasse Eindruck von da oben. Gerade natürlich jetzt, wenn... Haben schon einige gesagt. Ja, bei diesen Lichtverhältnissen jetzt augenblicklich. Ja. Denn das sind natürlich Konditionen, völlig egal, ob du zur DTM gehst, zum GT Masters, zur Blancpain-Serie. In diesen Lichtverhältnissen Rennautos fahren zu sehen, siehst du nicht jedes Wochenende. Ja, nicht wirklich. Also das ist schon eher die absolute Seltenheit, in der man dort unterwegs ist. Und wir gehen jetzt mal auch so ein kleines bisschen, Sie sehen es eingeblendet, durch diese Kamera oder durch die Fahrzeuge, die mit den Onboard-Kameras ausgestattet sind, hindurch, mal hier und dort der ein oder andere Blick, den wir aus diesen Fahrzeugen heraus haben und natürlich auch so ein kleines bisschen den Sound, der da mit hintersteckt. Das ist mitunter schon wirklich unfassbar stark. Also da kommen Emotionen hoch. Selbst für alle diejenigen, die heute Mittag beim freien Training vielleicht das Ganze noch nicht miterlebt haben, weil sie mit dem Bollerwagen durch die Gegend gezogen sind. Also wer jetzt noch in der Lage ist, dabei zu sein und sich das anzuhören und anzuschauen, dem wird zwangsläufig irgendwann, ich sag mal, so ein kleines bisschen die Haare an den Armen hochstehen. Und Sven, wir kommen natürlich nicht dran vorbei, jetzt hier durchzukommentieren in dieser Phase des Qualifyings, aber wir dürfen allen Die-Hard-Fans versprechen, die sich mit uns gemeinsam die Nacht um die Ohren schlagen werden. Wir werden gerade dann im Rennen auch mal die ein oder andere Onboard-Kamera stehen lassen für einige Minuten und die Soundkulisse aus den Cockpits genießen. Das Auto, was wir gerade noch gesehen haben, werden wir definitiv im Auge behalten müssen an diesem Wochenende. Denn unser Kollege Patrick Simon, der dann ab Samstag gemeinsam mit Jan Stecker, mit Matthias Malmedy und mit Olli Sittler in der Boxengasse für uns am Vodafone Mikro unterwegs sein wird, der ist in Doppelfunktion an diesem Wochenende tätig und teilt sich diesen Mercedes mit der Nummer 190, unter anderem mit DTM-Champion Bernd Schneider. Christian Gebhardt von der Schreibenden Zunft sitzt mit auf diesem Auto und der Brite Jethro Bovington. Ein offizieller Mercedes-AMG-Einsatz, das sehen Sie auch oben an unserer Grafik. Sehr, sehr ambitioniertes Projekt. Sind wir natürlich gespannt, Sven, was unser schneller Kollege am Mikrofon da im Cockpit verrichten kann an diesem Wochenende. Naja, ich sag mal, auf der anderen Seite ist es natürlich so, das wissen auch sehr, sehr viele von euch, liebe Fans draußen an der Strecke und auch an den diversesten Geräten. Ein Patrick Simon ist ja kein unbeschriebenes Blatt. Der weiß ja schon, wie man am Volant an des Steuers dreht und wie man ein solches Gefährt dann auch bewegt. Und das auch schnell. Also er ist nicht derjenige, der jetzt mal eben gerade seinen Permit gemacht hat für die Nordschleife, um dann mal einfach dabei zu sein, sondern ehemaliger Rennfahrer, ob das jetzt Markenpokal waren, ob das die Langstrecke war. Er ist allerorten eigentlich immer wieder in den Fahrzeugen drin gewesen und ist also damit auch durchaus in einer oder als einer der erfahrenen, sehr erfahrenen Piloten zu sehen. In den letzten Monaten und Jahren viel im historischen Rennsport unterwegs gewesen. Tolle Veranstaltungen, unter anderem Le Mans Classic, die auch in diesem Jahr wieder auf dem Programm steht. Und dann ist er mit seinem Kumpel Mirko Schultis in die NASCAR Wheel and Euro Series eingestiegen, die ja seit dem letzten Jahr auch einen festen Platz in Deutschland hat, auf dem Hockenheimring. Da sind sie auch noch mit dabei. Also er hat das Rennfahren nie wirklich dran gegeben, aber um auf der Nordschleife schnell und erfolgreich zu sein, braucht es natürlich eine entsprechende Vorbereitung. Einerseits im sportrechtlichen Sinn, Stichwort Nordschleifen-Permit, die man natürlich immer wieder auffrischen muss, aber auch einfach das Reinfinden. Man kann hier noch so viele Runden gedreht haben, rund um die 25,3 Kilometer lange Anlage. Es gibt jedes Jahr Veränderungen an der Strecke, neue Bodenwellen, neue Verschleißerscheinungen. An anderen Stellen wiederum wird ein bisschen gepflegt, neu asphaltiert. Du kommst hier nach der Winterpause hin und findest an der einen oder anderen Stelle komplett neue Streckenabschnitte vor. Und das ist einer von ganz, ganz vielen Aspekten, der die unfassbare Herausforderung Nordschleife ausmacht.
Wir sind im Moment eingefangen bei den Drittplatzierten. Qualifiers. Alter Schwede, also da geht es aber richtig rund. Und zwar ist das glaube ich, der langsamste sich je in Bewegung befindliche Dreier-BMW, den wir da gerade gesehen haben. Das war absolut großartig. Black Falcon, der Mercedes in einer abenteuerlich schönen Lackierung. Also ich nehme selten Partei für etwaige optische Sachen da. Ich mache das ständig. Aber dieses Grün Metallic ist wirklich brutal schön. Das Auto mit der Startnummer 6, Black Falcon, Hubert Haupt, Abdulaziz Al-Fazail, Erik Johansson und Gabriele Piana fahren diesen Mercedes AMG GT3 zunächst mal noch an der dritten Position. Aber eine 8:22.6. Da möchte ich mich fast für ein bisschen verbürgen, wird wahrscheinlich für eine der vordersten Positionen nur schwerlich haltbar sein. Da wird wohl noch ein kleines bisschen, aber wir sehen es ja auch schon, ne? Grün, grün, violett und dann eben halt ein bisschen neutral. Ja gut, okay, ein bisschen Schwung ist immer. Ist also hier eher noch eine Zeitverbesserung notwendig, um sich da vorne auch weiterhin zu etablieren. Wenn wir da mal auf die Zwischenergebnisse schauen, dann fehlt dem Auto, glaube ich, sogar auch noch das Ticket für das Top 30 Qualifying. Richtig. Ich glaube, ne? Das ist nämlich mit jetzt 8:19.658. Jo, ich sag, okay, das passt. Durchaus. Das hat Kollege Piana klasse hinbekommen. In den Porsche Markenpokalen in Deutschland unterwegs gewesen. Unter anderem auch mit Black Falcon. Jetzt aufgestiegen ins GT3 Auto und es scheint zu passen. 8:19.6. Das ist, wie von dir eingangs gesagt, in etwa die Zeit, die wir im letzten Jahr am Ende des freien Trainings zu Buche stehen hatten. Provisorische Pole im letzten Jahr war eine 8:14.5. Gehalten von Obacht Daniel Keilwitz im Wochenspiegel Ferrari. Große Überraschung im letzten Jahr. Gucken wir mal, was in diesem Jahr geht. Die 1, die Vorjahressiegermannschaft, geht über die Linie und da ist die neue Bestzeit. 8:18.914 für Van der Linde im 1er Audi aus dem Team Land. Neue provisorische Bestzeit in diesem ersten Qualifying. Und auch dahinter, Sven, geht Schlag auf Schlag. Absolut. Und da werden sie sich jetzt gegenseitig wahrscheinlich die Klinke in die Hand geben, was die Positionen da vorne angehen oder auch nicht. Da gibt es eine Yellow Flag Location garantiert. Und zwar Minimum Yellow Flag. Zumindest für den Augenblick, wenn das nicht, jetzt gräbt er sich auch noch ins Kiesbett ein, ja, das ist auch schön. 2:53 müsste sein. Ja, werden wahrscheinlich an dieser Stelle dann auf eine Code 60 hinarbeiten oder er hat darauf hingearbeitet. Hast du die Nummer schon jetzt rausgesucht? Müsste die 253 sein, Sekotal Sorgrennsport aus dem BMW M235i Racing Cup. Haben wir auch vorhin im freien Training schon diskutiert, stark besetzte Klasse, da muss man Druck machen. Genau, hier kommt die Bestätigung, es ist die 253. Sie sehen im Übrigen da rechts im Anriss schon die Marshalls mit der Code 60 Tafel und der ist aber sogar ordentlich eingeschlagen und das war einer der Lamborghini aus der Dörr-Mannschaft, der da involviert war. Also genau die Stelle, Sven, an der wir gerade schon die Luft angehalten haben beim Vorbeifahren, beim Überholversuch vom Black Falcon Mercedes mit Gabriele Piana. An genau der Stelle gab es jetzt das Missverständnis zwischen einem der beiden Dörr Lamborghini. Muss eingestehen, ich habe nicht hundertprozentig erkennen können, welches Auto das ist. Einer von denen ist aber gerade über Start-Ziel gekommen und das war das Auto mit den schwarzen Außenspiegeln. Das heißt, ich würde jetzt einfach mal vermuten, das ist das Auto, das rein rechnerisch gesehen zu dem Zeitpunkt im Bereich Schwalbenschwanz unterwegs gewesen sein müsste. Und das wäre dann das 63er Auto von Marc Basseng, Manuel Lauck und Nico Verdonk, die in dieser Situation involviert waren. Das allerdings unter Vorbehalt. Unsere Zeit, hätte ich beinahe gesagt, ist abgelaufen. Aber das betrifft dann eher die Wartezeit derer, die ihr Nordschleifen-Permit, beziehungsweise nicht das Permit, sondern die Top 30 ja schon erreicht haben mit ihrem Ticket, das sie lösen konnten. Die dürfen jetzt rausfahren. Also ab jetzt heißt es feuerfrei, auch für unsere bereits schon qualifizierten, fürs Top 30 qualifizierten Fahrzeuge. Und da ist einer jetzt in ganz langsamer Fahrt unterwegs. Wir hatten doch schon mal sowas Ähnliches, oder? Ja, das ist die Mannschaft, die im freien Training schon Probleme hatte. Der Lexus RCF aus der Ringracing-Mannschaft, da wo die beiden Farnbacher-Brüder drauf sitzen. Das sieht so aus, als wäre der Frontsplitter lose. Ne? Also wenn das alles ist, wenn die drei Kreuze machen und sagen, okay, mach feste Tacker, bisschen Panzerband dran und dann raus mit dem Ding wieder. Wir können übrigens bei dem Auto Entwarnung geben, das war nichts Ernstes im freien Training. Da ist einfach eine Dichtung
fehlerhaft angebracht worden oder hat sich in welcher Art und Weise auch immer verabschiedet. Also die war nicht mehr ganz dicht. Richtig, dementsprechend ist Öl ausgetreten, das haben wir auch visuell sehr deutlich sehen können, als sich eine dicke, fette Ölspur durch die Boxeneinfahrt und auch durch die Vedol-Schikane gezogen hat. Das konnte man aber in Windeseile wieder reparieren. Jetzt gibt es dann weitere, augenscheinlich kleine Probleme an dem Auto. Der 42er Lexus ist gerade an unserer Sprecherkabine vorbeigefahren und es sieht so aus, als sei da tatsächlich nur in Anführungszeichen der Frontsplitter lose. Aber da ist natürlich dann auch, wenn man im Auto drin sitzt und sich das Ding da vorne löst, mal richtig Alarm im Cockpit. Also da möchtest du dann wirklich nur noch das Ding irgendwie nach Hause tragen und mal eben schnell wieder zurückbringen, bevor da noch Ernsteres passiert, obwohl es wirklich eine winzige Kleinigkeit am Ende nur sein kann. Aber diese Töne im Kopf zu haben oder im Ohr zu haben, macht einen jetzt nicht gerade unbedingt viel ruhiger. Hier der Blick auf einen der ganz großen Publikumslieblinge. Die Scuderia Cameron Glickenhaus ist wieder da. Mit dem SCG 003C, dem spektakulären Eigenbau vom Milliardär James Glickenhaus. Das Auto in diesem Jahr nicht mehr in Gelb, sondern in Weiß gehalten und auch nur noch in einfacher Ausführung. Letztes Jahr gab es zwei Autos, in diesem Jahr nur noch eins. Die haben übrigens im freien Training heute Nachmittag keine gezeitete Runde gefahren, was natürlich dem einen oder anderen auch Sorgenfalten auf die Stirn gebracht hat. Das war allerdings alles planmäßig. Andreas Simonsen sagte, wir sind sowieso im Top 30 Qualifying. Deswegen haben wir uns einfach darauf konzentriert, bei den noch widrigen Witterungsverhältnissen einfach das Material einzufahren, Bremsen etc., alles einmal durchzuprobieren, durchzuchecken und das Auto dann wieder zurückzubringen an die Box. Also an alle draußen auf den Tribünen und natürlich auch zu Hause an den Empfangsgeräten, an diejenigen, die sich Sorgen gemacht haben um das Glickenhaus-Auto. Da ist alles in Ordnung. Die werden versuchen, im Qualifying jetzt natürlich ebenfalls mit einem bisschen Restvorsicht versuchen zu zeigen, was dieses Auto zu leisten imstande ist. Wie gesagt, zu viel Stress haben die nicht, denn die sind definitiv in der Top-30-Ausscheidung am morgigen Nachmittag am Start. Dann nehmen wir doch einfach mal das, was wir jetzt gerade im Bild eingeblendet haben, was auch durchaus mal sehr, sehr lohnenswert ist, hineinzuschauen. Wir haben das Thema der verschiedenen Klassifizierungen ja bereits heute beim freien Training schon mal angesprochen, Lukas. Diese unglaubliche Vielfalt zwischen ganz groß und bis hin zu ganz klein. Und da sind wir jetzt gerade live mit den Bildern drauf bei dem Auto der Startnummer 90. Das ist die Mannschaft rund um Subaru Technica International Incorporation mit Carlo Van Damme, Tim Schrick, Hidekichi Yamauchi und Takuto Iguchi. Der Subaru WRX, den wir dort im Bild eingefangen haben. 36. Gesamtposition, das war schon mal eine sehr ordentliche Hausnummer, die wir da gesehen haben, ne? Für dieses Auto. Genau, unterdessen geht die Kamera wieder auf unsere Gesichter in der Boxengasse. Wir sahen James Glickenhaus mit dem charakteristischen Hut. Und das hier ist Franz Konrad, der den Lamborghini in der GT3-Klasse, in der SP9, an den Start bringt. Und sie alle teilen sich eben die Strecke mit genau den Akteuren, die du gerade angesprochen hast. Subaru natürlich mit einem relativ leistungsschwachen Auto am Start, aber auch das ist ein Werkseinsatz. Also da steckt in der Tat Subaru im Hintergrund dahinter. Ganz genau wie übrigens Hyundai, zwei TCR-Autos werkseitig betreut an diesem Wochenende. Tja, und dann haben wir natürlich die richtigen Exoten, Sven, wie diesen Ford Mustang GT. Klasse, oder? Ich habe das Auto im freien Training schon mal ein kleines bisschen thematisiert. Die haben einmal einen Modellwechsel vorgenommen. Das ist das Auto der AKF Leasing. Im letzten Jahr noch mit einem Astra unterwegs gewesen, mit einem Ford war es, hatten da dieses Branding eines Geldscheines auf dem Auto markiert. Dann haben sie jetzt diesen, doch muss man ja wirklich ganz klar sagen, gigantischen Ford Mustang GT in einer Lackierung oder in einer Folierung, wo du nicht mehr weißt, was ist es denn überhaupt für ein Auto mittlerweile. Den kannst du dir eigentlich nur ausmalen, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. Klasse Hammer. Geschichte, schöner Farbtupfer im Feld, übrigens auch technisch sehr interessant, weil es ein Motor ist, der auf Autogasbetrieb umgerüstet wurde. Deswegen sahen Sie auch in der Grafik die Bezeichnung AT, das ist die Abkürzung für alternative Treibstoffe, auch eine von vielen, vielen Klassen in
diesem Starterfeld. Tja, und dann haben wir natürlich die Autos, die nicht direkt unbedingt um die Gesamtsiege mitfahren, aber die natürlich sehr, sehr nah dran sind an den Spitzenzeiten. So wie diesen Cup Porsche, den wir Ihnen gerade in der Boxengasse gezeigt haben. Das sind brandschnelle Autos, so wie sie im Porsche Carrera Cup gefahren werden. Die zählen hier auf der Nordschleife natürlich zu mit dem schnellsten, was man bewegen kann, wenn man kein GT3 fährt. Und dazu kommt dann noch die Herausforderung, immer in den Spiegel gucken zu müssen, weil es in diesem Feld nochmal 30, 35 Autos gibt, die noch einmal schneller sind und die jederzeit um die Ecke geschossen kommen können. Wir bleiben in unserer Spitzenzeit beim Land Audi mit einer 818-9 stehen, haben Raffaele Marcello vorhin im Fahrzeug der Startnummer 11 gesehen, mittlerweile auch in der Box angekommen. Dieses Auto, der Auto Arena Motorsport Mercedes AMG, Patrick Assenheimer, Clemens Schmid und Jérôme Blekemolen komplettieren dieses Fahrzeug. Die stehen an der zweiten Stelle im Augenblick. Das heißt, hier ist man also auch gut sortiert. Mit einer 819-293 ist man gerade mal knappe 0,4 Sekunden hinter dem Spitzenreiter zurück. Noch mal eine halbe Sekunde dahinter ist dann Küssteam 75 Bernhard, der Porsche, den dort in dieser Zeit wohl offensichtlich Michael Christensen pilotiert hat und das Auto erstmal an die dritte Stelle dieses Klassements vorgefahren hat. Die Frage ist natürlich, was geht augenblicklich auf der Strecke in Bezug auf den möglicherweise gestiegenen Fahrverkehr? Die Bedingungen sind immer noch wunderbar. Es ist noch hell, trocken geblieben ist es auch. Alles perfekt, das sehen wir auch onboard im Falken BMW. Die Sicht ist wunderbar. Mittlerweile sind aber die verbleibenden 16 GT3-Akteure, die das Top, das sind ja nicht nur GT3-Autos, der Glickenhaus und so weiter, die gehören ja auch dazu. Also sagen wir, die 16 Top-Autos, die in der Top-30-Qualifikation mit dabei sein werden, die sind mittlerweile auf der Strecke. Und natürlich haben sich jetzt auch die kleineren Autos allmählich irgendwo auf den 25 Kilometern verteilt, während die allerersten Runden logischerweise für die Top-Autos auf freier Strecke stattgefunden haben. Die konnten in dieser kurzen Einrollrunde vorbeiziehen an den langsameren Autos und hatten dann freie Bahn vor sich. Das erklärt natürlich, warum man sich jetzt schwerer tun wird, an die Zeiten aus der Anfangsphase heranzukommen. Unmöglich ist es ganz selbstverständlich nicht. Und ich sage dir, das Auto mit der Startnummer 100, der uns ja in der Anfangsphase diesen wahnsinnig tollen Zweikampf mit dem Land Audi gezeigt hat, das Auto, das von Walkenhaus Motorsport ja eingesetzt wird, Peter Posawatsch, Rudi Adams, Jörg Müller und Alex Lamberts, die sind auf persönlicher Bestzeitkurs unterwegs. Die waren ja nach dieser einen gezeiteten Runde irgendwo im Bereich um die siebte, achte Position herum. Achte sind sie jetzt übrigens immer noch. Und sind dann nach dieser Runde direkt in die Boxengasse reingekommen, sind aber jetzt schon wieder in einer fliegenden Runde unterwegs und haben tatsächlich in Sektor 1, 2 und 3 persönliche Bestzeit hingelegt. Und im vierten Sektor, da knallst du dann mal eben mit 10 Sekunden Rückstand auf die Gesamtspitze oder sogar noch mehr mal eben wieder einen rein. Das könnte aber auch damit zusammenhängen, dass wir in diesem Sektor 4 eventuell irgendwo eine Yellow Flag Location haben. Ja, Posten 181 wird uns seit einer Minute angezeigt mit einem Code 60. Schwalbeschwanz, da wo der das ist der Schwalbe, genau, BMW das ist die abgeflogen ist. Ja. Ja. Obwohl, das ist jetzt gerade mal eine Minute her. Gibt es da noch ein Problem? Weil vor einer Minute kam die Einblendung seitens der Rennleitung, dass im Bereich Posten 181 Code 60 ist. Und das ist jetzt, ja gut, das kann natürlich sein, wenn sie das Auto da rausziehen in dem Moment, dass sie jetzt erst tatsächlich vor einer Minute den Code 60 da einführen mussten. Aber damit ist natürlich dann für Jörg Müller erstmal die Messe gelesen. Da kommst du jetzt nicht mehr ran. Ganz genau so ist es. Und das ist der nächste Faktor, der eine Rolle spielt. Ganz freie Strecke, haben wir gerade gesagt. Dazu zählt natürlich auch, dass wir insgesamt 25 Kilometer haben, auf denen immer mal wieder Code-60-Phasen passieren können. Genau, hier ist das zugehörige Bild. Und das ist genau der BMW aus der Sekotal-Sorgmannschaft, der da vor einigen Minuten verunfallt ist und jetzt, wie von dir angesprochen, von der DMSB-Streckensicherungsstaffel geborgen wird. Also exakt haben wir es dann doch richtig so gesehen. Aber damit ist, wie gesagt, so eine Runde natürlich auch mal komplett zum Teufel. Die wäre auch zum Teufel gewesen, wenn es nur eine gelbe Flagge gegeben hätte. Denn du musst ja dann wirklich runtergehen mit der Geschwindigkeit, deutlich reduzieren, darfst keine persönliche Bestzeit erreichen in diesem Bereich, wo dann gelb geschwenkt wird. Also ist dann sowieso das Thema durch. Und für Müller zweifelsohne, wir haben es ja. Der Einschlag war heftig vorne rechts. Der hat ja auch richtig abgehoben, der hat es ausgehebelt.
aus dieser an der Leitschiene oder Leitplanke. Also wie gesagt, Thema durch für den einen oder anderen, wenn das Auto gleich geborgen ist. Wobei ich sage mal, die nächste Tasche, die ist schon ein Eckchen weg noch. Also das wird noch ein Augenblickchen an dieser Stelle sicherlich mit dem Code 60 weiter genau so funktionieren, dass man dort massiv eingebremst wird. Also insofern ist da erstmal für den Augenblick das Thema durch. Wer sich trotz alledem ein wenig verbessert hat, ist das Auto mit der Startnummer 7, das Niki Team. Erste Müdigkeitserscheinung. Ja, das 24-Stunden-Rennen ist lang. Doch nicht schon am Donnerstag. Also, naja, kommt doch mal wieder Nachmittag gelaufen. Also Zeitverbesserung für den Aston Martin Racing, für den Vantage von Maxi Martin, Marco Sørensen, Niki Team und Darren Turner. Die haben sich dann doch mal an die 14. Position vorgerobbt. Wundert mich jetzt eigentlich ein kleines bisschen, dass man dort trotz der Code 60-Phase dort unten in der Lage war, diese Zeit, die persönliche Zeit so massiv anzuheben, dass man jetzt dann plötzlich knapp an den Top-10-Plätzen rumkraxelt. Seltsam. Wir verfolgen unterdessen mit unserer Helikopterkamera unseren Rowe BMW, der gerade eben über Startziel gekommen ist, aber aufgrund der von dir erläuterten Code-60-Phase eben nicht in der Lage war, seine Zeit zu verbessern. Sehr schön zu sehen, selbst hier aus der Heli-Perspektive, ist die blau beleuchtete Positionsanzeige, dieses Lumirank-Display, auf dem Sie, liebe Zuschauer, entweder an der Strecke und oder natürlich auch zu Hause die aktuelle Position der Fahrzeuge erkennen können. Dieses Display ist bei all denjenigen blau gefärbt oder zeigt die Position in blau an, die schon sicher im Top 30 Qualifying dabei sind. Das heißt, für den morgigen Freitag werden dann selbstverständlich fürs Top 30 die fehlenden 14 Kandidaten auch noch mit einer solchen blauen Positionsanzeige ausgerüstet. Das ersetzt, Sven, in einer gewissen Hinsicht diese bekannte blaue LED-Lampe, die wir jetzt für viele Jahre immer in der Frontscheibe der Autos gesehen haben. Richtig, und ich meine, das war eigentlich auch eine logische Folge, denn diese LED-Anzeige, die lässt sich ja nun mal eben halt auch in verschiedenen Farben darstellen. Theoretisch kannst du einen halben Regenbogen da drauf machen. Und da hat man sich gesagt, warum soll man hier mit doppelten Lampen arbeiten, wenn man doch eh die Möglichkeit hat, da tatsächlich auch farblich mit der Nummerierung zu arbeiten, dann nimmt man doch das gerne in Kauf. Sollten Sie oder solltet ihr, liebe Motorsportfreunde, dann jetzt auch die weißen Anzeigen dann in blau erleben, dann stimmt irgendwas seit heute Nachmittag nicht mehr mit dem Zustand. Wie gesagt, Bollerwagen, mehr brauche ich dazu jetzt nicht sagen. Vatertag ist fast vorüber und damit ist das Thema dann, glaube ich, auch für einige dann durch. Wir sind wieder im Auto der Startnummer 1 unterwegs. Das ist jetzt nur noch gelb, nur noch ist gut, reicht auch, um die Geschwindigkeit entsprechend runterfahren zu müssen, haben wir gerade auch ein bisschen erläutert. Aber Code 60 ist zumindest an dieser Stelle dann erstmal aufgehoben, sodass wir in Kürze auch damit rechnen dürfen, dass wir dort wieder freie Fahrt haben. Ich schaue gerade mal auf den Rennleitungsmonitor und da sehen wir, dass dieser Zwischenfall, den wir vorhin im Schwalbenschwanz erlebt haben, mit dem gerade abgeschleppten Fahrzeug der Startnummer 253 und auch mit dem Auto der 63, und das ist der von dir angesprochene Dörr Motorsport Lamborghini Huracan mit Manuel Laub und Uwe Wächtler, das ganze Thema also ein bisschen intensiviert wird, wenn es um die Beobachtungsgabe und Schuldzuweisung geht. Das Ganze geht also dann erstmal zum Renndirektor. Und da wird sich dann alles Weitere klären, was genau da passiert ist. Christopher Mies hat den letztjährigen Siegerwagen übernommen, den 1er Audi aus der Landmannschaft. Kommt gerade über Start und Ziel. Die Runde ist eine 8:38.895. Gegenüber der 8:18.9 aus der frühen Phase fehlen also gute 20 Sekunden. Das geht natürlich an dieser Stelle zurück auf die Code 60-Phasen entlang der Strecke. Jetzt augenblicklich in der Galgenkopf-Passage. Das ist genau die Stelle, in der der havarierte Sorgrennsport BMW augenblicklich abgeschleppt wird. Ich ziehe meine Aussage übrigens zurück. Code 60 ist da noch nicht aufgehoben. Ja, ich denke, der wandert im Moment. Ja. Ne, ja. Die Marshalls haben die Möglichkeit, relativ kurzfristig die entsprechende Position zu verändern, bis dann hier, gerade war es noch im Anriss zu erkennen, auf der linken Seite die grüne Flagge gezeigt wird und die Jagd wieder freigegeben ist. Mit 60 km/h hat er sich fortbewegt. Genau, richtig. Wir sind im Auto der Startnummer 44, Falken Motorsport, der Porsche 911 GT3R. Wie gesagt, das haben wir jetzt gerade auch nochmal erleben dürfen, durch die Code 60-Phase erstmal massiv eingebremst. Klaus Bachler, Sven Müller, Martin Ragginger und Dirk Werner auf diesem Fahrzeug. Auch eine Besetzung, bei der man ganz klar sagen muss,
fahrerisch und vielleicht auch fahrzeugtechnisch dürfen wir da noch ein kleines bisschen was erwarten. Mit Sicherheit, die Falkenmannschaft generell sehr gut aufgestellt hier oben auf der Nordschleife, hat ja schon auf dem Podium gestanden. Mittlerweile mit zwei unterschiedlichen Autos am Start, einmal Porsche, einmal BMW. Dieses Konzept geht auf, auch wenn die sich im Moment zurückhalten. Sie sehen es auch in der Grafik. Dirk Werner am Steuer vom Falken Porsche mit der Nummer 44 steht aktuell auf der 42. Gesamtposition. Auch da Entwarnung, das Auto ist drin im Top 30 Qualifying und muss sich also dementsprechend am heutigen Abend nicht mehr aus dem Fenster lehnen. Ich war jetzt gerade ein ganz kleines bisschen irritiert, weil es wurde ja eine Zeit angezeigt von 8:21, die dort, glaube ich, gerade auf dem Bildschirm stand. Das ist aber, denke ich mal, die Zeit gewesen, die man schon erfahren hatte im Verlauf dieses Qualifyings, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass bei der Code 60 Phase dort unten immer noch mit einer 8:21 dann hier oben bei Start und Ziel aufgeschlagen wird. Also was müsste das ja für eine Zeit sein, die du dann fährst, wenn das Code 60 nicht da ist. Also das war jetzt Utopie. Ich war nur gerade ein bisschen irritiert. Die Autos sind neu in diesem Jahr auf der Nürburgring-Nordschleife. Die KTM Crossbow. Hochinteressant. Absolut. Gibt in der VLN eine eigene Cup-Wertung, die sogenannte Cup-X-Klasse, wo KTM einen eigenen Markenpokal mit diesen Autos ausrichtet. Es sind nicht die Autos, die wir beispielsweise in den europaweiten GT4-Serien sehen. Natürlich ist es die gleiche Basis. Aber die Mannschaft rund um KTM hat diese Autos über die letzten Jahre sukzessive immer weiterentwickelt, andere Mappings und so weiter ausprobiert, sodass diese Autos noch mal etwas leistungsstärker sind als die normalen GT4 KTM. An diesem Wochenende haben wir einige dieser Exemplare in der Cup X-Klasse am Start. Unter anderem ja ein reines Frauenteam, unter anderem mit Lena Stritzek, der Tochter von Volker Stritzek, und die beiden Stuck-Brüder. Und das ist ein ganz guter Aufhänger, denn wir dürfen Ihnen schon mal verraten, in einigen Minuten erwarten wir hohen Besuch. Ferdinand Stuck, der einen dieser KTM pilotiert, der wird gleich zu uns kommen in die Kommentatorenkabine. Und wir sind natürlich dann auch wieder so ein kleines bisschen on board. Sind also wieder mit dabei beim Auto der Startnummer 2. Und das ist das Gigaspeed Team GetSpeed Performance Fahrzeug der Porsche 911, den wir hier präsentieren dürfen mit Steve Jans, Marek Böckmann, Lukas Luhr und Jan-Erik Sloten. Das Auto haben wir ja auch schon so ein kleines bisschen mal vorgestellt in der freien Trainingssitzung. Jetzt sind wir also on board wieder in den Bildern live dabei und kommen wieder in den Bereich dieser Code 60 hinein. Dieses Thema, das uns jetzt sicherlich noch ein paar Minuten lang begleiten wird. So, jetzt haben sie die Code-60-Phase offensichtlich mal ganz kurzfristig da unten aufgelöst, so wie das aussah. Denn er durfte dann tatsächlich schon im Bereich des Schwalbenschwanzes plötzlich wieder beschleunigen. Da das Auto aber ja eigentlich ausgangs des Schwalbenschwanzes unterwegs war, muss man sagen, hat man offensichtlich jetzt da unten wieder Feuer freigeben können. Unterdessen sind wir bei der Einfahrt auf die Nordschleife. Viel, viel Fahrverkehr haben wir gerade gesehen. In der Wedol-Schikane rund um die BMW-Junioren. Das ist das 60er Auto, wo BMW-Mann Dirk Adorf seine Jungs und das eine Mädel fördert in diesem Jahr. Balz Gewisser, die junge Niederländerin, ist ja Teil dieses Nachwuchsprogramms, unter anderem im Cockpit dieses BMW M4 mit der Nummer 60 am Start, eben gemeinsam mit Mentor Dirk Adorf, mit Nico Menzel und mit Routinier Tom Coronel, der wie gewohnt ein Mammutprogramm an diesem Wochenende fährt. Gerade eben noch in der WTCR am Start gewesen und jetzt dann am heutigen Abend im Cockpit des Autos mit der Nummer 60. Wir dürfen ja nicht vergessen an dieser Stelle, WTCR hin oder her. Der Tom darf sich nicht einfach ausruhen, sondern jeder Fahrer muss im Laufe der Qualifyings irgendwann mal mindestens 2 Runden gefahren sein, um die Startzulassung zu bekommen. Und dementsprechend also wird man ihn möglicherweise heute Abend noch oder dann spätestens am morgigen Vormittag ins Auto setzen. So, gerade haben wir hohen Besuch angekündigt und jetzt ist er angekommen. Ferdinand Stuck, Namen Ferdinand, grüß dich. Ja, schönen guten Abend an alle da draußen. Wir haben gerade in deiner Abwesenheit schon ein bisschen über das Thema KTM und über die neue Crossbow-Klasse gesprochen. Erzähl uns bitte erstmal so ein paar Hintergründe. Was ist es für ein Auto? Inwieweit unterscheidet sich der Crossbow, den ihr fahrt, von den bekannten Modellen aus den GT4-Serien?
Ja, also im Prinzip, wie er sich jetzt unterscheidet zu den Autos aus den GT4-Serien, ist lediglich die BOP von der Nordschleife. Wir fahren mit ca. 340 PS, 1060 Kilo, wenn mich nicht alles täuscht im Moment. Und ja, wir hatten ja letztes Jahr schon eigentlich recht coole Erfolge, haben einmal die beste Cup-Klasse gewonnen als siebter Gesamtrang mit dem Auto. Und das zeigt natürlich auch, was das Auto wirklich kann. Das ist nämlich echt ein richtiges Rennauto. Und da ich ja schon auch in einigen GT3-Autos vorher saß, kann ich auch behaupten, dass es dem wirklich sehr nahe kommt. Du hast gerade gesagt, du hast in einigen Fahrzeugen ja dieser Art schon gesessen. Und wenn man jetzt dann davon ausgeht, in einem solchen Fahrzeug die 24 Stunden zu absolvieren, durch die Nacht hindurch, mit allem, was dazugehört, wie fühlt man im Vorfeld eines solchen Rennens oder wie fiebert man im Vorfeld einer solchen Veranstaltung dann dem Ganzen entgegen? Ja, also man muss sich vorstellen, dass ich ja wirklich jetzt die letzten zwei Jahre nicht mehr 24-Stunden-Rennen gefahren bin. Mhm. Und ich muss ehrlich sagen, dass ich aber dann trotzdem zu Hause mal reingeschaltet habe, weil man ärgert sich ja dann doch, dass man nicht dabei ist. Deswegen habe ich dann nicht die ganze Zeit geschaut, aber natürlich schon die Highlights. Und ja, jetzt geht es natürlich schon bei mir seit Monaten abends, wenn ich ins Bett gehe, wieder geil, dieses Jahr wieder 24-Stunden-Rennen fahren. Gibt für mich nichts Schöneres, ich glaube für meinen Bruder Johannes auch nicht. Ja, die letzten drei, vier Wochen reden wir eigentlich jeden Abend über nichts anderes. Ist das so extrem, dass man dann wirklich sagt, Mensch, wir sind so heilfroh, da wieder dabei zu sein? Ja, natürlich. Also wenn man da mal eine Zeit lang nicht dabei war, weiß man wirklich, was man verpasst. So, wenn man das jedes Jahr wieder macht, klar ist es was immer wieder kommt. Aber wenn man es dann nicht mehr hat, wird dann natürlich erstmal bewusst, was man da verpasst. Und deswegen ist bei uns natürlich jetzt die Freude umso größer, definitiv. Sprechen wir über die beiden Piloten, mit denen ihr zusammenfahrt, dein Bruder und du. Volker Stritzek brauchen wir, denke ich, nicht viel zu sagen. Und der zweite im Bunde, das ist der Max Friedhoff, der viele, viele Jahre VLN gefahren ist. Wie hat diese Teamzusammenstellung funktioniert? Wie seid ihr zueinander gekommen und wie habt ihr euch zusammen eingefunden? Genau, also wir sind ja letztes Jahr bei dem Crossbow Cup mitgefahren an der Nordschleife. Und der Max Friedhoff saß sozusagen auf unserem Gegnerauto. Und ja, das heißt, wir sind schon jetzt letztes Jahr einige Rennen gegen ihn gefahren und haben uns gedacht, boah krass, der Junge ist ja richtig schnell, hat auch richtig was auf dem Kasten und ist auch ein super sicherer Fahrer. Und deswegen haben wir uns natürlich schon gewünscht, dass der bei uns auf dem Auto sitzt, weil genau solche Fahrer brauchst du bei so einem Rennen auch. Klar, und wie du schon gesagt hast, über den Volker müssen wir nicht reden. Der ist, ich glaube, wenn ich es richtig verstanden habe, erster DTM-Champion aller Zeiten mal gewesen. Ja, und das ohne ein Rennen gewonnen zu haben, glaube ich, damals 84. Ne? Und im Übrigen auch Rekordstarter hier bei dieser Veranstaltung und gewohntermaßen natürlich auch nicht nur in eurem Aufgebot, sondern auch mit dem populären Manta am Start. Der Volker absolut unermüdlich, was das angeht. Ne? Ja, voll. Also er fährt, glaube ich, auch wirklich den Start mit dem Manta. Und ich finde es halt mega geil, den Volker dabei zu haben. Ich kannte ihn vorher nicht so gut. Und jetzt ihn ein bisschen kennengelernt zu haben, er ist echt ein saucooler Typ. Und ich freue mich richtig krass, dass wir zusammen mit ihm das Rennen fahren können. Jetzt haben wir zwar schon wieder, du hast es gerade gesagt, zwei, drei Jahre mal habt ihr jetzt mal pausiert. Die Vorbereitungen zu einem solchen Rennen laufen sicherlich immer in ähnlicher Art und Weise ab. Aber was ist denn jetzt dieser besondere Unterschied in der Vorbereitung bei dem Crossbow, den auf ein solches Rennen einzuschießen und sich selber darauf einzuschießen, auf das Auto? Muss man irgendwas ganz Besonderes beachten dabei? Ja, also man muss sich natürlich vorstellen, dass die ganzen großen Hersteller hier seit Jahren entwickeln. Seit Jahren ihre Autos hier abstimmen auf die Strecke, um wirklich performant zu sein und wirklich schon schon oft dieses Rennen bestritten haben. Die wissen, welche Probleme auf sie zukommen können. Und das war für uns genau der Angriffspunkt. Also wir wollten natürlich schauen, dass das Auto möglichst haltbar ist, dass keine Probleme kommen. Und dadurch sind wir auch letztes Jahr schon die ganze VLN-Saison gefahren. Das heißt, wir konnten sehr viele Erfahrungen sammeln. Und ich muss sagen, dass die Autos auch letztes Jahr schon wirklich für den Aufwand, den wir betrieben haben, hier wirklich richtig gut performt haben und durch die Ergebnisse, die wir auch einfahren konnten, einfach wirklich zum Cup Porsche Jäger geworden ist. Jetzt haben wir gerade gesehen, wir hatten vorhin mal das Thema angesprochen, wenn du in der einbrechenden Dunkelheit jetzt im Moment eigentlich die Top-Rundenzeiten fahren könntest und kommst dann plötzlich an diese Stelle ran, wie jetzt da mit der Code 60, die im Schwalbenschwanz ihren Grund darin sieht, nach dem Unfall, dass jetzt die Leitplanke erstmal wieder ein bisschen repariert werden muss. Sicherheit geht natürlich vor, das ist eine ganz klare Sache, aber haut man sich dann nochmal die Taktik um die Ohren und sagt, shit, jetzt können wir alles wieder von Neuem aufrollen? Oder muss man sagen, okay, es ist halt so, da gibt es keine Taktik. Ja, ich glaube, das Rennen ist einfach so lang, dass das für jeden Vor- und Nachteile einfach irgendwann haben wird.
Und ich kann mich erinnern, wo ich 2013 hier auf dem Phoenix R8 gefahren bin. Da hatten wir auch relativ lang das Rennen geführt, bis zum Regenschauer. Und dann waren wir halt so weit in Führung, dass wir sozusagen die komplette Runde auf Slicks fahren mussten. Und dadurch sind wir dann im Restart auf Platz 15 gestanden. Also es kann, wie gesagt, für alle richtig gut ausgehen und für alle auch richtig schlecht. Deswegen, ja, es ist einfach ein Hin und Her. Und man muss halt immer zur richtigen Zeit an der richtigen Stelle sein und vor allem die richtigen Entscheidungen treffen. Richtige Entscheidung, das ist auch so ein Punkt, den wir im freien Training mal angesprochen haben. Es geht ja nicht nur darum, dass die Langsamen letztlich immer wieder den Rundumblick haben, sondern auch die Schnelleren. Das ist ein einziges Hin und Her und eine Rücksichtnahme untereinander, die es aber für alle Beteiligten wirklich in sich hat. Jetzt kennst du im Prinzip ja beide Seiten, ne? Ja, wobei ich sagen muss, dass es mit dem Crossbow schon relativ selten vorkommt, dass man mal überholt wird. Es ist halt wirklich, es sind in den VLN-Rennen sind es ja knapp 20 GT3 Autos. Und am Ende des Rennens haben wir vielleicht ein oder zwei Runden Rückstand. Das heißt, du wirst halt von denen einmal überholt und dann ist auch wieder vorbei. Es ist jetzt nicht so, dass man ständig in den Rückspiegel schauen muss. Mhm. Und in dem Moment ist es halt richtig cool, weil du kannst halt an vielen Stellen, wie eine hohe 8 und so, wo viele enge Kurven hintereinander sind, kannst du halt dahinter bleiben oder auch davor ein Stückchen, da kommen die nicht vorbei. Und das macht halt einfach richtig Spaß. Ich würde gerne noch ein paar Takte zu eurem Auto von dir einholen, Ferdinand. Sven und ich haben gerade schon ein bisschen philosophiert, sehr, sehr interessantes Konzept. Wo im Gesamtfeld bewegt sich dieses Auto? Es ist ja ein sehr eng gedrängtes Spitzenfeld mit einer Abstufung GT3, dann kommen die Cup-Autos, dann gibt es GT4. Wo ist euer Auto unterwegs? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also es ist auch tatsächlich unterschiedlich. Man muss sagen, unser Auto ist halt so, dass wir in den Kurven extrem schnell sind, wie ich schon gesagt hatte, ähnlich wie die GT3s. Aber wir haben auf der Geraden recht wenig Leistung. Das heißt, auch schwächere Autos, die sagen wir pro Runde 10, 15 Sekunden langsamer sind, können eventuell an den Geraden an uns vorbeifahren. Aber wir können sie uns dann halt in der Kurve wiederholen. Also es ist halt, ich würde mal sagen, die Reihenfolge ist im Moment so, GT3, Cup, Porsche und wir. Das ist so meine... So war das jetzt auch immer letztes Jahr, wenn wir gestartet sind. Die ersten zwei, drei Runden waren die Cup-Porsches halt ein bisschen besser. Auch weil die Fahrerbesetzung manchmal, sagen wir mal, eher Gentleman-like waren, dass die drei, vier Runden richtig Gas geben konnten. Aber dann konntest du halt mit dem Crossbow und richtig Attacke machen und konntest dann auch auf jeden Fall vorbeikommen. Wie gewinnt man das 24-Stunden-Rennen in eurer Klasse? Abgesehen von den üblichen Dingen, keine Fehler machen, Auto heile lassen und so weiter. Was sind die Schlüsselfaktoren? Müsst ihr besonders auf die Reifen Acht geben? Gibt es irgendeine andere Achillesferse, die dieses Auto oder diesen Cup, diese Klasse von anderen unterscheidet? Ja, ich denke, bei uns wir sind nicht so viele Autos in unserer Klasse, aber es wird trotzdem darauf ankommen, einfach das Ganze als Teamarbeit zu betrachten. Man vergisst immer recht schnell, dass wenn jetzt ein Mechaniker in der Box einen Fehler macht, ist es genau das Gleiche, wie wenn ich jetzt irgendwo auf der Strecke das Auto weglege. Und ich glaube, das Team, was die beste Teamarbeit leistet, die werden auch am Ende recht weit vorne stehen. Wie sieht denn euer Programm für den Rest des Jahres aus, wenn das 24-Stunden-Rennen mal vorbei ist? Weiter VLN mit dem Auto? Ja, also der Cup X wird auf jeden Fall stattfinden. Mhm. Die Crossbows werden fahren. Wo Johannes und ich dann fahren werden, wissen wir noch nicht. Wir halten das auf jeden Fall mal offen. Wunderbar, dann sind wir sehr, sehr gespannt. Ich habe zwar das Gefühl, du weißt schon sehr genau, wo du fahren wirst, aber du wirst es uns hier eh nicht sagen. Von daher, alles okay. Wir sagen, sehr schwer danach aus. Ja. Absolut, absolut. Also ich glaube, wir wissen alle, wo ich gern fahren würde. Nee, wo denn? Erzähl mal. Ferdinand Stuck, vielen lieben Dank. Wir wünschen ganz, ganz viel Spaß und ein erfolgreiches Wochenende hier in der Eifel. Ja, vielen Dank fürs Zuhören und viel Spaß noch beim nächtlichen Training heute. Herzlichen Dank. Ferdinand Stuck war das. Einer unserer Piloten vom KTM Crossbow, den wir und das Fahrzeug, das wir natürlich sehr, sehr intensiv dann auch weiter beobachten werden. Ich muss jetzt mal ein bisschen was für unsere Vodafone-Trinkspiel-Zielgruppe tun. Da stand Tequila auf dem Auto, hast du gesehen? Nee, da habe ich jetzt nicht drauf geachtet. Eines der Gigaspeed-Autos tatsächlich, die Mannschaft rund um John Schoffner und Janine Hill, die hier seit vielen, vielen Jahren immer mit dabei ist und die haben seit diesem Jahr eine noch etwas auffälligere Beklebung und Folierung des Autos, ist eine klasse Geschichte. Genau wie dieses Auto hier, der Konrad Lamborghini, arg gebeutelt im letzten Jahr mit einem kapitalen Motorschaden in den frühen Stunden. In diesem Jahr soll es natürlich weiter nach vorne gehen für die Mannschaft rund um Franz Konrad, die ja mit diesem Auto auch
vielschichtig sich vorbereitet hat im bisherigen Saisonverlauf, haben die anfänglichen Rennen auf Yokohama-Reifen bestritten, sind dann irgendwann mal rübergegangen ins Lager von Michelin. Auch das ist ja eine Sache, die man in diesem Jahr deutlicher reglementiert hat, um einfach auf der einen Seite klar Kosten unten zu halten, um die Sicherheit zu gewährleisten, dass es eben keine richtigen Entwicklungsreifen mehr gibt, sondern es gibt sogenannte Musterreifen, die jeder Hersteller bei der technischen Kommission einreichen muss. Und es gibt so eine Art Musterblatt, wo dann draufsteht, welches Auto auf welchen Reifen unterwegs sein darf. Also es gibt ein gewisses Sortiment und aus diesem können sich dann die Teams letztendlich entscheiden. Sven, du zeigst gerade begeistert auf den Monitor Brustkartenmotiv. Also, ich sag mal, du kannst doch keinen größeren Gefallen tun, als zu sagen, schöne Grüße von hier. Ja, ganz genau so ist es. Wo auch immer das ist, aber du hast die Neider aus auf deiner Seite. Jetzt hat man uns erst die Tür hier oben zugemacht, damit wir keine Luft mehr hier oben kriegen. Jetzt machen sie uns das Licht aus, damit wir hier einschlafen. Also ich weiß nicht, ob die Kollegen da vielleicht nochmal irgendwie hier... Das ist nett von euch. Zumindest mal das Licht wieder anmachen, ja. Das ist ja prima. Gut, wir waren also stehen geblieben bei den Neidern, die man jemandem mit auf den Weg geben könnte, wenn man unter diesen Voraussetzungen der kompletten Übersicht vom Grand Prix-Kurs des Nürburgrings mit all seinen Farbenspielereien, hier haben wir es nochmal eingeblendet, da dann einfach mal in dicken Edding draufschreibt, schöne Grüße von hier. Schöne Grüße entrichten wir vielleicht mal an die Top 10 in einem schnellen Abriss, wo die Zeitenjagd im Moment einigermaßen ruht, auch wenn der Konrad Lamborghini zumindest mal in einem der Sektoren, nämlich im ersten Messabschnitt, eine neue Bestzeit gesetzt hat. Aber das kommt natürlich jetzt auch immer darauf an, wie schnell oder zaghaft die es bis jetzt haben angehen lassen. Dementsprechend kann man natürlich relativ schnell mal eine persönliche Sektorbestzeit verbuchen. An der Spitze diejenigen, die genau da sein wollen, nämlich die Vorjahressieger. Die Landmannschaft mit Christopher Mies, mit René Rast und den beiden Brüdern Kelvin und Sheldon van der Linde, 8:18.914, die vorläufige Bestzeit. Splitscreen im Vodafone Gigaspeed Livestreaming. Sven, diese Code-60-Geschichte im Bereich Schwalbenschwanz, das ist eine längerwierige. Ja, es war ursprünglich ja so gedacht, dass wir sagen, gut, das Auto ist jetzt weg, wir haben wieder freie Fahrt, aber dann hatten wir es ja auch gerade in dem Interview mit Ferdinand Stuck schon angesprochen, es ist halt diese Leitplankenreparatur und das wird in der Tat wohl ein bisschen sich hinziehen. Das heißt, man muss jetzt schon fast davon ausgehen, es wird jetzt sehr schwer werden, in den verbleibenden knapp 2 Stunden oder gut 2 Stunden, die noch zu fahren sind, da jetzt noch irgendetwas groß zu bewegen, wird aufgrund der Situation, der Sichtsituation immer schwieriger. Aber auf der anderen Seite ist das natürlich auch toll zu sehen, dass man eben aufgrund einer Leitplankenreparatur nicht direkt den kompletten Trainingsbetrieb einstellen muss. Richtig. Natürlich ist es etwas hinderlich in der Betrachtungsweise eines Qualifyings. Denn da geht es ja darum, ordentlich Dampf zu machen. Aber es führt eben dazu, dass wir weiterfahren können, obwohl wichtige Teile der Rennstrecke wieder in eine entsprechende Form gepresst werden müssen. Und dementsprechend, also klasse, die Arbeit der Marshalls und der entsprechenden Teams da unten im Schwalbenschwanz, um die Strecke da wieder herzustellen. Was mich ganz besonders freut, ist unser nächster Gast hier oben in der Kabine. Warum und das denn? Ich weiß jetzt auch nicht so genau. Einer, der im Prinzip aus dem Bereich Motorsport ganz, ganz groß herausgeht und hervorsticht, weil er eben halt nicht nur sich permanent hinter das Lenkrad setzt und sagt, ich mache hier meinen Job, weil ich gerne Autorennen fahre, sondern der wirklich mal ganz, ganz tief auch immer wieder in die Kulissen hineinblickt und sagt, ich will auch mal wissen, was dahinter abläuft. Jan Seifert, herzlich willkommen hier oben. Ja, schönen guten Abend euch zwei. Und Lukas, wir reden dann nochmal einfach nachher, okay? Machen wir so. Gleich vor der Tür, ne? Ja, genau so ist es. Also ich meine, schnell am Lenkrad drehen können hier ungefähr so gefühlt 30 Autos und also demzufolge mal eben so 70 Fahrer. Und von daher, mich interessiert halt auch, was dahinter passiert. Mich interessiert auch, was ihr hier oben immer so treibt. Ehrlich, und, das ist doch gelogen. Mit dem Lukas vertreibe ich mir auch ab und zu mal die Zeit auf anderen Rennstrecken dieser Welt. Also mit kleinen Rennen in Frankreich ein paar Wochen Genau, anders. Und deswegen, nein, es ist natürlich auch schön, jetzt hier mit euch oben zu sein. Jetzt hast du also den nächsten Angriff wieder in Erwägung gezogen, bist beim 24-Stunden-Rennen dieses Jahr im Klassiker wieder mit dabei. Und auch an dich gilt natürlich die Frage, der Reiz des 24-Stunden-Rennens, was macht den für einen Rennfahrer aus? Ist es der unbedingte Wille, ins Ziel zu kommen? Ist es der unbedingte Wille, gewinnen zu wollen? Oder sagt man sich, es ist einfach
geil, weil einfach alles passt, Atmosphäre an der Strecke, Fans und so weiter. Ich glaube, du musst einfach nur eine einzige Sache machen. Also wir müssen hier auf diese gefühlten 20 Monitore einmal draufschauen und dann siehst du dieses eine Auto jetzt gerade da zum Beispiel durch die grüne Hölle pfeifen. Hammer. Also das macht einfach nur Spaß und das ist einfach geil, da zu fahren. Zum anderen, wenn die Fans da draußen halt grillen. Ich bin am Montag schon mal hier gewesen, also Nürburgring ist ja meine zweite Heimat. Und da sind die ersten, was heißt die ersten? Da waren die ersten Campingplätze voll. Und das ist halt Nürburgring. Das ist halt cool, das kriegst du als Fahrer auch mit. Und das macht den Reiz auch aus. Und dann geht es halt zweimal um die Uhr. Und das ist halt die Sache, die einfach uns reizt. Gerade diese Competition, die du hast, wenn du als Fahrer hierher kommst und du weißt, da können 30 GT3 Autos einfach mal hier gewinnen, hier oben. Und ich meine, einer davon zu sein, ist natürlich schön. Bei mir war es jetzt zweimal der dritte Platz schon. Also irgendwann soll es mal mindestens der zweite oder sogar der erste werden. Dieses Jahr wollen wir angreifen. Ich glaube, mit Mercedes-AMG haben wir uns da richtig gut drauf vorbereitet auch. Ich glaube, wir sind von allen Fahrern, alle Autos sehr, sehr gut aufgestellt. Und das heißt, der Angriff ist eingeleitet. Du kennst die 24 Stunden hier auf der Nordschleife aus der Fahrerperspektive und du kennst Le Mans als Kommentator und sicherlich in einer gewissen Hinsicht auch als Tourist, um sich die ganze Atmosphäre vor Ort mal anzugucken. Wie fällt für dich der Vergleich zwischen beiden Rennen aus? Was sind die Übereinstimmungen? Was sind die Unterschiede? Also ganz, ganz ehrlich, es gibt eine Übereinstimmung, dass es 24 Stunden lang ist. Stimmt. haben wir schon den nächsten Unfall. Oi, oi, oi. Das sieht aber gar nicht gut aus. Nee, gar nicht gut. Also wirklich so ein Stimmeunfall. Die Sache ist, es geht 24 Stunden lang. Und ansonsten ist da aber nichts gleich, weil die Atmosphäre ist eine komplett andere. Le Mans halt mit den LMP-Autos, mit den GTE-Autos. Das sollte jetzt nicht negativ klingen, aber das ist so professionell, dass du als Fan und auch für uns, also wenn wir dort sind als Kommentatoren, du kommst gar nicht so richtig ran. Du spürst es gar nicht so richtig, dieses Flair. Das ist was ganz anderes. Hier ist es so, das ist alles eine Familie. Also alle, egal wer hier rumspringt, ob das der Walter Hornung ist, der uns immer auf die Finger haut, der Rennleiter, oder ob das die Fahrer sind oder ob das die Fans sind, das ist eine riesengroße Familie. Und das ist halt das Schöne hier und der Unterschied auch. Aber du willst, glaube ich, darauf eingehen. Finde ich klasse, dass du das so ausbreitest. Werden wir gleich auf jeden Fall nochmal drauf zu sprechen kommen. Aber wir müssen natürlich eben die Info loswerden. Es ist einer der Walkenhorst BMW, nämlich das blau gefärbte, das 101er Auto. Mit Henry Walkenhorst himself, dem Teamchef, mit Ralf Oeverhaus, Andreas Ziegler und Jordan Tressant aus Frankreich. Gerade war die Startnummer nochmal schön in den Bildern zu erkennen und jetzt auch in der Grafik. Wir haben eine Code 60 Phase im Bereich Posten 95 bis 98. Das wäre im Bereich Fuchsröhre Adenauer Forst. Was sagt der Nordschleifen-Spezialist aus der Heli-Perspektive? Kann das hinkommen? Ja, das ist natürlich auch eine blöde Stelle jetzt gerade da. Also zum einen hofft man natürlich erstmal, dass da nichts weiter passiert ist, weil die GT3-Autos sind extrem sicher, egal was das für ein Hersteller ist. Und das ist natürlich das Schöne, gerade mit der Geschwindigkeit, die wir durch die grüne Hölle fahren, soll alles natürlich safe sein. Für die anderen, die jetzt natürlich draußen noch rumfahren, bei dieser Dunkelheit, das ist immer schwierig, wenn du einen Unfall irgendwo hast. Da liegen noch Trümmerteile oder so rum. Wenn du irgendwo durchfährst, kann natürlich sein, dass du dir da irgendwo am Reifen noch was beschädigst oder so. Trotzdem, wie gesagt, wichtig ist erstmal nur, dass da alles okay ist mit dem Fahrer und sah aber jetzt schon ziemlich heftig aus, der Unfall. Ja. Jordan Tressant, der Franzose, ist derjenige, der da am Steuer saß. Übrigens auch ein junger Mann, der mit dem Konsolenspielen und mit dem Simracing angefangen hat. Da machst du ja auch eine ganze Menge. Was lachst du? Ja, momentan spricht mich da jeder drauf an. Ehrlich? Ja, ganz komisch irgendwie. Ja, stimmt. Die Szene ist echt extrem fortgeschritten und immer mehr Hersteller und Teams steigen da ein. Und während das vor ein paar Jahren noch belächelt wurde, sieht man aber jetzt extrem viele Fahrer, die aus dieser Szene kommen und richtig gut unterwegs sind. Also von daher ist es eine gute Übung auf jeden Fall. Aber jetzt sind wir hier beim richtigen 24-Stunden-Rennen, beim reellen 24-Stunden-Rennen, wie ich immer so schön sage. Hier konzentrieren wir uns jetzt drauf. Wie gesagt, ich kann mir das immer wieder nur anschauen jetzt hier. Jetzt sind wir hier im Bereich Schwalbenschwanz. Da ist noch, glaube ich, noch die Leitplankenreparatur, die da noch voranschreitet, genau. Ja. Und ja, das sind einfach diese Bilder, wenn man sich das anschaut. Genau diese beiden Bilder, die man jetzt sieht hier. Party auf der einen Seite, das ist Nordschleife. Genau das ist Nordschleife. Und auf der rechten Seite halt trotzdem geht es halt durch die grüne Hölle mit jederlei Autos. Egal, ob das halt irgendwie ein kleiner BMW ist oder trotzdem ein großes GT3-Auto. Komplett egal.
das macht es einfach aus. Und so, diese Stimmung, die hast du zwar abseits in Le Mans, um darauf wieder vielleicht zurückzukommen, die hast du abseits in Le Mans, ja, aber nicht direkt so neben der Strecke. Das hast du nicht. Also man muss schon ein bisschen tiefer in den Wald reinfahren, um das zu finden. Geil. Einfach cool rundherum die 25, ich habe es vorhin gesagt, 25 Kilometer Partymeile hier. Hört sich auch gut an. Ich glaube sogar noch ein bisschen mehr, weil außenrum ist die Strecke ja noch was größer. Ne? Ja, also, richtig, genau. Wenn wir den Jan Seifert nehmen und sagen, der ist eigentlich im Motorsport überall unterwegs, ob das wirklich auf der Rennstrecke real ist, ob das im Simracing ist, ob das in der Race Control ist, auch da hast du ja deine Erfahrungen gemacht und blickst auch da gerne immer wieder mal rein, so nach dem Motto, was läuft denn seitens der Race Control oder seitens des Renndirektors hinter den Kulissen ab? Ja, vollkommen richtig, genau. Jetzt haben wir hier so eine schöne Situation, vielleicht auch ganz kurz darauf einzugehen. Mhm. Doppelt gelbe Flagge bzw. Tafel, die gerade geschwenkt wird. Und jetzt sehen wir auf der linken Seite ein Code 60-Schild. Das ist natürlich extrem angestrahlt, aber als Fahrerperspektive sieht das nicht so angestrahlt aus. Also ab da nur noch 60 km/h fahren, das ist genau der Bereich. Und zwar scheint das oben auf der Kuppe zu sein, Eingang Adenauer Forst, wo der Unfall passiert ist. Aber genau, du hast es gesagt, bei der Race Control war ich auch schon. Ich war auch schon mal, ohne dort ein Praktikum gemacht zu haben, aber ich wollte einfach mal hinter die Kulissen schauen und mir das Ganze mal anschauen, weil man als Fahrer und als Team meckert man sehr, sehr schnell mal da, was die Jungs und Mädels da in der Race Control machen. Aber sehr, sehr spannend, sehr, sehr interessant und was die sich halt alles angucken können, da habe ich ein komplett anderes Bild seitdem von da. Mhm. Und es ist, die machen einen super Job, die brauchen wir und es sind sehr, sehr viele freiwillige Helfer auch dabei, die das Ganze ehrenamtlich machen und ich meine, ohne die wäre das halt auch alles hier oben nicht möglich. Also von daher, alle Seiten sind wichtig, ich habe mir alles mal angeschaut und pick mir jetzt so das raus, was ich dann weitermachen will irgendwann. Ich verrate euch aber jetzt noch nicht was. Das weißt du doch wahrscheinlich eh selbst. Ja, richtig, oder? Deswegen, aber es klingt besser, wenn ich sage, ich sage es euch noch nicht. Auch eines dieser ganz, ganz interessanten Projekte, das Toyota Team Thailand. Das ist ein Werkseinsatz, der allerdings mit Personal von Zackspeed auf die Beine gestellt wird. Ist ein rechtsgelenktes Auto, eine Stufenheckvariante vom Toyota Corolla, der mit einem 2-Liter-Motor ausgerüstet in der SP3-Klasse an den Start geht. Du hast gerade, Jan, schon mal dieses Code-60-Verfahren angerissen. Bitte beschreib uns das nochmal, was genau ihr im Cockpit seht, wenn ihr auf eine solche Situation zufahrt und was genau ihr dann machen müsst, je nachdem, welches Signal ihr bekommt. Also ganz wichtig ist erstmal, du kriegst das Signal sogar meistens schon vorher vom Team. Also jedes Team hilft sich ja untereinander. Ich meine, wir sind auch 7 Mercedes AMG GT3 unterwegs auf der Strecke. Jeder informiert da jeden. Und das ist schon mal ganz, ganz wichtig, dass du weißt, da kriegst du den Funkspruch vorher schon mal, Achtung, Adenauer Forst, Fuchsröhre, da ist ein Unfall, da ist Code 60. Mhm. Das heißt, du fährst schon mal mit dieser Vorahnung dahin und dann siehst du meistens, oder das ist der optimale Fall, so sagen es auch die Regeln, siehst du eine gelbe Flagge vorher oder eine gelbe Tafel in der Nacht, weil da siehst du sonst keine Flaggen. Und dann, das heißt dann für dich eine Vorwarnung, runter vom Gas, nicht mehr wirklich voll auf dem Gas stehen und danach folgen dann 2 gelbe Tafeln oder 2 gelbe Flaggen, heißt 120 km/h fahren. Dann haben wir in unseren GT3-Autos den Speedlimiter auf 130 km/h auch eingestellt, das heißt wir drücken den dann drauf und können dann halt wirklich Vollgas weiterfahren, fahren aber nicht schneller als 120 km/h und dann letzte Phase, das sehen wir hier gerade auf Start und Ziel sehr schön, da haben wir Code 60, das ist so ein lilafarbenes Schild mit einem Kreuz und einer 60 drauf. Und da heißt es dann 60 km/h nur noch fahren. Auch der Speedlimiter kommt dann wieder zum Einsatz und danach kommt die grüne Flagge. Heißt Vollgas weiter, los geht's wieder, voller Angriff. Und in diesen kompletten Phasen, gelb, doppelt gelb und Code 60 ist auch immer Überholverbot. Also du darfst auch keinen Kontrahenten überholen. Und ganz wichtig, das sind immer die Maximalgeschwindigkeiten. Also es kann natürlich sein, wenn die Strecke mal komplett blockiert ist, dass du auch mal anhalten musst. Also das gab es auch schon, dass wir irgendwo mal anhalten mussten. Also du musst schon als Fahrer einiges beachten und manchmal ist es auch schwierig, gerade auf der Nordschleife draußen, manche Marshalls, manche Streckenposten auch wirklich zu sehen, weil die manchmal so ein bisschen versteckt sind. Gerade im Adenauer Forst ist das auch so der Fall. Aber ich glaube, wir hatten gerade ein mittelschweres Problem hier vorne bei Start und Ziel. Denn wir haben gesehen, dass die Autos, die von der Nordschleife kamen, extrem langsam hier drauf waren. Das war diese Code 60 Phase. Ich denke mal, Code 60 wurde wahrscheinlich im Bereich hinten ausgangs der Schikane Hohenrain angezeigt. Ja. Und diejenigen, die jetzt aus der Outlap wieder von einem Grand Prix-Kurs quasi sich einzeiten wollten, hatten wohl diese Information nicht. Das heißt, wir hatten hier eine unglaublich kuriose Situation direkt vor unserer Nase.
linksseitig von der ganzen Pylonengasse, alle mit 60 km/h und hier vorne sind die durchgebrettert, als gäbe es keinen Morgen mehr. Ja, du hast halt manchmal leider Gottes die, genau diese Situationen. Du hast es eigentlich genau richtig beschrieben. Ausgang Hohenrandschikane war wahrscheinlich dieses Schild. Normalerweise sollten die folgenden Posten das noch, auch noch anzeigen. Wenn das natürlich vor uns ist, das Starterhäuschen hier vorne, da werden auch Flaggensignale gezeigt. Mhm. Wenn die natürlich dann erst das kurz 60 wieder zeigen, wir kommen da oben aus der Jaguar-Kurve, glaube ich, so heißt sie. Ich glaube, die auch schon jeden Namen, die Kurve. Nicht ganz alles. Gibt es schon noch Automaten, die sie noch nicht gesponsert. Aber da kommst du halt raus, durch die Kurve hinten fährst du ungefähr durch diese Reifenstapel durch mit 80 km/h. Das heißt, hier am Starthäuschen hast du ungefähr schon zu 170. Und dann bremst du wieder runter auf 60, wenn du das Schild siehst. Und da rutscht dir als Fahrer auch das Herz auf einmal in die Hosentasche rein. Weil du weißt nicht, habe ich jetzt ein Flaggenzeichen verpennt irgendwo und kriege ich jetzt eine Strafe. Das ist natürlich auch das Nächste. Ja, Dacia war noch kein Sponsor. Ich wollte es nur erwähnt haben. Das habt ihr aber lange überlegt. Ja, ich musste finden, jetzt wirklich oder? In mich gehen, absolut. Unterdessen der Blick auf die Campingplätze, sicherlich abgesehen vom Cockpit, der beste Platz überhaupt an so einem Wochenende. Wetter passt noch, ist trocken geblieben heute. Alles wunderbar da draußen. Ich weiß zwar nicht, wann du ausgeschlafen hast, aber als wir das erste freie Training gefahren sind, da war es nass. Also bei uns war es dann nass auf jeden Fall. Jetzt ist es trocken geblieben. Genau. Nein, aber du sagst es, also das ist so, ich meine, das ist typisch Nürburgring. Die Fans werden wahrscheinlich sagen, Seifert, jetzt heul mal nicht rum. Aber für uns Fahrer sind Mischbedingungen halt echt immer schwierig, weil du fährst ja auf der Grand Prix-Strecke rum, da ist alles trocken komplett und dann fährst du auf die Nordschleife. Und dann kommst du um die Ecke und dann hast du da auf einmal Wintereinbruch. Das ist natürlich spannend zum Zuschauen, aber für uns Fahrer überhaupt nicht spannend, weil du fährst da mit Slickreifen rum, die haben halt überhaupt keinen Grip auf nasser Fahrbahn. Das macht's sehr, sehr spannend. Manchmal auch, wir haben vorhin eine schöne Einstellung gesehen, eines der Autos hat auch mit Pulsmessungen und so ist unterwegs, glaube ich, ein Gigaspeed-Auto, ja. Der Puls, also da sollten sie den dann ausblenden, weil das ist dann kurz vor Kollaps, glaube ich, wenn du so eine Situation erlebst. Da hat das Medical Center direkt Hochkonjunktur. Die fahren direkt die Maschinen hoch, genau. Lass uns noch kurz sprechen über dein Auto und eure Ambitionen. Ihr seid ja schon sicher drin im Top 30 Qualifying für morgen. Wie sieht daran angepasst das Programm am heutigen Abend und dann natürlich auch morgen Nachmittag im zweiten Qualifying bei euch aus? Ja, jetzt kommt es erstmal darauf an, dass ihr mich hoffentlich nicht mehr ganz so lange hier einspannt, weil ich will auch nochmal im Dunkeln Jan, fahren. Ja, war ganz nett mit dir, tschüss. Nein, raus. Nein, also natürlich, ich meine, wir haben uns gut vorbereitet, alle Autos von uns haben sich gut vorbereitet auf das Rennen jetzt hier. Wir hatten eine super Vorbereitung mit dem Sieg beim Qualifikationsrennen vor einigen Wochen. Das ist natürlich mit so einem Gefühl hier ranzugehen, das hatte ich schon lange nicht mehr, schon ein paar Jahre nicht mehr. Aber das macht es natürlich umso schöner. Was ist die Vorbereitung? Jelmer war jetzt schon im Auto. Jelmer Burmann ist jetzt schon die ersten Runden gefahren. Momentan ist der Lukas Stolz bei uns drin, dreht so seine Runden. Du musst ja auf der einen Seite Pflichtrunden fahren und auf der anderen Seite ist es so, für uns ist es auch wichtig, einfach diese Routine im Dunkeln zu fahren. Du hast zwar im Qualifikationsrennen auch ein Nachttraining, aber die zwei Runden, die du da im Dunkeln fährst, du brauchst einfach das Training. Der Thomas geht dann rein, Thomas Jäger, und ich dann als Letzter nochmal ganz zum Schluss. Und wer dann auch nochmal meine Runden drehen, da geht es darum, einfach sich aufs Auto einzuschießen, das Licht nochmal einzustellen, ganz, ganz, ganz wichtiger Faktor. Und einfach Kilometer kriegen, einfach fahren, Routine kriegen, weil Setup-Arbeiten, die haben wir eigentlich so gut wie erledigt in der Vorbereitung. Du hast es gesagt, wir haben uns qualifiziert, das passt also auch, da haben wir auch keinen Stress. Also von daher, es geht wirklich so um diese Routinearbeiten, um dann halt optimal ins Rennen zu gehen. Dann würde ich sagen, Jan, wir entlassen dich jetzt in Richtung der Boxengasse und kommen deinem Wunsch nach. Diesmal also hochoffiziell. War schön, dass du bei uns warst. Vielen herzlichen Dank. Sehr, 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 sehr gerne. Also vielen, vielen Dank. Ich wünsche euch viel Spaß. Viele, viele Energy-Drinks hier oben beim Durchhalten. Und draußen, ich würde eine Bockwurst nehmen draußen, irgendwo im Brünnchen oder so, glaube ich. Nein, also viel Spaß euch. Und bis später. Sun Yong war auch noch kein Sponsor. Jetzt fängt es schon wieder an. Ich bin raus. Jan, vielen Dank an dich und deinen Besuch hier oben bei uns. Ich glaube, Lukas wird noch ein bisschen was zu tun haben. Also, wir sind mittendrin im Geschehen. Der Gigaspeed Team GetSpeed Performance Porsche ist in den Bildern nun also wieder eingeblendet. Und das, was vorhin ja schon angekündigt war, ne? Was hat der Fahrer für ein Stresslevel? Was ist sein Herzschlag, sein Pulsschlag?
wie wird agiert im Fahrzeug? Und das Ganze hat bei dem einen oder anderen jetzt in den Abendstunden, da wir jetzt wirklich sagen müssen, jetzt ist es dunkel draußen, nochmal einen ganz anderen Faktor, als wenn man den bei Tag fahren lässt. Na klar, zumal ja auch die Erfahrungswerte der einzelnen Fahrer dort sehr stark auseinandergehen. Es gibt Piloten, die unglaublich viel Erfahrung mit 24-Stunden-Rennen rund um die Welt haben, die das sehr gut kennen, dass in die Nacht hereingefahren wird. Und es gibt natürlich andere Piloten, die genau diese Phase jetzt nutzen, um genau das zu üben. Wir hatten eine ähnliche Situation vergangenes Wochenende in Belgien bei der WEC. Da war das Rennen abends um 19.30 Uhr zu Ende. Auch da fing natürlich so langsam die Dämmerung an. Und dementsprechend haben viele Teams, bei denen die Fahrer noch unerfahren sind in Sachen in die Nacht hineinfahren, Langstreckenrennen über Nacht, ihre Fahrer zu genau dem Zeitpunkt in die Autos gesetzt, um sich vorzubereiten auf die 24 Stunden von Le Mans in einigen Wochen. Und genau das sind natürlich Sachen, die jetzt je nach Team, je nach Mannschaftsaufstellung individuell gemacht werden. Und was dann auch noch eine Rolle spielt, ist eben genau die Frage, bin ich schon im Top 30 oder muss ich irgendwann den richtigen Zeitpunkt abpassen, entweder heute Abend oder morgen im zweiten Qualifying, um eine schnelle Runde zu setzen. Und das bei diesen Bedingungen, die lichttechnisch da draußen jetzt im Moment herrschen, weil halt die Dunkelheit massiv eingesetzt hat, immer noch solche Aufnahmen, Onboard-Aufnahmen möglich sind. Wir haben das im letzten Jahr ja schon mal gehabt und jetzt in diesem Jahr noch mal stark forciert. Das ist schon brillant, dass wir da von der Strecke dann auch während des 24-Stunden-Rennens natürlich auch noch eindrucksvolle Bilder zu Gesicht bekommen werden und dann natürlich auch von der Nordschleife an den ein oder anderen Stellen, wo es dann manchmal sehr, sehr kribbelig wird. Ich glaube, da ist bei einem, der draußen an den Bildschirmen sitzt, der Pulsschlag deutlich höher als bei einem Fahrer, der im Auto sitzt. Und auch hier auf der Grand Prix-Strecke ist richtig was los im Moment. Da sind viele zum Überholen anstehende Autos, die sich da formieren oder die sich möglicherweise auf der Innenrunde nach ihrem gezeiteten Anlauf befinden. Da muss sich Marek Böckmann im Augenblick richtig durchwuseln. Der ist ja auch erstmals mit einem GT3-Auto unterwegs in diesem Jahr. Die Gigaspeed Team GetSpeed-Mannschaft zum ersten Mal in die GT3-Klasse, in die SP9 aufgestiegen mit diesem Vodafone Porsche. Tolles Auto, tolle Mannschaft mit vielen jungen, heißblütigen, schnellen Piloten, die sich eingeschossen haben über die VLN. Auch das, wenn wird natürlich über die Distanz die Frage sein, schaffen die es fehlerlos durch die Nacht. Eine VLN-Distanz von 4 Stunden ist das eine, aber diese Konzentration über 24 Stunden aufrecht zu erhalten, das ist nochmal etwas ganz, ganz anderes. Und was auch noch dazu kommt, und das wird jeder Fan nachvollziehen können, der sich hier seit Dienstag oder Mittwoch die ganze Woche um die Ohren haut, es sind ja nicht nur die reinen 24 Stunden. Es ist die Vorbereitung, es ist die Anreise, der Aufbau, die viele Planung im Vorfeld, die Trainingsläufe, all das hast du in den Knochen. Das heißt, es ist ohnehin schon eine Leistung, überhaupt noch ausgeruht, die 24 Stunden zu beginnen, sie zu beenden. Das ist ja noch was völlig anderes. Aber der ganze Marathon im Vorfeld schlaucht natürlich auch schon sehr, sehr stark. Und da muss man natürlich auch mental die entsprechende Stärke besitzen, um sich über so einen langen Zeitraum immer wieder konzentrieren zu können. Wir können jetzt, nachdem wir gerade mal so einen kleinen vorsichtigen Blick auf den Rennleitungsmonitor geworfen haben, erstmal im Bereich Posten 180, 81, das ist der Schwalbenschwanzbereich dort oben, in gewisser Weise Entwarnung geben. Da sind die Reparaturarbeiten an der Leitplanke abgeschlossen. Man hat also wieder grün an dieser Stelle. Wo es allerdings noch nicht der Fall ist, ist bei dem verunfallten BMW, den wir da vorhin hatten, der Walkenhorst BMW im Bereich Posten 97. Da haben wir noch keine Information, dass da also in der Zwischenzeit das Ganze wieder aufgehoben ist. Und so wie das aussah, möchte ich auch mal vorsichtig vermuten, auch das wird nicht von jetzt auf gleich passieren. Wir haben aber immerhin eine Info bekommen, dass Jordan Tresson, der Pilot, in Ordnung ist und ins streckeneigene Medical Center, ins streckeneigene Krankenhaus gebracht wurde zur Untersuchung. Das ist nicht zwangsläufig etwas Besorgniserregendes, sondern nach einem solchen Abflug sind das reine Routinemaßnahmen, um einfach auf Nummer sicher zu gehen, um den Fahrer in Ruhe nochmal untersuchen zu können, dass er sich auch wirklich nichts getan hat. Es gab
häufig schon die Situation, dass Piloten nach einem Unfall aus dem Auto verletzt ausgestiegen sind und einfach aufgrund des Adrenalins die Verletzung noch nicht gespürt haben. Auch das ist natürlich nicht zwangsläufig direkt dramatisch. Aber wenn es irgendetwas ist, was Folgeerscheinungen nach sich ziehen kann, irgendwo im Wirbel- oder Nackenbereich, dann ist man da natürlich sehr auf Vorsicht bedacht. Und wir haben das Auto gesehen, war... Was ist das denn? Jetzt haben wir vor. Haben wir jetzt gerade eine Kollision oder eine, das ist ein bisschen viel, aber eine Berührung in der Boxeneinfahrt gehabt? Ja, also Klasse. Ich würde sagen, das hat gesessen. Jesse Krohn, unser flinker Skandinavier mit eingeschalteten Flashlights, obwohl das ist, glaube ich, der Speedlimiter, ne? Genau. Deswegen blinken da die Lichter auf. Und wenn ich das richtig erkenne aus der Inboard-Perspektive, dann hat der den dänischen Dreier-BMW vor sich. Das ist das Auto, das da vor ihm an die Box tuckert. Und da war Jesse Krohn offensichtlich nicht hundertprozentig einverstanden. Das ist natürlich das, was Jan Seifert gerade angesprochen hat. Ne, klar, wir haben eine Kilometerbegrenzung von 60 km/h bei Code 60 oder natürlich auch in der Boxengasse. Aber grundsätzlich verdonnert dich natürlich keiner, wenn du ein bisschen langsamer fährst. Kriegst aber natürlich trotzdem die Krise als Profipilot dahinter. Beide Rowe standen übrigens, beide Rowe-Fahrzeuge dort unten in der Boxengasse, der 99er reingekommen, eben halt mit Jesse Krohn, der andere im Standby sozusagen gleich wieder rauszufahren. Auch das war also offensichtlich die Vorbereitung, Nicky Katzberg, Richard Westbrooks und John Edwards, die dort eventuell sich gleich wieder auf den Weg machen. Hier haben wir es eingeblendet, das Auto mit der 98 dürfte jetzt gleich dann abgelassen und entlassen werden aus der Boxengasse, um dann noch einmal Fahrt aufzunehmen. Vor Urzeiten, Lukas, hattest du mal angefangen und wolltest die Top 10 im Schnelldurchgang durchlaufen. Oh gut, das ist ziemlich dran erinnert. War das vor dieser Auflage oder war das letztes Jahr? Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Dankeschön. 818-914 steht immer noch an der Spitze. Das ist der Land Audi, die Vorjahressiegermannschaft mit der 1 van der Linde im Moment am Steuer. Das ist also weiterhin unser Spitzenreiter mit einer denkbar knappen Lücke augenblicklich. Absolut. Das sind 0,379 Sekunden auf 25 Kilometer auf das Auto mit der Startnummer 11 auf den Auto Arena Motorsport Mercedes von Assenheimer, Schmid, Bleckemolen und Marcello. Die haben hier mit einer 819-293 die derzeitig zweite Position inne. Porsche augenblicklich auf der dritten Position. Nicht die Mantai-Mannschaft, sondern das Küssteam 75 rund um den fünffachen Sieger Timo Bernhard, der dieses Rennen erstmals aus der Sicht des Teamchefs verfolgt, hat aber eine klasse Mannschaft um sich herum geschart. Michael Christensen, der Porsche-Werksfahrer, pilotiert das Auto gemeinsam mit Matteo Cairoli, dem Porsche Junior aus Italien, der im Moment am Steuer der Nummer 17 sitzt. Jörg Bergmeister, der Porsche-Routinier, ist auf dem Auto unterwegs und auch Le Mans-Sieger André Lotterer, der ja auch letzte Woche noch in Spa-Francorchamps unterwegs war und jetzt hier an diesem Wochenende den Eifel-Marathon unter die Räder nimmt. Auch die sind knapp dran. 8:19.404 und damit nicht mal eine halbe Sekunde Rückstand für Matteo Cairoli, bei dem wir jetzt on board sitzen bei der Überfahrt auf Start und Ziel. Und in dieser Runde statt einer 8:19 eine 9:30. Das ist halt diese Code 60-Geschichte auf der Nordschleife. Da wirst du halt eingeblendet, gebremst. Möglicherweise vielleicht noch irgendwo zusätzlich nochmal eine Yellow Flag Location. Und damit ist dann sowieso alles zum Teufel. Also hier über die aktuelle gefahrene Rundenzeit brauchen wir uns nichts oder keinen Kopf drum zu machen. Aber schön, dass wir genau in dem Moment halt eben dann jetzt auch bei dem Küssteam 75 Bernhard Porsche angekommen sind und einfach mal zumindest hier auf dem Grand Prix-Kurs ihn begleiten dürfen, schauen derweil in die vierte Position dieses Qualifyings und da ist es dann der Black Falcon Mercedes mit Hubert Haupt, Abdulaziz Al-Fazzal, Erik Johansson und Gabriele Piana, die momentan hier mit einer 8:19.658 in der vierten Position rangieren. Und wir reden hier bei den ersten vier Positionen über einen Abstand von 0,74 Sekunden auf der Uhr. Also noch nicht mal eine Sekunde zwischen Rang 1 und Rang 4 über die gesamte Nordschleife inklusive Grand Prix-Kurs des Nürburgrings. Ja, irre. Wenn man jetzt diese 25 Kilometer runter skaliert auf ein normales Rennstreckenlayout von 4 oder 5 Kilometern, dann bleiben von diesen 7 Zehnteln, die die ersten vier da umfassen, nicht mehr wirklich viel übrig. Das ist schon klasse.
Und jetzt sind wir hier unten in der Boxengasse angekommen bei dem Auto, bei dem unser Kollege Patrick Simon ja mit drauf ist. Du hattest das vorhin schon mal thematisiert. Das Auto mit der Startnummer 190, unter anderem halt auch der Mr. DTM, Bernd Schneider, der ja fünffache DTM-Sieger, der sich auf diesem Auto mit eingefunden hat und mit reingesetzt hat. Also hier ist man in der Vorbereitung der Wiederausfahrt auf die Strecke unterwegs. Im Moment 35. Gesamtposition für das Auto mit der 190, für unseren Mercedes, den wir in den Bildern eingefangen haben. Mercedes AMG Team Driving Academy, der GT4 AMG Schneider Simon, Christian Gebhardt und Jethro Bovington, der das Auto komplettiert als Fahrer. Wo waren wir eigentlich bei unseren Top 10? Ja. Bei vier hatten wir. Vier hatten wir. Komm, dann machen wir den Rest mal eben im allerschnellsten Schnelldurchlauf. Stippi im Phoenix-Auto mit der 3 im Moment auf der 5. Position unterwegs. Dann kommt Philipp Frommenwieler im Mantai Porsche mit der 12 auf der 6. Position. Marcel Fessler im BWT Mücke Audi mit der 25 auf der 7. Und dann guck mal an, auf Rang Nummer 8 Peter Posawatsch im Sahnestück der Bayerischen Motorenwerke im Z4 GT3. Ja, immer noch das Auto auf 8 liegend. Absolut, auf der 8 liegend und im Moment das Beste der Autos, die schon für das Top 30 Qualifying qualifiziert sind. Also im Moment würden diese ersten 7 schon mal geschlossen einziehen. Aber das ist natürlich noch ein bisschen früh, darüber jetzt zu sprechen. Anderthalb Stunden haben wir heute Abend noch und dann morgen ja auch noch mal knapp 2 Stunden Zeit im zweiten Qualifying. Und unser Gigaspeed Team Get Speed Performance Porsche an der 9. Position. Das Auto hält sich dort also nach wie vor sehr wacker in den Top 10 Plätzen. Steve Jahns, Marek Böckmann, Lukas Luhr und Jan-Erik Sloten. Und komplettiert werden die Top 10 Plätze dann durch die Startnummer 24, durch Audi Sport Team BWT, der Audi R8 LMS von Markus Winkelhock, Mike Rockenfeller, Christopher Hase und Nico Müller. Und unterdessen setzt sich jetzt unser GT4 Mercedes in Bewegung, das Auto mit Bernd Schneider und Co. Das heißt, in dem Fall sitzt am Steuer Patrick Simon, ne? Absolut. Gerade eben umgesprungen. Und wem haben wir es zu verdanken? Driver ID. Auch das ist eine Neuerung in diesem Jahr. Das ist ein relativ simpler Schalter im Cockpit oder ein roter Knopf, um es ganz genau auszusagen oder auszudrücken. Daneben gibt es eine Anzeige, die zeigt entweder eine 1 oder eine 2 oder eine 3 oder eine 4. Und beim Boxenstopp passiert Folgendes. Wir sagen jetzt einfach mal als Beispiel, Fahrer Nummer 2, das ist Bernd Schneider, der steigt aus. Patrick Simon steigt ein. Der drückt dann auf den roten Knopf, damit der Driver-ID-Transponder auf die Ziffer 3 umspringt. So wird das Ganze an die Zeitnahme übermittelt und das zeigt uns auf den Zeitnahmemonitoren und Ihnen natürlich auch im Live-Timing, das Sie auf der Website abrufen können, dann erstmals beim 24-Stunden-Rennen auf der Nürburgring-Nordschleife, welcher Fahrer gerade im Auto sitzt. Eine klasse Geschichte für uns alle, sodass wir genau verfolgen können, wer da gerade was am Lenkrad fabriziert. Und aktuell ist es eben unser Boxenreporter Patrick Simon, der seine vermutlich ersten Runden jetzt in diesem Nacht-Qualifying dreht. Apropos Livestream, www.24h-rennen.de/live. Bitte nicht das Slash Live einfach verschlucken. Nein, das ist nämlich ganz, ganz wichtig. Da haben wir also alle Möglichkeiten für Sie und für euch hinterlegt. Ob das das Live-Timing ist, ob es das Umschalten der Kameras ist, dass man dort die Möglichkeit hat, sich mit einzuklinken. Und alles, was da mit zusammenhängt in Sachen der Bilder, bitte einfach mal eintippen, falls Sie es noch nicht getan haben sollten. www.24h-rennen.de/live. Und wie eingangs erwähnt, gibt es im Vodafone Gigaspeed Livestreaming ja in diesem Jahr nicht nur die Möglichkeit, das reine Renngeschehen zu verfolgen, sondern eine Auswahl von insgesamt 15 verschiedenen Onboard-Einstellungen. Klicken Sie sich einfach mal in aller Ruhe durch, wenn Sie Lust haben, oder bleiben Sie einfach bei uns, was das Trainingsgeschehen angeht. Bei uns heißt in diesem Falle dann gleich bei Olli Martini und Jörg Hennig, die uns beide ablösen werden für die letzten anderthalb Stunden in diesem ersten Qualifying. Mit den beiden Kollegen geht es also gleich rein in die Nacht. Und ich bin sehr gespannt, wie sich die Zeitenjagd weiter verhält. Natürlich ist es nicht ganz so einfach in dunklen Konditionen, aber es wäre nicht das erste Mal, wenn es noch jemand probieren würde, dann bei eintretender Dunkelheit mit weniger werdendem Verkehr draußen auf der Strecke vielleicht doch noch mal einen Angriff zu setzen. Muss ja nicht,
auf die Bestzeit sein, aber zumindest mal um einen gehörigen Sprung nach vorne zu machen. Gucken wir mal. Der weitere Verlauf würde dann halt so aussehen, dass wir jetzt hier oben den fliegenden Wechsel praktizieren und dann quasi in diese Endphase des Qualifyings Teil 1 einsteigen. Der zweite Qualifying-Teil bzw. Q2 dann am morgigen Freitag. Das haben wir ja auch schon gesagt, um 17 Uhr die Auslosung über die Startreihenfolge, dann das Top 30 Qualifying, das dann morgen Abend um 19 Uhr über die Bühne gehen wird oder gestartet werden wird. Auch da freuen wir uns also ganz mächtig drauf. Da reden wir über die Startreihenfolge der ersten 30 Positionen. Ab Platz 31 ist dann das zusammengezogene und vermischte Ergebnis zwischen Q1 und Q2 für die Startaufstellung am Ende maßgebend. Und am Samstag heißt es dann natürlich 15.30 Uhr Start in die 46. Auflage hier beim ADAC Zürich 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring. Olli Martini hat sich fast umgezogen, so möchte ich es mal sagen. Oder war der fast umgezogen? Nein, umgezogen hat er sich. Und zwar hat er das Headset aufgepackt. Also insofern werden wir diese Möglichkeit dann jetzt noch einmal nutzen. Gehen mit dem Mercedes-AMG Team Driving Academy, mit dem Mercedes-AMG GT4 von Patrick Simon pilotiert, on board durch die Nacht, zumindest mal durch die nächsten paar Sekunden und Minuten, die uns dann Patrick Simon mit seinen Bildern von der Nordschleife beeindruckend auf den und in das Bild hineinliefert. Wie gesagt, das Auto, das also immer noch auf Seite 1 des Monitors ist, also das dürfen wir auch nicht vergessen. Der war also hier irgendwo an der genau 35. Position notiert und ist es auch nach wie vor noch. Da ist also durchaus ein sicherlich nicht unzufriedenes Team dort im Augenblick unterwegs. Ich schaue mal so ein kleines bisschen zur Seite und würde dann einfach mal sagen, mein lieber Jörg, vielleicht magst du dann auch einfach hier rüberkommen, weil dann würde ich dir mein Headset dann auch quasi gerne mal aufs Ohr geben. Nur einfach mal so. Laptop mitbringen, genau. Da steht im Moment jetzt das Auto mit der Startnummer 201. Ja, das ist natürlich jetzt eine ganz bittere Geschichte. 77. Gesamtposition sehen wir noch eingeblendet bei dem offenbar gestrandeten Fahrzeug. Sieht allerdings, man möchte fast schon sagen, glücklicherweise eher nach technischem Defekt aus am Ende der Start- und Zielgeraden. Das ist der KTM Crossbow und das ist unser Damenteam, das dort unten im Moment steht. Naomi Schilf sowie Laura Kreihammer und Lena Stritzek, Rahl Frey. Diese vier Pilotinnen auf dem Fahrzeug, auf dem KTM Crossbow, stehen also am Ende der Start- und Zielgeraden unten im Castroles mit technischen Problemen. Der eine atmet tief durch, weil er offensichtlich gerade erstmal aus der Schnappatmung ausgetreten ist. Das ist Olli Martini, der zweite. Ganz entspannt, ganz relaxed, kriegt jetzt auch das Headset. Also ich darf mich für heute Abend verabschieden und Jörg Hennig und Olli Martini dürfen übernehmen. Ja, recht herzlichen Dank Sven Bauer und Lukas Gajewski, die beiden, die euch die ersten anderthalb Stunden begleitet haben im Qualifying, im ersten Qualifying, dem Nachttraining. Die beiden hatten es mehrfach gesagt, es ist zum einen natürlich die große Spannung, wer kommt noch ins Top 30 Qualifying, wer kann sich qualifizieren. Zum anderen natürlich auch diese Übung, diese Faszination, diese Begeisterung in der Nacht zu fahren. Das ist was ganz anderes und wir hatten den ein oder anderen Fahrer auch schon gehört, gestern beim Arnau Racing Day, wo Fahrer gesagt haben, sie sind noch nie im Dunkeln auf der Nordschleife gewesen. Haben zwar schon viele Rennen gefahren auf der Nordschleife, aber noch nie im Dunkeln. Ja, das gibt es auch. Leute, die selbst am 24-Stunden-Rennen schon mit am Start waren, aber im Dunkeln noch nicht gefahren sind. Und das ist halt die Besonderheit. Unser Kollege Patrick Simon, der zeigt uns jetzt hier gerade Anfahrt Wehrseifen aus seinem AMG GT4. Und Jörg Hennig an meiner Seite. Jörg, diese Nachtsession, die hat natürlich auch für die Fans immer was ganz Besonderes, gerade in den Bereichen Breitscheid, Wehrseifen, wenn man diese rot glühenden Bremsscheiben sieht. Ja, vor allem sage auch ich erst einmal einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen hier beim zweiten Teil des Nachttrainings. Und es freut mich ganz besonders mit dir, mein lieber Olli, das Ganze auch in diesem Jahr wieder kommentieren zu dürfen.
Du hast es angesprochen, dieses besondere Feeling, das sich draußen an der Nordschleife abspielt. Dort, wo ja nicht nur das Grillgut glüht, sondern wo auch die großen alten Ölfasstonnen glühen ohne Ende. Und dort hat man dann auch immer wieder mit viel, viel Liebe ja, die Nordschleife hereingeritzt, sodass diese Nordschleife dann uns auch Flammen erleuchtet, immer wieder in den Kamerabilder erscheint. Und wenn man einmal überlegt, wie viel Aufbauarbeiten der Fans vonnöten waren, um das Ganze hier in einem solch tollen Feeling dem Nürburgring zu präsentieren. Und gerade das ist es eben auch, was das 24-Stunden-Rennen ausmacht. Aber was es auch ausmacht, ist natürlich dieses neue, aufgebaute Ravinol-Riesenrad. Olli und ich, wir waren uns eben einig, das ist ein absoluter Eyecatcher hier oben im Fahrerlager. Und jeder sollte ja wirklich einmal den Weg hier oben zu Start und Ziel wählen und dann einmal auf das Riesenrad draufgehen, Bilder machen, filmen. All das sind tolle, emotionale Momente, die man dann auch lange, lange nicht vergessen kann. Olli, wir sind online sowieso drauf, aber wir sind onboard mit dem 911er unterwegs mit Mantai Racing. Natürlich wunderbare Bilder, die wir hier sehen mit Lorenz Wantor im Mantai Porsche mit der 911, der sogenannte Crello. Die Fans wissen, was gemeint ist. Crello, die Mischung aus Green und Yellow. So ist der Spitzname des 911er Porsche, die Nummer 912. Der hat mittlerweile den Namen Greeno bekommen für Green und Yellow. Der ist halt ein bisschen mehr grün, hier der ist ein bisschen mehr gelb. Aber diese Bilder hier, die wir hier sehen, Anfahrt jetzt Richtung Stahlstrecke Klostertalkurve, wo ja auch immer eine Menge Party ist. Und wir sehen diese wunderbaren Bilder. Und ja, ihr lieben Fans, das ist euer Werk, dass wir diese tollen Bilder sehen, dass ja, die vielen, vielen Fahrer alle davon schwärmen, im Dunkeln auf der Nordschleife zu fahren, dass dies die Faszination Nürburgring-Nordschleife so ausmacht. Ja, Olli, und hier geht es ja wirklich noch um was. Hier geht es um ins Top 30 Qualifying hineinzukommen. Und viele haben ja heute schon hier von unseren Kollegen erwähnt, die besten 16 sind zunächst einmal aktuell gesetzt. Und die besten 16, die schon gesetzt sind, die gehen das Ganze auch so ein etwas ruhiger momentan an. Denn wir haben auf den ersten 10, 12 Positionen alles aktuelle Fahrzeuge, die noch nicht für das Top-Qualifying qualifiziert waren, bevor man hier zum Nürburgring gekommen ist. Denn es gab die ersten Plätze aus der VLN 1, aus dem Qualifying VLN 1, dann von VLN 2. Und dann wurden die restlichen aufgefüllt zunächst einmal vom Qualifikationsrennen. Olli, was du auch kommentieren durftest. Und ich glaube, dieses Qualifikationsrennen war auch schon ein kleiner Hinweis auf das, was uns an diesem Wochenende nicht nur hier im Qualifying, sondern auch in diesem Wertungslauf über 24 Stunden erwarten wird. Ganz genau. Wir hatten 6 Stunden lang Hochspannung pur. Es war bis zur letzten Sekunde, wirklich bis zur letzten Sekunde, hochdramatisch, hochspannend. Wir hatten die ersten 7 innerhalb von 48 Sekunden. Und das hat natürlich genau gezeigt, wir haben das, was wir wollen. Wir wollen ein spannendes Rennen, wir wollen alle Top-Marken etwa auf Augenhöhe, dass das nicht immer ganz einfach ist, das müsste auch klar sein. Ich kann nur sagen, diese Balance of Performance rund um die Truppe oder die Truppe rund um Norbert Greyer, ich finde, die machen eine tolle Arbeit. Und selbst wenn es mal so sein sollte, dass sie ein Werk, ein Auto vielleicht ein kleines bisschen besser eingestuft haben und der vielleicht eine Sekunde pro Runde schneller ist, dann ist das immer noch ein fantastisches Werk, was da veranstaltet wird. Nur dann bedeutet das auch bei dieser Anzahl dieser vielen hochkarätigen Fahrer, dieser Top-Piloten, ja, wenn dann jetzt angenommen die Mercedes ein bisschen besser sind als die Porsche, ja, dann stehen auf einmal 6 Mercedes vorne. Dann ist aber trotz allem die Balance of Performance ja immer noch absolut klasse und ausgeglichen. Und im Rennen, da ist es dann eh wieder das Thema, da geht es vor allen Dingen darum, fehlerfrei durchzukommen, keine Unfälle haben, ein bisschen Glück auch zu haben, wann und wie man eine Code-60-Phase erwischt, ein bisschen Glück zu haben, falls es Wetterkapriolen gibt wie letztes Jahr, falls es regnet oder so. Und das sind alles Faktoren, die man ja mit berücksichtigen muss und die man mitkalkulieren muss, wenn man dieses Rennen hier gewinnen will. Aber Fakt ist eins, Jörg, wer gewinnen will, der muss von der ersten bis zur letzten Sekunde 100% Vollgas geben. Ja, man muss auch sich von vornherein eine gute Taktik zurechtlegen, wann und wo wird der erste Tankstopp angesetzt, kommt man ein bisschen aus dem Verkehr heraus. Und im Moment haben wir eine fast freie Bahn für Lorenz Wantor, den Weiblinger, der mit dem 911er hier unterwegs ist von Mantai Racing, der GT3R Porsche aus der natürlich SP9-Klasse. Und Lorenz Wantor, der ja im Jahr 2015 für Audi diesen Wertungslauf oder dieses Rennen der 24 Stunden schon versichert entscheiden können, der war es ja im Übrigen auch
gewesen beim ersten Lauf der VLN, als er dort mit seiner Trainingszeit das Fahrzeug schon vorzeitig qualifiziert hat für das Top 30 Qualifying. Und er ist jetzt wieder auf dem Grand Prix-Kurs unterwegs. Und vielleicht dürfen wir Olli auch denen, die vielleicht ganz neu sind hier beim 24-Stunden-Rennen, mal ganz kurz erklären. Der Fahrer, der dieses Fahrzeug qualifiziert, der muss in diesem Team auch beim 24-Stunden-Rennen mit an den Start gehen. Ja, ganz klar. Es kann also nicht sein, dass jetzt zum Beispiel man sagt, der Vantor ist der absolute Überflieger, dann setzen wir den bei VLN 1 auf die 911, bei VLN 2 auf die 912 und beim Quali-Rennen auf den dritten Mann bei Porsche, damit der alle Autos qualifiziert. Nein, man hat den Fahrer mit dem Auto im Vorfeld qualifizieren können. Es war bei Mantai eh kein Thema, ob da jetzt auf der 911 Lorenz Vantor fährt. Beim zweiten Rennen war es dann der Patrick Pillet, der die 912 qualifiziert hat. Das ist jetzt auch ein schlecht gewähltes Beispiel von mir gewesen. Aber ich denke mal, es ist klar, was ich damit sagen will, dass man wirklich als Fahrer das Auto fürs Top 30 Qualifying qualifizieren musste. Und ich denke mal, das ist ja vielen der Top-Teams gelungen. Die noch ein bisschen offen sind, ich habe zum Beispiel die Tage mit Jens Klingmann gesprochen, der den 33er BMW fährt, den Falken BMW im Moment, Gesamtrang 12, die müssen sich noch qualifizieren. Er sagt, normalerweise ist das kein Thema, aber man ist trotzdem so ein bisschen nervös. Es kann immer was passieren. Wir hatten es schon gehört, es gab bei dem Waltenhaus BMW mit der 101, mit Jordan Tresor, diesen ja leider sehr, sehr heftigen Abflug. Ich habe Fotos gesehen vom Auto. Das Auto werden wir eh nicht mehr sehen, deshalb ist das Top 30 jetzt mal vollkommen egal. Wichtigste ist, der Fahrer ist gesund oder zumindest gut rausgekommen, deshalb kein Thema. Aber es kann immer was passieren und deshalb ist es wichtig, sich schon frühzeitig qualifiziert zu haben. Dann kann man viel lockerer in dieses Qualifying, in dieses Nachttraining reingehen. Vielleicht noch ein paar Sachen austesten. Je nachdem, wie reagieren die Reifen bei abnehmender Temperatur, wie ist das Licht eingestellt, auch eine ganz wichtige Sache. Wie fühlt der Fahrer sich mit dem Licht? Manche haben ja hinten so eine Abdeckfolie im Heckscheibenbereich, manche fahren ohne diese Abdeckfolie. Das sind alles Dinge, die man auch so ein bisschen mal experimentieren muss, rausprobieren muss. Und dafür ist dieses Nachttraining auch unter anderem mit da. Ja, und der Klickenhaus, der braucht keine, der hat eine Kamera, die nach hinten rausgeht. Und was mir aufgefallen ist hier beim Durchsicht der Starterlisten auf dem 911er, der Startnummer 911 von Mantai Racing, dort sitzen wirklich zwei Piloten, die dieses 24-Stunden-Rennen zumindest schon einmal gewonnen haben, wie Lorenz Vantor, oder schon viermal gewinnen konnten, wie Romain Dumas. Währenddessen auf der 912, selbes Team, selbes Fahrzeug, Piloten sitzen, die bis dato noch keinen Erfolg hier als Gesamtsieger bei den 24 Stunden hatten. Dort ist das Feld eher so ein bisschen bunt gemischt. Bei der 912 beispielsweise Fred Markowicki, der Franzose, ehemaliger Aston Martin Werksfahrer, ist aber schon im Jahr 2014 zum Porsche Werksfahrer erkoren worden. Und Patrick Pillet, den hast du ja auch selbst schon einige Jahre gesehen bei Frigadelli Racing, bei Klaus Abelehn, der hat das Fahrzeug ja auch bei dem zweiten Meisterschaftslauf der VLN qualifizieren können. Du hast eben angesprochen, den 33er. Aktuell wäre dieser BMW M6 GT3 von Falcon Motorsport mit Peter Dambrek, Steff Düsseldorf, mit Alexander Imperatori und mit Jens Klingmein für das Top Qualifying qualifiziert. Ja, das ist ja, denke ich mal, auch ganz wichtig für dieses Team. Ich werfe mal gerade einen Blick auf die aktuellen Rundenzeiten. Ja, 9.18, 9.13, das steht da gerade so drin, also kaum einer, der unter 9 Minuten kommt. Ja, wir haben immer noch Code 60 Phasen unterwegs. Ich denke mal, Ausgang Fuchsröhre, diese Beschädigungen, die sind doch ein bisschen heftiger. Auch, ich glaube, gehört, der Zaun ist kaputt. Deshalb, die Zeiten werden wahrscheinlich im Nachtqualifying heute nicht mehr unbedingt purzeln. Und deshalb geht es dann mehr um die Sachen, die ich angesprochen hatte. Ein bisschen mehr das Auto-Setup finden, ein bisschen mehr Gefühl bekommen und vielleicht auch für den einen oder anderen Fahrer das Gefühl bekommen, wie geht es im Dunkeln, wie funktioniert die Fahrerei. Ich kann als Beispiel auch sagen, der Manuel Metzger, ja einer der absoluten Top-Piloten hier, Gewinner des 24-Stunden-Rennens 2016, den habe ich am Anfang der Saison gesehen, im Auto, Helm auf, und er hatte eine Brille an. Da habe ich gesagt, okay, klar, Brille, ich bin ja auch Brillenträger. Dann habe ich gefragt, hier, hör mal, Manuel, Brille, ganz neu, sagt er, ja, ich hatte so ein paar leichte Probleme beim Sehen, nichts Wildes, aber mit Brille geht es noch ein bisschen besser. Dann habe ich gefragt, ja, und im Dunkeln? Dann sagt er, ja, weiß ich noch nicht, keine Ahnung, wie sich das verhält. Klar, der ist ja noch nicht 24 Stunden Rennen gefahren, seitdem er erst seit ein paar Monaten eine Brille hat. Er wird das hinkriegen, das wird alles kein Thema sein. Brillen sind ja mittlerweile entspiegelt, da gibt es keine Spiegelungen und so weiter. Deshalb
kein Thema, aber man muss sich ein bisschen umgewöhnen. Und für die Fahrer ist ja eine Sache auch wichtig, wenn man in so einem Auto sitzt und fährt jetzt so ein Stint oder sogar ein Doppelstint, man muss sich wohlfühlen. Von der ersten Sekunde an wohlfühlen, Sitzposition. Und vielleicht kann sogar so eine Kleinigkeit sein, dass der Brillenbügel im Helm irgendwie ein bisschen blöd drückt oder nicht richtig aufgesetzt ist oder was auch immer. Oder ein kleiner Fleck auf der Brille, weil man irgendwie sich ein Auge reiben wollte und kommt mit dem Finger dran. Gut, die haben ja ihre Handschuhe an, aber irgendwas könnte da sein und das stört. Und dann ist das nervig, wenn irgendwas nicht 100% so in Ordnung ist, wie man es gewohnt ist. Ja, dann ist die Konzentration ganz schnell zum Teufel und dann gibt es irgendwo einen kleinen Fahrfehler und schon findet man sich in den Blanken wieder. Ähnliches können wir auch noch schildern von der Vergangenheit mit Christian Menzel, Lance David Arnold. Die waren ja auch schon für die Mannschaft von Bentley unterwegs gewesen und das waren die Rechtslenkerfahrzeuge aus Großbritannien und da haben beide auch einhellig gesagt, ja, im Dunkeln war das wieder was ganz anderes. Eben die Einlenkpunkte in die Kurven, die haben dann ganz einfach nicht so gepasst, wie wir das uns im Trockenen angewöhnt haben. Also es gibt hier immer wieder viel, viel zu tun, gerade mit der Abstimmung der Fahrzeuge, speziell auch der Lichtkegel. Wir haben hier modernste Beleuchtungstechnik und die in Anführungszeichen kleineren Fahrzeuge, die hubraumschwächeren und leistungsschwächeren Fahrzeuge, die werden natürlich auch damit beschäftigt sein, dass, was du eben geschildert hast, mit dem Abkleben der Heckscheibe, dass das auch wirklich gut funktioniert. Denn wenn hier die großen GT3-Boliden und so weiter ankommen, mit grell aufgeblendeten Scheinwerfer, da meinst du wirklich, du müsst vorne ein Schutzschild vom Schweißapparat hochhalten, um dann durch die Spiegel nicht geblendet zu werden. Ja, hier sehen wir eine dieser sogenannten Code 60-Zonen. Ich habe das angedeutet, da wo dann repariert werden muss, das ist Bell of S. Da dieses orange Schild, was rausgehalten wird, denn das ist Anfahrt Schwabenschwanz, hatten wir auch eben die Bilder gesehen. Nee, das ist Fuchsröhre, jetzt sehe ich es, sorry, mein Fehler, das ist Fuchsröhre runter. Das von mir angesprochene Thema mit dem Unfall von Jordan Tresor. Da werden wir jetzt gleich auch sehen, dass da wirklich massiv Leitplanken, womöglich auch die Zäune repariert werden müssen. Das hier sieht man, und dann ist es auch verständlich, dass man dann sagt, okay, komm, Tempo 60, das reicht, wir müssen die Sicherheit der ja, Streckenpost oder der Sportwachte, die an den Streckenposten stehen. Wir müssen die Sicherheit der Crew, die die Leitplanken repariert, die den Zaun repariert, die muss gewährleistet sein. Und das ist das A und O. Ja, und somit dürfen wir dann die Zeiten ein wenig hier als eingefroren einmal aktuell an Sie weitergeben. Die 8189, die gefahren wurde von der Startnummer 1. Das ist ja das Fahrzeug, mit dem man im vergangenen Jahr den Sieg hier beim 24-Stunden-Rennen erringen konnte. In wahrlich letzter Runde. Denn ein kleiner Centartikel, der ging defekt. Man kam dann in die Box hinein über die ja, Grand Prix-Strecke. Man war schon fast am Verzweifeln und ein Mechaniker hat in letzter Sekunde dann gesagt, stopp, nicht rausfahren. Ich habe mitbekommen, draußen regnet es wie aus Kübeln. Und so hat man ganz schnell auf Regenreifen gesetzt und dann war letztendlich der Defekt, das Glück, dass man dann am Ende mit dem Audi Sportteam Land das Ding für sich hat entscheiden können. Wolfgang Land, der erste Sieg beim 24-Stunden-Rennen für dieses Team, der Audi 8 LMS, der auch in diesem Jahr wieder eingesetzt wird, mit einer hervorragenden Mannschaft. Zwei Sieger des vergangenen Jahres, Christopher Mies, Kelvin van der Linde, sind mit von der Partie. Sheldon van der Linde, sein jüngerer Bruder, der 18-Jährige, der hier, glaube ich, sein erstes 24-Stunden-Rennen überhaupt bestreitet, ist dabei. Und natürlich René Rast und ja, der fährt Doppelstart, denn der ist auch im Cockpit der Startnummer 8 unterwegs, wurde im vergangenen Jahr nicht nur Meister in der DTM, sondern Dritter bei den 24 Stunden hier in der Eifel. Und diese Mannschaft, ja, Rote Wolfgang Land, die wird natürlich auch in diesem Jahr hier wieder als ganz, ganz großer Favorit gehandelt. Wobei man auch sagen muss, es ist ein ganz neues Fahrzeug. Du hast gesagt, das ist das Siegerfahrzeug vom letzten Mal. Prinzip ja, das Team, es ist die Nummer 1, aber es ist ein wirklich neuer Audi R8, das Originalfahrzeug, den R8, das Siegerfahrzeug vom Vorjahr. Den hatten wir am gestrigen Tage noch in Adenau bewundern dürfen, beim Adenau Racing Day, wo ja wirklich zigtausende Zuschauer ein einzigartiges Event beschert haben, der Stadt Adenau. Da war das Originalauto noch zu sehen, mit den Reifenspuren, mit allem drum und dran. Da waren noch die Fliegen, die Mücken drauf, da war noch alles im Originalzustand. Und das Auto kommt so, wie er ist, ungewaschen, unlackiert oder was auch immer,
kommt der so ins Museum bei Audi. Ja, man wollte dieses Fahrzeug ja auch Mitte des Monats Januar haben bei der Sportlerehrung des ADAC Nordrhein, was dort Tradition ist, dass man das Siegerfahrzeug des 24-Stunden-Rennen dort ausstellt. Denn der ADAC Nordrhein ist ja der Ausrichter auch in diesem Jahr wieder des 24-Stunden-Rennens. Aber da war das Fahrzeug eben nicht verfügbar. Gut, dass es den Fans gestern beim Adenauer Racing Day präsentiert wurde. Natürlich sind alle Fahrzeuge hier der GT3-Kategorie oder zumindest der größte Teil funkelnigelnagelneue 2018er Fahrzeuge, die mit Sicherheit gut ausgetestet worden sind. Und jetzt sehen wir wieder eine dieser zahlreichen Unfallstellen, die im Moment eine schnelle Fahrweise die Teams hindern, um noch einmal für ein bisschen Spannung zu sorgen hier in der Dunkelheit, um vielleicht doch noch so entscheidend den Sprung in das Top 30 Qualifikationstraining hineinzuschaffen. Olli, wie siehst du die Situation, wenn Strecke frei wäre? In Dunkelheit kann man durchaus auf Bestzeitjagd gehen. Absolut, das ist mittlerweile gar kein Thema mehr. Für manche ist es sogar fast noch besser, weil etwas kühlere Luft ist, es ist dadurch mehr Sauerstoff, dadurch hat der Motor durchaus ein paar Prozent mehr PS, ist durchaus besser zu fahren. Von der Sicht her, das sehen wir hier zum Beispiel aus dem Auto von René Rast aus der Nummer 1 oder jetzt bei Steve Jahns, das sind überhaupt keine Unterschiede, das ist taghell, die haben mittlerweile so gutes Licht da vorne dran, die Fahrer kennen auch die Strecke. Ich weiß auch von manchen Fahrern, die sagen, das schon seit vielen Jahren, die sagen, eigentlich am schwierigsten im Dunkeln ist die Grand Prix-Strecke. Weil da fehlen so ein bisschen die Anhaltspunkte. Auf der Nordschleife, da hat man überall seine Anhaltspunkte. Bäume liegen, also jetzt sieht man Ausgang, Eiskurve zum Beispiel, rechts dieser Turm, Anfahrt Pflanzgarten. Da sieht man überall so kleine Anhaltspunkte, ein Schild vom Posten oder irgendein Werbebanner, wo der Reifenstapel anfängt. Und auf der Grand Prix-Strecke, da hat man nicht unbedingt so diese Anhaltspunkte, weil einfach die Auslaufzonen viel, viel weiter sind. Wenn man zum Beispiel in Dunlop-Kehre kommt, anbremsen Dunlop-Kehre, ja, da ist dann weit und breit kein so ein Anhaltspunkt, wie man zum Beispiel jetzt hier Anfahrt Schwabenschwanz hat. Das sind so diese typischen Linien, Ende der Rattersteine, rechts fängt man einzulenken, links an den Körpern oder jetzt Einfahrt ins kleine Karussell, erste Platte reinfallen lassen, links in den Asphaltbereich berühren, nicht die Betonplatten. Und das sind so Dinge, die hat der Fahrer drin, das weiß er, und Nordschleife gar kein Problem und deshalb gehen auch die schnellen Runden. Ja, vor allem, man wird auch von der Konkurrenz eher gesehen, das grelle Licht, dann geht man schon ein bisschen bereitwilliger beiseite. Eins darf man aber nicht machen, sich an der eben angesprochenen Feuertonne orientieren, denn auf einmal hat diese den Platz verlassen und schon macht's bupp, dann hat man die Leitplanken eben einmal zu oft heimgesucht. Patrick Simon steigt aus dem Fahrzeug aus. Macht Feuer unter Karol. Ja. War ja heute schon unterwegs, als wir beide die ADAC 24 Stunden Classic kommentieren durften. Und er hat ja dort eine riesen Show abgeliefert mit dem historischen Porsche. Patrick Simon, Olli, der wird uns aber an diesem Wochenende trotzdem zur Seite stehen. Ja, definitiv wird er auch neben seinem Einsatz im AMG GT4 mit der Nummer 190 auch die Boxengassuten bearbeiten. Er ist dann im Gespann mit Olli Siegler, den wir auch hier herzlich bei uns begrüßen. Hallo Olli, Namensvetter. Auch heute schon da und ein bisschen Atmosphäre schnuppern, mal gucken, was los ist, Informationen sammeln. Ist ja, denke ich mal, auch wichtig und ja, schön, dass du auch schon so früh da bist. Du hast gerade das Fahrzeug angesprochen, den Mercedes AMG GT4. Und du hast mir eben was ganz Interessantes erzählt, denn es ist ein Fahrzeug nicht aus der SP9, sondern ein Fahrzeug aus der SP8T. Und du sagtest, mit diesem Fahrzeug ist man in der Lage, die absoluten Höchstgeschwindigkeiten auf der Döttinger Höhe zu fahren. Vielleicht kannst du das mal kurz erklären. Das ist ein Auto, es fährt nicht in der, ist ja nach GT4-Reglement aufgebaut. So muss man anfangen. GT4-Reglement fährt aber nicht in der sogenannten SP10-Klasse. Die SP10, die wird noch gebobbt, wie man sagt, also in der Balance of Performance eingestuft. Das heißt, man will da alle Fahrzeuge der SP10, der GT4, etwa auf einem Niveau haben. Da kriegt der Mercedes ein bisschen weniger PS, ein bisschen weniger Drehmoment, damit er dann praktisch mit dem Porsche Cayman oder dem BMW M4 GT4 auf einem Niveau ist. Die fahren hier in der SP8T, da können sie offen fahren. Die können frei fahren, haben volle Leistung. Das Auto ist zwar relativ schwer, aber die Leistung ist da. Hat sogar in dem Sinne mehr Leistung als ein GT3-Fahrzeug, komischerweise. Ist, wie gesagt, dadurch aber oder ist deutlich schwerer. Hat aber auch den Vorteil auf der Geraden weniger Aerodynamik, weniger Rollwiderstand, nicht so breite Reifen. Und dadurch ist das Auto wirklich das schnellste auf der Döttinger Höhe. Der Bernd Schneider hat der VLN 2 Döttinger Höhe hoch 290 gehabt. Oben im Bereich Antoniusbuch an der Brücke 290. Ein GT3-Auto kommt da gerade so auf 280. Dann sagte der Bernd, runter in die Senke vom Tiergarten, 300 auf der Uhr.
Und da wirkt es auch einem Bernd Schneider nicht mulmig, aber er sagt, das ist schon... Und ich glaube, einer hat aber richtig Spaß gehabt. Unser Kollege Patrick Simon, der ja eigentlich gesagt hat, ach komm, so dieses große Rennfahren machen wir nicht mehr. Ich bin jetzt der Kommentator, Moderator. Und guckt ihn euch an. Ich glaube, der Gesichtsausdruck gerade lässt uns zweifeln, ob der nächstes Jahr mit uns wieder im Sprecherteam ist. Ich glaube, der fährt nächstes Jahr mit zwei Mann auf einem Auto, damit er noch mehr fahren kann. War ja im vergangenen Jahr auch bei der europäischen Nesca-Serie am Start gewesen. Hockenheim, Riesenauftritt da von ihm. Und das beste Fahrzeug aus der SP10, der SRO GT4-Klasse, das ist der 66er. Der steht aktuell auf der 46. Position. Das ist die Mannschaft von Black Falcon. Und zwar dem Team Identica. Das ist der Mercedes AMG GT4. Hervorragend besetzt. Carlos Gomez, Stefan Karg, der Deutsche, Phil Leib, die kennen wir alle aus der letztjährigen 24-Stunden-Rennen, dort, wo man ja auch schon für Black Falcon unterwegs war. Und einen kennen wir besonders, Kim-Lewis Schramm, der ja im letzten Jahr für Teichmann Racing nicht nur hier beim 24-Stunden-Rennen am Start war, sondern auch einer, der ganz, ganz schnell vor zwei Jahren noch aus der Formel ADAC, der Formel 4 gewesen ist, dort, wo er auf der 5. Position die Meisterschaft beendet hat. Aber Olli, aus der Formelkarriere mit Kim-Lewis Schramm ist momentan nichts geworden. Der Wolfsburger in die GT-Serien hineingekommen. Ja, fährt auch GT Masters ja für das Saxby-Team. Und hier fährt er diesen GT4 für Black Falcon. Fährt auch die gesamte VLN-Saison bei Black Falcon. Also, junger Mann, sauschnell. Und das Wichtigste, was man hier auf der Nordschleife braucht, das ist Kilometer, Kilometer, Kilometer. Jeder Kilometer ist hilfreich. Und ich denke mal, den Namen, den sollten wir uns merken, Kim-Lewis Schramm. Den werden wir in den nächsten Jahren noch des Öfteren sehen und dann auch bestimmt im GT3. Es ist ein logischer Weg, den er da gehen wird. Ja, ich habe mich auch eben mal noch so ein bisschen umgeschaut, als wir uns im Vorraum vorbereitet haben und unseren Einsatz habe irgendwo, ich hoffe, ich habe mich verguckt, gar nicht den SCG gesehen von der Scuderia Cameron Klickenhaus. Ist mir da irgendwas, mein lieber Olli, durch die Lappen gegangen? Ja, 34. Moment, Rundenzeit von 9:00,6. Muss mal gucken, sind die eigentlich schon drin? Ja, sind ja qualifiziert fürs Top 30, deshalb kein Problem. Alles gut, ich denke mal, da wird man auch noch aussortieren. Wir hatten letztes Jahr ja auch einen sauschnellen, einen sauguten Auftritt gehabt. Pole Position ja von Jeff Westphal. Hatten allerdings letztes Jahr auch einige Probleme mit Temperatur, mit der Temperatur des Fahrzeugs. Und da hat man auch einiges ein bisschen oder einiges geändert, dass man diese Temperaturprobleme dann doch in den Griff bekommen mal, und da ist man eigentlich sehr optimistisch. Klar, man hat nur noch ein Auto am Start. Letztes Jahr waren es zwei, da hat man halt die doppelten Chancen gehabt, durchzukommen. Jetzt nur noch ein Auto am Start, aber da ist man bei der Mannschaft rund um James Glickenhaus optimistisch, dass man da ja durchfahren kann und auch keine größeren Probleme mehr bekommen wird. Einer, der schon viele Jahre für Glickenhaus an den Start geht, den dürfen wir für sich an diesem Wochenende gratulieren zum kleinen Jubiläum, denn der geht zum 10. Mal beim 24-Stunden-Rennen an den Start. Thomas Mutsch, der kommt aus Bitburg, hat dort eine große Spedition. Die kennen wir auch von einigen Jahren in der V8-Star-Serie. Die gab es ja von 2001 bis 2003 hier in Deutschland. War in verschiedenen GT-Serien unterwegs. Wir haben Frank Malieu, Andreas Simonsen in Schweden und Jeff Westphal, der ja auch schon ein fester Bestandteil ist von der Mannschaft rund um James Glickenhaus, der Teamkoordinator dort Chris Root. Wir haben hier als Fahrzeug das SCG 003C in der komplett weißen Lackierung. Letztes Jahr war ja einer noch gelb lackiert gewesen hier beim Einsatz. Und ja, wir freuen uns definitiv auf einen Einsatz dann im nächsten Jahr mit der Neuentwicklung. Wobei, Olli, ich glaube nicht, dass Glickenhaus gesagt hat, wir entwickeln unser Fahrzeug für dieses Jahr nicht weiter. Ja, ist ja das, was ich eben sagte. Man hat weiterentwickelt, weiter die Probleme, die es letztes Jahr gab mit Sachen Temperatur, aus der Welt geschafft. Man hat auch ein paar andere Sachen noch gemacht, Feinheiten wirklich. Aber für nächstes Jahr kommt dann das neue Fahrzeug. Und James Glickenhaus hat auch gestern beim Adenauer Racing Day im Interview beim Patrick Simon ganz klar gesagt, er ist nächstes Jahr dabei, wahrscheinlich dann auch mit zwei Autos. Und das ist ja auch eine Sache, wenn man den James Glickenhaus sieht, der ist... Ich glaube, der ist mehr Fan als Teamchef. Wenn der hier zum Ring kommt, der strahlt über beide Backen. Und da sage ich auch wieder den Spruch, den ich eben schon hatte, wenn der keine Ohren hätte, da würde das Grinsen hinten rumgehen. Einmal komplett um den Kopf. Die Ohren blockieren da dieses Grinsen. So freut er sich, wenn der hier zum Nürburgring kommt. Und dieses Ganze drumherum, diese Atmosphäre. Er war gestern derjenige, da war die Autogrammstunde mit dem WTCR-Fahrer. Und da stand der mitten unter den Fans. Und ich habe schon gesagt, hier holst du die Autogramme. So sah das echt aus, als wäre er ein Autogrammsammler oder Autogrammjäger. Und das ist einfach sein Leben.
er ist begeistert von dem Ganzen drumherum, vom 24-Stunden-Rennen, von der Nordschleife. Und klar, auch wenn man dann so Bilder sieht, wie jetzt hier mit Bernd Schneider live im AMG GT4, da geht einem auch das Herz auf, muss man ganz klar sagen. Ja, Bernd Schneider, vor 38 Jahren, vor 38 Jahren war er Kart-Weltmeister. Und dann hat er 5 DTM-Titel eingefahren, war zweimal Sieger hier in der Eifel, ist im 190er hier unterwegs, der Mercedes AMG Team Driving Academy, der GT4 Mercedes mit eben Patrick Simon, mit Christian Gebhardt und mit Jethro Worthington. Das ist sein Dritter. Da müssen wir morgen auch mal nachfragen, warum die jetzt die Nummer 190 haben. So wie du das gesagt hast, Bernd Schneider im 190er, da hat es bei mir direkt Klick gemacht. 190er war ja sein Auto damals, wo er dreimal DTM-Meister geworden ist, der 190er 2,316. Ob das ein Zufall ist, 190er, müssen wir mal nachhören. Aber Patrick Simon wird es wissen. Der Patrick wird das rausfinden, da bin ich fest überzeugt davon. Ja, und eben letztgenannter war der Jethro Worthington, ein britischer Automobiljournalist und ein Autotester, aber der hat definitiv richtig, richtig viel Rennerfahrung. Also da ist man gut aufgestellt im Fahrzeug mit der Startnummer 190. Ja, und dann werden wir uns hier oben noch gerade einen kleinen Moment vorbereiten, denn der Olli Martini hat einen sehr, sehr prominenten und immer wieder gern gesehenen Gesprächsgast. Ja, vor allem einer, der immer gut gelaunt ist. Und ich glaube, heute ist er besonders gut gelaunt. Erstmal herzlich willkommen, Tim Scherber. Freut mich immer, dich zu sehen. Und ich denke mal, gute Laune ist logisch. Ihr seht, seid auf 26 im Moment, 8,49. Runde bist du direkt am Anfang gefahren. Klasse Rundenzeit. Passt, genau, ne? Wir sind einmal rausgefahren, haben eine lange Inlap gemacht. Und dann die erste fliegende war das dann. Vielleicht wäre es klüger gewesen, sage ich mal, nochmal die kurze über nur Grand Prix und dann raus. Oh, das Kaninchen, aber jetzt schnell weg mit dir, wieder ab in den Wald. Ja, okay. Aber wir sind zufrieden damit, sind doch gut dabei, 26. bei so vielen SP9-Autos, und damit kann man gut leben. Ja, alles super. Fürs Besuch übrigens gerade im Fernsehen, kannst mal winken. Hallo. Top 30, denke ich mal, wird eh kaum noch machbar sein, selbst wenn morgen im Qualifying es nochmal toll ist. Ihr könnt nochmal alles riskieren dafür, aber ich glaube, dafür kenne ich euch auch gut genug. Ihr setzt die Zielrichtung ganz klar aufs Rennen. Ne? Ja, 24-Stunden-Rennen, wie gesagt, ob wir da jetzt auf Position 26 oder 28 stehen oder 31, das macht jetzt den Brei nicht fett. Wir werden aber, wenn es gutes Wetter ist, morgen bestimmt noch mal einen Anlauf wagen, weil die 8,49 ist schon noch zu toppen. 8,40, 8,41 geht mit so einem Auto, dann sind wir gut mit dabei, war ein bisschen Verkehr. Gucken wir mal morgen. Ja. Vielleicht auch noch kurz zur Info, wir hatten das jetzt so schnell gesagt, für mich ist es immer selbstverständlich, wo du fährst. Du fährst in der sogenannten Cup-3-Klasse, SP7, VLN fährst du Cup-3, hier gibt es ja keine Cup-3, das ist aber im Prinzip ein Cup-Auto, damit fahrt ihr SP7. Wo sind jetzt die Unterschiede vom Cup-3 in der VLN zur SP7 beim 24-Stunden-Rennen? Bei VLN bin ich ja bei Mühlen Motorsport unterwegs, da haben wir schon den 901 GN2. Den 4-Liter-Motor. Hier haben wir jetzt beim Team 911 noch das letzte Vorjahresmodell mit dem 3,8er-Motor. Man darf in der VLN und zum 24er unterschiedlich anderes Gewicht und andere Leistung fahren. Halt, weil wir SP7 fahren, es gibt keine Cup-Klasse, müssen nur Kurzflügelverbreitungen vorne fahren, weil für die SP7 gibt es dann andere Radfreigangsgeometrien als vorher in der Cup-Klasse. Ich glaube, Tankinhalt ist auch anders. Oder? Tankinhalt könnte man noch größer wählen, aber da wir ja ein Cup-Auto, da die Jungs mit dem Cup-Auto ja VLN fahren, bleibt es bei dem normalen Tank. Macht man keine Unterschiede. Ansonsten, du bist, denke ich mal, gut aufgestellt mit deinem Team. Der Georg Goder, das ist der Fahrzeugbesitzer, da hast du mir immer so gesagt, das ist so einer, der ist so ganz rührig, der ist einfach locker drauf und der hat auch Spaß hier bei dem Ganzen drumherum und hat gesagt, er fährt mit seinen Kollegen, mit dem Martin Schlüder, mit dem Ralf Ohme und dann holen wir uns einen Profi, dabei holen wir uns einen Tim Schäfer dazu. Ja, Profi ist vielleicht ein bisschen hochgegriffen, aber ich würde sagen, ich kenne mich hier oben ganz gut aus mittlerweile. Bin ja jetzt in dem 11. Jahr Nordschleife oder VLN hier oben aktiv. Hier, dein Chef von der Driving Academy, der schreibt mir gerade, wir sollen den Overall noch ein bisschen mehr zeigen. Ja, danke Andi. Das war noch eine Leihgabe vom Andi. Schon mal vielen Dank dafür. Und die TCR-Autos richtig schnell.
Die sind richtig schnell dabei. Ja, er schreibt auch die Daumen hoch, ne, super. Aber ist auch ein interessantes Thema, Nürburgring Driving Academy. Den trägt sie ja jetzt nicht, weil der so schön ist, der Anzug. Klar, der ist schön, aber hat auch einen Hintergrund. Ja, ich sag mal, letzte Woche war ich schon hier oben an der Nürburgring Nordschleife unterwegs. Da aber dann 3,5 Tage beim Sportfahrerlehrgang der Scuderia Hanseat. Da standen viele Kollegen, die heute auch mit dabei sind. Christa Jöns, Fabi Schiller und so weiter, standen mal draußen an der Strecke und haben Sportfahrern probiert, auf die Ideallinie zu verhelfen mit Tipps von außen. Danach ging es nochmal den Samstag mit dem Mountainbike hier durch die Region. Sonntag für AMG das Ringtaxi, den GTR. Und am Montag hatten wir dann ein Sportfahrertraining vom Nürburgring, was auch sehr gut gelaufen ist. Kennst du eigentlich den Dominik Skiba aus Adenau? Nein, noch nicht. Das ist der Immobilienmakler, der kann dir eine Wohnung vermitteln. Also so oft wie du jetzt mittlerweile hier bist, müssen wir mal drüber reden. Ja? Nee, vielleicht finden wir auch sowas. Ne? Bei uns im Zimmer, wo unser Hund schläft, finden wir noch einen Platz für dich. Ne? Nein, aber ist natürlich für dich auch eine coole Sache, so dieses Thema Ringtaxifahren ist ja schon auch so eine besondere Ehre. Irgendwie gemeinsam mit Andi Gülden oder Peter Tertin, der ja auch der Pilot ist. Und das macht richtig Spaß. Ja, gut, auf jeden Fall. Ich sag mal, bei mir ist das ja so, ich bin ja einer der wenigen, die einen richtigen Job hat. Von daher kann ich mir so ein bisschen die Rosinen rauspicken, worauf ich besonders Lust habe. Und klar, mit dem AMG GTR, ob die Nordschleife fahren und Leuten, die mal das Gefühl erleben wollen, schnell und sicher mit Nordschleife zu fahren, das ist auf jeden Fall, macht es immer wieder Spaß. Aber man muss natürlich auch aufpassen, mit knapp 600 PS dann im Touristenverkehr, wenn man dann auf die richtigen Touristen trifft, die nicht wissen, wo es lang geht, was ja auch vollkommen okay ist. Man muss einfach vorausschauend fahren, ein bisschen was rausnehmen, man ist nicht im Rennen und das Ganze ein bisschen entspannter angehen lassen. Und dann sind wir immer noch schnell genug und ist noch keiner ausgestiegen und sagte, hey, das war aber jetzt eine lahme Nummer. Ja. Du hast es gerade angesprochen, du bist noch einer, der einen richtigen Job auch hat, der noch jeden Tag arbeiten muss, 40-Stunden-Woche oder so hat. Was machst du beruflich? Ich bin ja seit knapp über 2 Jahren bei Mercedes AMG in der Falterbach in der Bauteilentwicklung für Fahrwerke. Ich kümmere mich da um E-Klasse, GLC und unser neues viertüriges Sportcoupé. Bin da aber Schreibtischtäter, wenn ich es mal so nennen darf. So war aber der Deal am Anfang, Junge, Autofahren kannst du, das brauchen die nicht mehr viel beibringen. Aber lern doch mal nach dem Studium an der FH Köln von Fahrzeugtechnik, lern doch mal unsere ganzen internen Abläufe, wie sieht das aus, was muss man machen, um ein neues Produkt an den Mann zu bringen, eine Änderung rauszuhauen. Deswegen macht super Spaß, ist echt abwechslungsreich, vielseitig. Aber auch dann im Hinblick hier Motorsport ist das eine super Kombination. Sagst du, FH Köln, hast ja studiert. Das ist auch ein cooler Haufen. Wenn man hier so einmal Fahrerlagerhaufen runtergeht, dann, ich glaube, da musst du bei mindestens 5, 6, 7 Kommilitonen irgendwie mal Hallo sagen. Ne? Ja, viele Jungs trifft man hier. Jan Derenbach auch bei AMG, Christian Kuhnke, BMW, der Philipp und der Barty sind beim Phoenix untergekommen und der Martin. Also da ist schon, man trifft hier viele Leute oben. Schade, dass die FH seit 2 Jahren kein eigenes Engagement hier oben mehr hat. So bin ich ja auch 2009 beim FH Köln Junior Team, damals noch auf dem letzten Jahr mit dem Honda Civic gefahren. War immer toll, das Auto war gut vorbereitet. Und wie gesagt, die Jungs, die dann damals aktiv mit dabei waren, haben alle gut Fuß gefasst im Motorsport oder im Automobilbereich. Tim, wir haben viele prominente Namen, die auch im historischen Motorsport an den Start gehen. Unter anderem auch Tim Scherbert mit der Mannschaft eben von Goda, Schlüter, Weiske. Tim Scherbert, heute nicht beim 24-Stunden-Classic. Training? Nein, der Martin und der Georg konnten es sich nicht nehmen lassen, auch jetzt hier vorm 24er nochmal ihren alten 911er ST um den Parcours zu jagen. Wir machen das schon mal so, dass wir in Spar mit 2 Autos fahren oder auch beim FAR-Finale mit 2 Fahrzeugen an den Start gehen, aber hier ist ein bisschen bei mir die Konzentration auf den modernen Rennsport und die beiden freuen sich natürlich noch einen Ast ab, da mit dem alten Auto noch ein bisschen rumzudüsen. Wir haben dort viele Namen, die, Frank Stippler, Marc Bazin, Claudia Hürtgen, Andi Gülden. Ja, und jetzt reißt du dich auch ein. Ist das immer wieder so eine besondere Faszination, so ein bisschen zurück in die Vergangenheit? Wir fahren ja einen 911er aus Baujahr 72. Als ich damit zum ersten Mal gefahren bin, ich dachte, das ist nicht deren Ernst. Das Ding fährt nicht wie ein Auto, das kann man eigentlich kaum Autofahren nennen. Macht aber, wenn man sich ein bisschen dran gewöhnt hat, total Spaß. Kein ESP, keine Servolenkung.
Zündschlüssel und los geht's. Macht total Spaß, haben auch keinen Funk im Auto. Ich kann mich noch gut erinnern, voriges Jahr FAR-Finale, wo hier das 3-Stunden-Rennen war mit der RCN. Bin ich morgens früh sofort rausgefahren, weil wir hatten dann Fahrerbesprechung mit der RCN und dann Kesselchen, hoch zum Flugplatz, war alles noch nass, ich war ganz alleine draußen, weil genau 8.02 Uhr rausgefahren und hochschalten, zweiten, dritten, vierten und das Ding, das macht einfach Laune, kriege ich jetzt noch ein bisschen Gänsehaut, wenn man darüber spricht, so emotional ist dann so ein altes Auto. Klar, man muss aufpassen auch, man kann die nicht so hart rannehmen wie ein modernes Auto, es gibt keine Teile, die Teile, die es gibt, sind rar und auch nicht mehr wirklich von hoher Qualität. Olli, er spricht uns aus der Seele, haben wir heute auch gehabt, Gänsehaut. Wir haben auch über die alten Teile gesprochen, die es vielleicht nicht mehr so gibt, wo man irgendwo was herzaubern muss. Ja, vielen Dank, Tim, für diese kurzen Einblicke in den historischen Rennsport. Olli. Ja, heute musst du nicht mehr ran, hast du dein Teil schon getan, oder? Ich würde noch mal gerne was im Dunkeln fahren. Die Jungs sagten, aber brauchst du nicht. Am Samstag kannst du genug im Dunkeln fahren. Ja, genau. Werden wir wieder bestimmt mal nachts einen Doppelstint einlegen. Und dann habe ich, glaube ich, genug Erfahrung im Dunkeln wieder gesammelt für dieses Jahr. Ja, wunderbar. Bedanken wir uns bei Team Schäbert. Porsche mit der Startnummer 61, Team 9 und 11. Im Moment Gesamtrang 26, Zweiter in der Klasse hinter dem Gatsby-Auto. Und ich denke mal, in Sachen Klassensieg, da wird es eng werden. Ne? Ja, wir müssen mal gucken. 24-Stunden-Rennen, wie gesagt, langes Ding, wenn man auch jetzt schon wieder gesehen hat, was auf der Strecke abgeht. Muss man das, glaube ich, ein paar Kollegen auch nochmal mitgeben, dass wir jetzt nicht ein Qualifying haben und das Rennen oder das Qualifying um alles entscheidend ist. Von daher ist leider schon wieder viel passiert. Muss ja eigentlich nicht sein heute. Ich hatte eben, bevor du reinkamst, hatten wir noch so ein kurzes Thema. Da kannst du jetzt auch die Antwort drauf geben. Du musst es wissen. Ich habe nämlich von einigen hier die Antwort bekommen, vom Ulfried Baumer zum Beispiel. Da ging es darum, warum das Auto, wo der Patrick Zimmer mitfährt, der Bernd Schneider, die haben die Startnummer 190. Und der Jörg hatte so gesagt, ja, das ist der 190er Mercedes, Bernd Schneider. Das hat ja klar, Assoziation, Bernd Schneider ist ja früher ein 190 E2,316 gefahren. Aber mit der 190 hat es welche Bewandtnis? 190 ist die interne Baureihenbezeichnung für den AMG GT. Genau. 197 war der SLS und 190 ist der AMG GT. Genau so hat Ulfried Baumer das mir auch geschrieben. Gut informiert. Hast also bei der Firma gut aufgepasst, ja. Kannst deinem Chef sagen, alles im grünen Bereich. Passt. Gut. Vielen Dank, Tim Schäbert. Toi, toi, toi. Und ja, Dankeschön. Sehen wir uns am Sonntagabend bei der Siegerjungen. Ne? Ciao zusammen. Tschüss. Vielen Dank. Ja, danke auch. Super sympathischer Auftritt. Vielen Dank. Und ich habe einmal zwischendurch die Zeitenliste studiert. Und auf den Plätzen 1 bis 12 im aktuellen Qualifikationstraining haben wir kein Team, was bis dato qualifiziert war. Also die haben sich ein bisschen zurückgehalten. Olli, Platz 1 bis 12, das sind jetzt auch die, die den Sprung vorläufig in das Top-Qualifying der besten 30 hinein geschafft haben. Aber wir haben morgen noch ein weiteres Qualifikationstraining auf dem Programm. Und dann wird die Strecke definitiv wieder top hergerichtet sein, keine Frage. Die Sportwarte, die leisten draußen Großes und vor allem die Herren, vielleicht auch die Damen, die die Leitplanken wieder am Richten sind. Immer noch scheint es irgendwo auf der Strecke eben Probleme zu geben, aber die Teams nutzen die Gelegenheit, um sich, wie gesagt, hier noch einmal mit der Dunkelheit, mit dem Abstimmen der Beleuchtung, Einstellen, Spiegel und so weiter, Heckscheibe abkleben, vertraut zu machen. Eins haben wir auch noch vielleicht kurz anzusprechen. Ich weiß nicht, wie weit unsere Kollegen das heute gemacht haben. Olli, wir haben auch in diesem Jahr wieder Neuerungen. Zum einen, das kennen wir vom vergangenen Jahr, haben wir vorne diese, wie nennt man, Dashboards, die leuchten, wo der aktuelle Platz in der Scheibe wiedergegeben wird. Und wenn dieses blau leuchtet und blinkt, das ist das ein Fahrzeug aus den Top 30. Wir haben aber den Super-Service, dass wir in diesem Jahr auch den Fahrernamen, der aktuell im Cockpit unterwegs ist, eingeblendet bekommen. Ganz genau. Wer das Lifetiming mit auf hat, wir sehen im Moment bei der schnellstplatzierten Mannschaft mit der Nummer 1, da steht jetzt Van der Linde und das ist jetzt natürlich wieder ein ganz blödes Beispiel, was ich wähle, weil das könnte jetzt der Sheldon oder der Kelvin Van der Linde sein. Da sitzen natürlich zwei mit demselben Namen drauf. Aber gehen wir mal auf die zwei Platzierten, Marcello, Raffaele Marcello, der sitzt im Moment definitiv in der Nummer 11, Jörg Bergmeister definitiv in der Nummer 17 und so weiter. Da gibt es ein sogenanntes Driver-ID-System, nennt sich das. Da geht der Fahrer rein, dann hat man vorher programmiert, auch ein kleiner Zettel meistens dann drauf. Dann steht dann zum Beispiel bei der Nummer 11 steht dann Marcello, ist dann die Nummer 1. Da ist dann
Patrick Assenheimer die 2, Jérôme Blikemol die 3, Clemens Schmidt die 4. Und dann muss der Fahrer, wenn er reinkommt, drückt er sein Knöpfchen für die Nummer, die er hat. Und dann wird das direkt hier rüber gesendet und wir wissen, welcher Fahrer am Steuer sitzt. Finde ich ein super Service für uns, ein super Service für euch Fans. Aber, und das hat man auch beim Quali-Rennen schon gehabt, auch die Fahrer untereinander, für die ist das auch nicht so ohne. Das ist auch interessant zu wissen, wer ist jetzt da im Auto, wer greift mich von hinten an. Und ich glaube, wenn man dann den ein oder anderen Namen hört, gut, Uwe Alsen fährt jetzt dieses Jahr nicht mit, aber ich glaube, dann würde man vielleicht ein bisschen vorsichtiger zur Sache gehen, als wenn dann irgendwie ein Frank Stippler von hinten kommt. Aber ja gut, das ist, wie gesagt, eigentlich zu 99% ein Service für euch Fans, auch für uns, damit wir dann es einfacher haben. Es ist einfacher und schöner zu sagen, Marcello greift Van der Linde an, anstatt zu sagen, ah, jetzt greift der Mercedes den Audi an, das hört sich immer blöd an. Und auch der Rennleiter, seit 2009 ist es ja Walter Hornung, hat mir auch mal im Winter dieses Jahres erzählt, wenn wir dieses neue System bekommen, und jetzt ist es da, hat die Rennleitung es viel einfacher, über die Bestrafung auch die Fahrer sofort hereinzubeten, quasi ins Rennbüro. Denn der Rennleiter bittet immer mal wieder den einen oder anderen zum Wort zum Sonntag, wenn dann irgendwo Lenkzeiten überschritten worden sind, wenn die Code-60-Phase nicht exakt eingehalten worden sind. Man kann vom Team nicht mehr sagen, nein, das war der und der gewesen. Man weiß sofort, wer auch aktuell in diesem Fahrzeug gewesen ist. Also auch hier eine deutliche Erleichterung für die Rennleitung. Es gibt ein paar Nachrichten, die bei mir reingekommen sind. Unter anderem auch von ein paar Fahrern, die ja, mir schreiben, sprich die fahren nicht mit. Zum Beispiel hat der René Offermann, der ja normalerweise im Wochenspiegel-Team mit dem Porsche unterwegs war, hat geschrieben, klappt nicht, ist am Halswirbel operiert worden, funktioniert nicht, wünsche allen ein erfolgreiches Rennen, grüße besonders die Wochenspiegelmannschaft und Georg Weiß. Klar, OP geht immer vor. Ja, mit dem Uli André, da muss ich ein bisschen, müssen wir noch mal drüber reden, der grüßt aus Seattle, tolle Stadt, guckt aber unseren Livestream. Ja, mein Gott, Uli, mal ganz unter uns, Seattle steht nächste Woche auch noch. Hätte sie auch eine Woche später dahin fahren können. Nein, ist okay, natürlich, wenn, ich weiß nicht, ob es beruflich ist oder ob er mit der Frau oder mit der Familie in Seattle ist. Sei es drum, sitzt jetzt wahrscheinlich irgendwo auf dem Space Needle, hat den Laptop an und hört uns zu. Aber es ist schön zu wissen, dass sagen wir mal, unser Livestream auch wirklich weltweit und überall gehört wird oder gesehen wird. Und das ist ja das Schöne, dieses Vodafone Gigaspeed Livestreaming. Das ist wirklich ein tolles Produkt. Und da muss man einfach nur noch mal Danke sagen an die Firma Vodafone, die nicht nur irgendwie Sponsor sind, sondern einfach auch diese Technik mit umsetzen. Da werden wir auch in den Tagen ein bisschen intensiver drauf eingehen, was alles dahinter steckt. Wir haben ja, wie gesagt, 15 Onboard-Kameras dabei. Und da muss man auch noch mal erstmal eine Technik für haben. Wir haben 8 Sendemasten rund um die Nordschleife verteilt, die einfach diese Technik rüberstrahlen, ein bisschen rumbringen und das Ganze umzusetzen. Alleine, also ich glaube, den härtesten Job von allen, den hat unser Bildmischer hinten. Der hat diese 15 Onboards, der hat diese, ich weiß nicht wie viele, 25 festen Kameras, dazu noch die mobile Kamera in der Boxengasse, Hubschrauberbilder, Drohnenbilder. Wir haben, glaube ich, wieder diese Seilkamera über Start und Ziel. Also, dass der Bildmischer dann da immer das richtige Bild rausfindet, da kann ich schon sagen, erstmal Respekt an ihn und auch natürlich an unseren Regisseur in New York, dass er da entsprechend immer die richtigen Bilder umsetzt. Ja, wir sehen gerade ein SP3-Fahrzeug auf dem Grand Prix-Kurs sich hinunterbegeben Richtung der Dunlop-Kehre zum tiefsten Punkt auf dem Grand Prix-Kurs, wurde gerade von GT3-Autos überholt. Das ist hier das Racing-Team, der Opel Calibra, der hier zum Einsatz kommt mit Tobias Jung, mit Carlos Antunes Tavares, hoffentlich richtig ausgesprochen. Der Franzose hat aber als Nationalität Portugal angegeben. Andreas Kunert aus der Bundeshauptstadt Berlin und aus der Schweiz. Total internationales Team. Herbert Schmidt, Opel Calibra, TJR SP3-Klasse. Hier auch wunderschön im Bild eingefasst. Ist einer unserer ja, Kamera-Onboard-Autos, welche wir hier ja, Olli hat es eben erzählt, zu einem großen, in einer ganz, ganz großen Anzahl zum Einsatz bringen. Jetzt geht man über die Wielsteinkurve hinein in den Atwan-Bogen. Es gibt auch seit dem vergangenen Jahr wieder einige neue Streckenbezeichnungen, also Wielsteinkurve absolviert, jetzt rein in den Atwan-Bogen. Dann kehrt man zu der Schikane, die früher Vidol-Schikane hieß, dann einen anderen Namen hatte und seit dem vergangenen Jahr auch wieder unter der Bezeichnung der Vidol-Schikane hier oben
abgeht. Und jetzt wird man sich langsam aber sicher in die Anbremsphase mit diesem Opel Calibra begeben, hinein in die flüssige Variante der Vidol-Schikane, nicht die eng gesteckte diese eng gesteckte Formel-1-Version. Und dann geht es hinein in die Box, Jaguar-Kurve, in die Box hinein für den Opel Calibra mit der Startnummer 119. Ja, mit dem obersten Opel-Chef am Steuer, Carlos Tavares, der CEO, der Chief Executive Officer, so die Bezeichnung des PSA-Chefs. Ich bin ja immer noch der festen Meinung, PSA hat Opel nur deshalb gekauft, damit der Tavares beim 24-Stunden-Rennen hier den Opel Calibra fahren kann. Anders kann ich mir das Ganze nicht erklären. Ich habe noch einen Opel Astra auf dem Parkplatz stehen, aber ich glaube, den wollte er nicht. Ja, Falke Motorsports, auch die haben wir gerade gesehen, den 44er. Und der kann das Ganze auch ruhig angehen lassen, denn man ist qualifiziert über das Qualifikationstraining. Und jetzt arbeitet man, auch dort sind wir onboard, mit Hyundai Motorsport, der Hyundai i30N TCR, das Fahrzeug mit der Startnummer 831. Und dort haben wir eine ganz interessante Mannschaft, unter anderem Manuel Laug darauf, der im letzten Jahr noch für die Scuderia Kämmerin Klickenhaus unterwegs war. Peter Terting, mit dessen Frau ich das NSS 500 kommentieren durfte, diese National Endurance Series 500, die auch im Rahmen oder entstanden ist aus der DMV BMW Challenge, also ganz nette Frau, die Linda Terting. Wir haben dabei einen Andreas Gülden, den haben wir heute schon kommentieren dürfen im Rahmen der 24 Stunden Classic, und Nicola Larini, den mittlerweile 54-jährigen Italiener. Er war Alpha-Pilot 1993, DTM-Champion zu dieser Zeit gewesen, ehemaliger Formel-1-Fahrer, und war auch einige Jahre in der Tourenwagen-Weltmeisterschaft am Start, aber seit dem Jahr 2010 leider nicht mehr. Nicola Larini im Fronttriebler aus dem Hause von Hyundai. Ja, und der war gestern auch mit in Adenau beim Racing Day. Und er hatte sich zwar zum einen ein klein bisschen so beklagt, dass er im Vergleich zu seinem DTM-Alpha von damals ein bisschen wenig PS hat, aber er hatte auch das Strahlen im Gesicht und er war auch richtig happy, dass er hier wieder am Nürburgring ist, dass er praktisch an die Stelle zurückkommt, wo er selber sagt, eine seiner größten Erfolge gefeiert hat damals, dieses legendäre DTM-Rennen 1993. Also er war seinen ersten Rennen, seinen ersten Aufschlag hier auf der Nordschleife direkt gewonnen hatte. Man hatte immer gesagt, auf der Nordschleife, ja, da kann man nur gewinnen, wenn man Erfahrung hat. Und er hat dann ja dieses Hammerrennen gefahren. Natürlich war der Alpha auch ein Top-Auto. Unumstritten, gibt es gar kein Vertun. Vielleicht auch noch ein bisschen besser als zu dieser Zeit damals. Der Mercedes, den halt Klaus Ludwig oder Bernd Schneider gefahren sind. Aber nichtsdestotrotz, auch mit einem guten Auto muss man erstmal vorne ankommen. Und er hat ja gewonnen und nicht die Kollegen Danner, Taquini oder Nannini. Nein, Larini war der Sieger. Und das heißt, so überlegen war das Fahrzeug definitiv nicht, sondern es war auch eine Fahrersache, die dazu beigetragen hat. Und er ist einfach froh, dass er wieder hier ist. Und dann in so einem geilen Auto, dieser TCR, ich bin Fan von der TCR-Serie, muss ich ehrlich sagen, wer auch eben das Rennen gesehen hat, das WTCR-Rennen, absolut spannend. Die Dinger sind spektakulär, obwohl es Fronttriebler sind. Konnte wunderschöne Drift sehen, klar, weil die Hinterachse sehr leicht ist. Das Auto bewegt sich sehr viel. Und wenn das so ein Auto da am Limit bewegt wird, dann ist das schon sehr spektakulär. Und dann, ja, er hat ein Top-Auto, er hat eine Top-Teambesetzung. Du hast es gesagt, Manuel Laug, Peter Terting und Andy Gülden, der Chef der Driving Academy. Also da ist man bestens aufgestellt mit der 831, auch das Schwesterauto mit der 830. Ebenfalls gut besetzt. Guido Naumann, den kennen wir schon seit vielen Jahren bei Hyundai. Da sind die beiden Koreaner dabei, Ye Kyun Kim und Byung Hui Kang. Und mit dabei Moritz Österreich, der, und das ist auch eine Besonderheit, in der Klasse TCR gegen seinen eigenen Papa kämpfen muss. Denn der fährt auf einem Audi RS3 LMS in der sogenannten TCR-Klasse. Und wollten eigentlich zusammenfahren, Markus und Moritz Österreich. Und ja, aber der Moritz hat dann diese Anfrage bekommen, das Angebot für Hyundai an den Start zu gehen. Und sowas lässt man sich natürlich nicht entgehen. Das Schöne an dem Ganzen ist, dass wir oder die ja auch mit uns groß geworden sind. Habe ja auch viele Kartrennen kommentiert, wo Moritz Österreich selbst mit von der Partie war, wo der Papa am Rande stand. Aber auch die Schwester von Moritz Österreich war granatenschnell im Kartsport unterwegs, hat aber dann irgendwann gesagt, naja, Ausbildung, Familie und so weiter geht vor. Und der Vater selbst, der war ja ein unheimlich erfolgreicher Truckracer gewesen, vor einigen Jahren selbst noch im Truckrennsport am Start gewesen. Markus Österreich und jetzt Moritz Österreich in einem Rennen am Start. Ja.
Ich habe letzte Woche noch mit den beiden zusammen hier an der Strecke gestanden. Der Tim Schäbert hat es eben gesagt, gehabt diesen Sportfahrerlehrgang Scuderia Hanseat, wo ich auch tätig war. Und der Markus und der Moritz, die waren im Bereich Metzgesfeld und haben uns auch so ein bisschen über alte Zeiten unterhalten, dass der Markus Österreich 1986, ja, wohlgemerkt 86, 32 Jahre ist es her, das 24-Stunden-Rennen gewonnen hat, damals gemeinsam mit Winnie Vogt, leider auch viel zu früh verstorben, und mit Otto Rensing. Und ja, da hat der Markus seinen eigenen Sohn mal noch so ein bisschen gefoppt und hat gesagt, hier Junge, in deinem Alter habe ich das 24-Stunden-Rennen schon gewonnen. Ja, und da seh du mal zu, dass du wenigstens mal die Klasse gewinnst. Aber nein, war natürlich nicht ganz so ernst gemeint. Sie haben ja auch letztes Jahr gemeinsam die Klasse gewonnen. War letztes Jahr in der Cup 3 unterwegs gewesen, im Porsche Cayman Cup, und haben da die Klasse gewonnen. Und ja, einfach beides sehr sympathische Jungs, oder Jungs kann man nicht mehr sagen. Moritz ist ein Jung, Markus ist ein erwachsener Mann. Aber beides sehr, sehr sympathisch, sehr schnell. Und vor allem auf der Nordschleife, ja, nahezu fehlerfrei. Ich glaube, du brauchst das immer so ein bisschen, das Quäntchen Glück, um dann in ein Top-Team hineinzukommen oder als Porsche Junior-Pilot einmal auserkoren zu werden. Wir haben auch gerade mal auf unserem Zeitenmonitor auf die 15. Position geschaut. Und ein Fahrzeug, was wir, glaube ich, noch gar nicht angesprochen haben heute, wir beide jedenfalls nicht, das ist der Aston Martin. Von Aston Martin Racing benannt mit Maxime Martin. Den kennen wir alle aus den Zeiten von BMW, wo er gerade in der Nacht und bei Dunkelheit hier auf dem Nürburgring bei einem seiner ersten 24-Stunden-Rennen fast 20, 30 Sekunden pro Runde schneller war als die Konkurrenz. Er, der sein Heimspiel in Spa-Francorchamps vor 2 Jahren gewinnen konnte, ist ganz neu bei Aston Martin dabei. Einige Jahre schon bei Aston Martin, ehemaliger Formel-1-Testfahrer bei Lotus, Marco Sørensen, der Däne, der in Monte Carlo zu Hause ist, Niki Thiem, ebenfalls aus Dänemark, der hat ja das Fahrzeug schon im Qualifikationsrennen so positioniert, dass man hier das Top-30-Qualifying schon erreicht hat. Meister im Porsche Supercup im Jahr 2013. Und Darren Turner, den kennen wir ja auch aus den Jahren 2000 und, glaube 2001 aus der DTM, wo er für Mercedes unterwegs war. Und diese Mannschaft auf dem Aston Martin Vantage, Olli, die haben wir ja auch im Qualifikationsrennen wirklich unter den absoluten Top-Fahrzeugen erleben dürfen. Top-5-Platz nach Abschluss der 6 Stunden. Ja, ich hatte es ja eben gesagt, die ersten 7 waren beim Quali-Rennen nach 6 Stunden innerhalb von 48 Sekunden. Da war halt auch ein Aston Martin mit dabei. Da war auch der Scuderia Cameron Klickenhauswagen mit dabei. Das hat gezeigt, dass man da wirklich dicht an dicht fährt. Und mit dem Aston Martin, da muss man rechnen. Fährt ja auch in dieser sogenannten Klasse SP9 LG für Last Generation, weil es halt einfach ein etwas älteres Fahrzeug ist. Gab ja da auch ein paar Diskussionen von wegen Balance of Performance, wie stuft man den ein und so weiter. Walter Hornung hat da, denke ich mal, eine gute Lösung gefunden, gemeinsam mit dem BOP-Beauftragten Norbert Kreier. Ich finde es einfach schön, dass das Team dabei ist. Und der Maxi Martin hat auch ganz klar gesagt, als er zu Aston Martin gewechselt ist, übrigens auch eine schöne Namenskombination. Maxi Machte auf Aston Martin. Ja, ich bin zwar noch der Meinung, da fehlt das I hinten dran, aber ist ja mal egal. Er hat auch gesagt, er würde gerne 24 Stunden fahren und da wurde ihm auch mehr oder minder versprochen oder gesagt, wir werden es versuchen, wir gucken, dass wir es umsetzen können. Ja, sie haben es geschafft und die Ansage war auch ganz klar, nächstes Jahr kommt Aston Martin mit 2 der nagelneuen GT3-Fahrzeuge, die jetzt diese Tage erst präsentiert wurden. Man wird nächstes Jahr wieder mit 2 absoluten Factory Cars, also Werksautos, hier aufschlagen. Und wenn man dann so Fahrer hat wie Niki Thiem oder Maxime Martin, dann hat man, denke ich mal, auch schon mal eine sehr, sehr gute Basis. Und ja, mit denen muss man auf jeden Fall in der Zukunft rechnen. 2 ja, renommierte Teamchefs, 2 renommierte Porsche Cup-Fahrer im Bild. Wolfgang Land links, Franz Konrad rechts. Und Franz Konrad wird auch selber ins Lenkrad greifen. Er hatte ja 3 Fahrer für sein Fahrzeug fest. Matthias Henkula, Michele Di Martino sowie Chris Brück. Und ja, hat keinen 4. Fahrer gefunden und hat gesagt, weißt du was, das traue ich mir noch zu, ich kann es noch, ich werde es euch zeigen. Mal gucken, was der alte Sack, und das ist jetzt nicht böse gemeint, ganz im Gegenteil, was der ja etwas ältere Franz Konrad noch zu leisten imstande ist. Und ich glaube, da können wir uns auf einiges freuen. Der wird nicht langsam sein. Meister im Porsche Supercup, Meister im Porsche Carrera Cup und der Lamborghini Huracan. Der wird ja auch schon mittlerweile, das Modell der Huracan, seit, glaube ich, 3 Jahren zum Einsatz gebracht. Und es ist ein absolut ausgereiftes Fahrzeug. Und ich denke mal, mit Michele Di Martino, Meister im BMW 235i Cup vor 3 Jahren noch, mit Christopher Brück,
der ja auch, ich glaube, schon seit 8 Jahren ein ständiger Teilnehmer in der VLN ist, Matthias Henkula. Der hat ja in der VLN, das weißt du genau, die schnellste Trainingsrunde abgeliefert, oder? Nee, das war sein Teamkollege Christian Kocknes. Siehst du, du weißt alles. Nee, alles nicht. Ja, okay. Bin heute schon auf ein paar Fehler hingewiesen worden, hier auch über Onboard. Tut mir auch leid, dass ich da gerade in Sachen Egon Meurer da einen groben Fehler gemacht habe. Möchte ich mich auch nochmal entschuldigen. Es war ein Verkehrsunfall, dass er da leider nicht mehr unter uns war. Einfach, ja, war ein Fehler von mir, möchte ich mich in aller Form für entschuldigen. Ja, aber gut, Fehler passieren, auch natürlich bei mir, sollten nicht sein, aber sei es drum. Ja, schauen wir wieder ins Training, sehen Marco Seefried, Norbert Siedler, Fricadelli-Mannschaft. Da müssen wir auch mal gerade gucken, mal den Fricadellis. Ein Auto ist qualifiziert, die 31, genau, Norbert Siedler. Und der teilt sich ja das Fahrzeug mit Marco Seefried, mit Philippe Laser und Mathieu Jaminet. Die sind schon qualifiziert fürs Top 30er. Das andere Fahrzeug mit der 30, Lance David Arnold, Alex Müller, Wolf Hensler und Matt Campbell, die sind noch nicht drin, im Moment auch nur auf Platz 24. Das dürfte auch noch nicht ganz reichen. Heute ist eventuell noch was drin, denn die Meldung kommt nämlich auch rein. Mittlerweile kein Code 60 mehr, Strecke ist frei. Das heißt, es könnten noch ein paar schnelle Rundenzeiten kommen gleich. Müssen wir aber beobachten. Es gibt natürlich auch morgen noch die Chance beim Zeittraining Nummer 2, sich noch qualifizieren zu können. Schaue schon mal gerade auf den Zeitplan. Das ist dann morgen Qualifying 2 von 14.55 bis 16.45, bevor es dann um 19 Uhr in das ja erste richtig große Highlight des Wochenendes geht, zum Top 30 Qualifying. Ja, für morgen haben wir auch noch eine super Wetterprognose. Das müsste dann auch morgen alles noch im trockenen Bereich hier über die Bühne gehen, wie auch am heutigen Tage war das Wetter absolut top gewesen. Es war zwar eine Wolkendecke, aber die Schleusen am Himmel blieben bis auf ein paar wenige Regentropfen heute Nachmittag in dem Training der historischen Fahrzeuge definitiv geschlossen. Es kam nichts herunter, so kam er dann auch dementsprechend trocken und gut über die Bühne. Ja, jetzt sehen wir auch schon, dass der ein oder andere natürlich Platz genommen hat in der Box, denn die möchten die Fahrzeuge in Ruhe vielleicht noch einmal ein bisschen vorbereiten für den morgigen Tag. So sehen wir auch mit der Startnummer 320. Das Fahrzeug auf der 49. Gesamtposition mit der 320 dürfen wir als Einsatzmannschaft auch vermelden. Thomas von Lewis of Menard, Smudo dabei, Daniel Schellhals und Axel Dufner. Smudo, Olli, auch das ein Thema und da wird vor allem Eddie Mielke an diesem Wochenende wieder drauf abfahren. Wir haben ja Ende der Stadtzielgerade ein ganz, ganz neues Podium, wo am Sonntag dann die besten 3 Teams geehrt werden, hier von dem Klassiker der 24 Stunden. Aber im Vorstadt, wenn wir hier oben schon einmal in die Startaufstellung hineingehen, wenn unsere Kameraleute unten dann die Live-Interviews unserer Moderatoren einfangen, dann wird aber Smudo auflegen. Genau, Smudo macht dann den DJ, wird dann ein paar seiner Favorites bringen, wo er weiß, da kommt dann gute Stimmung rüber. Smudo ja selbst einer der begeisterten Motorsportler ist in Formingen, stets gute Laune verbreitet und der ja, lebt auch ein bisschen Nürburgring, er ist auch absoluter Nürburgring-Fan und freut sich immer, wenn er hier ist und auch hier dieses ganze Thema unterstützen kann, dieses 24-Stunden-Rennen. Ein bisschen so diesen Flair von ja, was Besonderen mit reinzubringen. Und deshalb wird er da unten, das ist genau da, wo diese neue Videoleinwand ist, am Ende der Boxengasse, also genau gegenüber der T3, wo die meisten, oder die ja dann in der Startphase voll besetzt sein wird, da bin ich 100% überzeugt von. Da wird er ein bisschen für Stimmung sorgen und ein bisschen was machen. Im Moment konzentriert er sich natürlich erstmal aufs Autofahren. Denn wir haben gerade einer unserer KDM Crossbows gesehen, die GT4-Fahrzeuge. In diesem Fall das 203er-Fahrzeug von ISAT Motorsport mit Arne Hoffmeister, Florian Wolf, Nils Jung, die beiden letztgenannten im vergangenen Jahr noch auf Toyota bei den 24-Stunden-Rennen am Start gewesen. Viele leider beide aus. Robert Schröder, der Berliner, ist der 4. Einsatzfahrer von dem 203er-Fahrzeug von ISAT Motorsport, die aber nicht nur dieses eine Fahrzeug, sondern auch das 202er besetzen mit Ferdinand Stuck, der heute auch schon zum Interview bei Lukas Gajewski und Sven Wauer war, Johannes Stuck, Volker Stritzek und Max Friedhoff. Interessant ist aber definitiv das Fahrzeug mit der 201. Manfred Wolf, der KTM Sportscar GmbH, Marketing- und PR-Manager, hat hier ein ganz interessantes Team, was er betreut auf der KTM Crossbow.
X-Bow geschrieben, Crossbow ausgesprochen. Naomi Schief, die kommt aus Laufen, das liegt in der Nähe von Heilbronn am Neckar. Laura Kreihammer, die im Übrigen in diesem Jahr bei einem der vorangegangenen Meisterschaftsläufen der KTM Crossbow-Serie auch so ganz knapp am 10. Gesamtplatz vorbeigeschrammt ist. Lena Stricek im vergangenen Jahr schon natürlich dabei gewesen hier bei den 24 Stunden. Da Opel gefahren, wurde am Ende so, glaube ich, um die 85. Gesamtposition notiert. Und Rahel Frey, auch das ganz interessant, die DTM-Fahrerin von 2011 und 2012, kommt ja aus Formel-Serien und sie ist Audi-Werksfahrerin seit dem Jahr 2011. Und da war ganz interessant, als Manfred Wolf mal auf meine Frage im Vorraum der Sprecherkabine geantwortet hat, wie kommt eine Rahel Frey zu euch ins Team? Kommen da die Audi-Kontakte zum Laufen, weil man ja mit diesen KTM-Crossbows mit Audi-Motoren befeuert unterwegs ist? Da hat er erklärt, die Rahel Frey sollte normalerweise in einem GT3-Fahrzeug an den Start gehen. Da gab es aber auf einmal keine Möglichkeit für sie und sie wollte unbedingt hier bei den 24-Stunden-Rennen teilnehmen. Und dann kam eben so auch der Kontakt zu den KTM Crossbows zustande und Audi hat natürlich ihr dort überhaupt keine Steine in den Weg gelegt. Großes Kompliment, die 32-jährige Schweizerin, die ja im vergangenen Jahr noch auf dem Phoenix Audi hier bei den 24 Stunden am Start war. Also diese KTM Crossbow-Truppe, die werden wir auch an diesem Wochenende bei den 24 Stunden definitiv immer wieder gerne hier in der Sprecherkabine begrüßen dürfen und selbstverständlich auch genau beobachten, was diese reine Damenmannschaft im Fahrzeug der Stadtnummer 201 hier verrichtet. Ja, im Moment haben wir mit der Startnummer 31 ein Fahrzeug in die Box hineinfahren sehen, und zwar das zweite Fahrzeug von Fricadelli Racing, der 911er GT3 R Porsche, der schon qualifiziert ist über das Quali-Race mit Siedler, mit Seefried, Philipp Fernandes-Laza, der Leipziger und Mathieu Chaminet. Ich war gerade mal kurz ein paar Sekunden offline, weil ich die schöne und gute Nachricht bekommen habe, dass Jordan Tresson ohne Probleme, ohne Beschwerden aus dem Medical Center entlassen wurde. Für die, die ein bisschen später eingeschaltet haben, Startnummer 101, der Wartenhaus BMW M6, hat einen etwas heftigeren Abflug im Bereich Ausgang, Fuchsröhre, aber Gott sei Dank Jordan Tresson ohne Verletzungen wieder aus dem Medical Center entlassen. Der Publikumsliebling in Sachen Sound, den sehen wir da, den BMW Z4, auch vom Design her wunderschön, hat Peter Posawatz mit seiner PP Group wirklich tolle Arbeit geliefert. Und ja, der Jörg Müller hat das Auto natürlich auch mal richtig schön positioniert. Im Moment 9. Platz, zweitschnellster BMW im gesamten Feld. Nur Alex Sims im Rowe BMW war ein bisschen schneller. Und ich glaube, dem Jörg Müller, dem geht das Grinsen auch von Ohr bis zu Ohr. Und der ist einfach froh, mit diesem Auto fahren zu können, mit dem Z4. Er sagt, das ist sein Baby, den hat er mitentwickelt. Da hat er vor 3 Jahren beim 24-Stunden-Rennen diese Riesenshow abgeliefert. Also aus der ersten Runde, aus der Startrunde zurückkam und hat da 18 Sekunden Vorsprung auf den Zweitplatzierten. Wo er sagt, er hat in den Spiegel geguckt und hat gesagt, Moment mal, was ist da? Wieso ist keiner hinter mir? Ist das Rennen abgebrochen worden oder so? Nein, er war einfach hammerschnell und ja, er liebt den Z4 und ja, war froh, dass Peter Posawatz da gesagt hat, hier Junge, fahr doch mit mir und dann machen wir zusammen hier eine Riesenshow mit dem ja, Klangmonster BMW Z4. Ich glaube, jetzt kommen die ersten Zeitenverbesserungen. Wir durften gerade erleben einen neuen 8-Platzierten. Du hast den Namen Alexander Sims gesagt. Er fuhr, der Brite, die Zeit von 8:23.0 heraus, kommt aber in diesem Moment dann in die Box hinein. Also damit wissen wir, es ist feuerfrei angesagt, feuerfrei dann auch für die KTM Crossbow von ISAT Motorsport mit Ferdinand Johannes Stuck, Volker Stricek und Max Friedhoff. Und ich glaube, jetzt werden wir dann den Johannes Stuck im Cockpit erleben, wie er hier an die Tanke geschoben wird. Und dann vielleicht noch einmal die Jagd nach schnellen Rundenzeiten eröffnen wird. Mies weiterhin die Mannschaft mit der Startnummer 1 mit Trainingsbestzeit hier in diesem Qualifikationstraining unterwegs. Die 8:18, dann die 8:19er Zeit von der Startnummer 11. Das Fahrzeug aus dem Hause der Auto Arena Motorsport, der Mercedes AMG GT3. Assenheimer, Clement Schmid, Blickemolen und Marcello ist hier mit von der Partie. Der Italiener haben dann einen Platz dort hinter die Merck-Bergmeistermannschaft mit der Startnummer 17. Das Küss-Team 75 Bernhard
Timo Bernhard ist der Teamchef, der fünfmalige Sieger des 24-Stunden-Rennens, war ja letztmalig im Jahr 2013 mit von der Partie gewesen. Und jetzt, mein lieber Olli, sind wir on board, kurz unterwegs gewesen mit der Startnummer 1. Aber vielen Dank an die Regie, hat umgeschwenkt in die Boxenstraße. Und so haben wir gerade gesehen, wie dann das Fahrzeug der 202 die Boxenstraße dann verlassen hat mit Stuck Stuck, Stricek und Max Friedhoff, KTM Crossbow von ISAT Motorsport. Du hattest eben den Namen genannt, der momentan zweitplatzierten Mannschaft rund um Jérôme Blekemolen. Und der Name Raffaele Marcello, der Italiener, steht zwar Schweiz als Wohnort, ist aber Italiener. Auf den Namen möchte ich gerne noch kurz eingehen. Der ist auf der Nordschleife noch nicht so bekannt, der Name. Der hat auch noch nicht so viele Rennen gefahren. Der hat seine natürlich zwei Rennen gefahren in der Permit B. Und damit er dann Permit A fahren kann, also sprich erst mit einem etwas langsameren Fahrzeug sich qualifizieren, zeigen. Und dann darf man erst in so ein GT3-Geschoss einsteigen. Das hat er gemacht. Und ansonsten hat er nicht allzu viele Runden, hat 5 Runden GT3 bislang auf der Nordschleife, das ist nicht allzu viel. Aber der Typ ist ein absoluter Oberüberflieger, muss man sagen. Der war letztes Jahr in Spa beim 24-Stunden-Rennen mit Abstand der schnellste AMG-Fahrer. Der war Ferrari-Testfahrer in der Formel 1, war in der Formel 3000 unterwegs oder in der GP2, wie sie dann mittlerweile heißt. Also ein sauschneller Junge, der kann alles schnell bewegen und gerade so ein GT3, den hat er mittlerweile richtig gut im Griff. Und der hat sich natürlich intensiv auch vorbereitet auf die Nordschleife, hat sich dann angeschaut bei seinen Teamkollegen oder beim gesamten AMG-Team. Ja, wie kann man die Nordschleife fahren, welche Kurve in welchem Gang? Und natürlich fehlt ihm noch so ein bisschen die Routine, vor allem wenn es nachher so geht, dann nachts Wippermann runter, wenn dann ein Toyota GT86 vor ihm ist. Das Gefühl, diese Lockerheit da ohne groß nachdenken zu müssen, vorbeizufahren. Da haben Fahrer wie ein Jörg Bergmeister, ein Hubert Haupt oder Christopher Mies natürlich viel, viel, viel mehr Erfahrung. Die kennen das seit Jahren, machen die nichts anderes. Da fehlt ihm natürlich was, aber vom reinen Speed her ist der ein Überflieger, der Typ. Und ich kann mir gut vorstellen, dass der auch morgen dann beim Top 30 Qualifying gesetzt wird vom Assenheimer Team, von Auto Arena Motorsport. Wobei natürlich auch Jérôme Blekemolen ebenfalls natürlich ein absoluter Brenner ist, der genau weiß, wie man so ein Auto absolut am Limit bewegt und sauschnell bewegt. Ja, und wir sind eben mit der Startnummer 17 noch auf dem Grand Prix-Kurs unterwegs, dort, wo man im Moment, glaube ich, im Bereich von Michael Schumacher S am Fahren ist, wo man dann hochgeht Richtung der Ravenol-Kurve zur Bildsteinkurve. Jörg Bergmeister pilotiert das Fahrzeug mit der Startnummer 17. Olli, wir haben runtergeschaltet in die Boxenstraße. Ja, das ist auch typisch. Jörg Müller, immer gut gelaunt, immer für die Fans da. Wir hatten es am Dienstag erlebt und Nordschleife im Mountainbike gewesen. Da war er auch überall gern gesehen, hat sich tierisch gefreut. Die Fans freuen sich, wenn sie den Jörg Müller sehen. Absoluter super Typ. Wir gehen aber wieder on board in die Nummer 17, in Küstin 75 Berner Boxen. Nämlich jetzt biegt Jörg Bergmeister in diesem werkzeugkaputtschwimmsten Porsche auf die Nordschleife ein, auf die schönsten 20,832 Kilometer dieser Welt. Hatzenbach runter, diese schnelle rechts herunter. Und jetzt kommt dann dieses Geschlängel. Jackie Stewart hat mal gesagt, in diesem Geschlängel, da muss man ein gutes Gefühl haben, da muss man sauber durchfahren. Das macht einen sonst den Rhythmus kaputt. Wenn man da einen Fehler macht, dann hat man irgendwie immer so im Hinterkopf, Runde ist nicht ganz perfekt. Und deshalb ist diese Hatzenbach-Passage so wichtig, so entscheidend. Durch diese Wechsel immer links, rechts und jetzt hier diese wichtige Kurve, Hocheichen raus, Linkskurve. Und jetzt brauchen wir ganz viel Schwung. Jetzt kommt ein ganz, ganz langes Vollgasstück. Oben Flugplatz, diese Doppelrechtskurve, die geht ansatzweise voll. Wenn Verkehr ist, muss man lupfen, aber ansonsten geht das wirklich von Ausgang Hocheichen bis Anfahrt Schwedenkreuz absolut voll. Und das ist mit so einem GT3-Fahrzeug ja, gleichbedeutend mit etwa Tempo 270 beim Anbremsen vom Schwedenkreuz. Schwedenkreuzkurve, da gibt man ein bisschen vom Gas, leichtes Anbremsen, aber wirklich nur leicht. Und diese Kurve, die wir jetzt sehen, hier links, da geht, weiß ich von AMG, die hatten bei den Testfahrten da 263 km/h drauf in der Linkskurve.
Ich glaube, der Maro Engel war es oder egal ob Metzger, Engel, die fahren das alle gleich schnell, das ist kein Thema. Aber 263 km/h durch diese Linkskurve am Schwedenkreuz. Und man muss eh direkt danach volle Lotte runterbremsen für die enge Rechtskurve Aremberg. Jetzt sind wir hier Ausgang Fuchsröhre, wo es eben diesen schweren Unfall gab. Wir sehen Gott sei Dank keinen Code 60 mehr. Und dann eine der wichtigsten Kurven überhaupt am Ring, die enge Rechtskurve hier Ausgang Adenauer-Forst. Warum wichtig? In langsamen Kurven kann man nichts gewinnen, aber man kann viel verlieren, viel an Zeit. Und wenn man dann einen klitzekleinen Fehler hat und ein bisschen zu spät dadurch aufs Gas gehen kann, dann verliert man Schwung für dieses lange Stück hier Richtung Metzgersfeld, diese ultraschnelle Linkskurve hier. Und dann heißt es wieder hart runterbremsen für die enge Linkskurve. Viele Fans da im Bereich Metzgersfeld. Schönen Gruß da an Michael und Co. Und jetzt geht es über die Kuppe in die Kaunert. Die ganz enge Rechtskurve, zweiter Gang, auch eine der langsamsten Kurven am Nürburgring. Und dann geht es runter, Links-Rechtskurve, diese Spiegelkurve oder Piff-Paff genannt von den Engländern. Auch eine böse Bodenwelle. Und jetzt kommt Miss-Hit-Miss. Miss-Hit-Miss hat nichts mit einer Misswahl zu tun, sondern das sehen wir auch wunderbar aus dem Auto hier mit Jörg Bergmeister. Kommt vom englischen Wort für verpassen. Den ersten Curb von der Dreifachrechtshin verpasst man, den zweiten berührt man ganz leicht oder fährt bis ganz ran, den dritten verpasst man wieder. Also verpassen, berühren, verpassen, Miss, Hit, Miss. Ja, und jetzt sind wir dann im tiefsten oder am tiefsten Punkt der Nordschleife, Breitscheid durch die Senke. Jetzt und ab jetzt geht es richtig steil berghoch. Exmühle, diese enge Rechtskurve. Und jetzt braucht man Power, jetzt braucht man PS. Das geht wirklich richtig steil hoch. Wer da mal zu Fuß lang geht oder mit dem Fahrrad lang gegangen ist, der weiß, wovon ich rede. Niki Lauda-Kurve, diese ganz schnelle Linkskurve. Natürlich kein offizieller Name, aber jeder weiß, warum die so genannt wird. Und dann kommt diese enge Rechtskurve Bergwerk. Da haben wir jetzt ein kurzes Funksignal verloren. Ist auch schwierig von der Topografie her da im Bereich Kesselchen. Ist es nicht ganz so einfach, das Signal bis hier oben zu Start und Ziel zu bringen. Jörg, wir sind wieder in der Boxengasse. Ja, und da steht das Fahrzeug mit der Startnummer 1. Das sind die Titelverteidiger, die im letzten Jahr hier das Rennen für sich haben entscheiden können. Die Mannschaft von Land Motorsport, die Audi R8 LMS. Christopher Mies hat in diesem Fahrzeug Platz genommen. Jetzt werden die Hydraulikstempel eingezogen. Christopher Mies aus Heiligenhaus kommt. Der hat quasi ein Heimspiel. Er ist ein Pilot, der im Bereich des ADC Nordrheins groß geworden ist. Der ist 28-Jähriger, der ja auch schon australischer GT-Meister hat werden können. Zweimal siegte er bei den 24 Stunden, immer im Abstand von 2 Jahren, 2015 und 2017, immer mit der Marke Audi unterwegs gewesen und ist jetzt hier im Team von Audi Sportland untergebracht. Und er wird auch in diesem Jahr natürlich versuchen, gemeinsam mit Kelvin van der Linde, Shelton van der Linde und René Rast das Ding hier zu schaukeln. René Rast, der Sieger von 2014. Audi war in den letzten Jahren sehr erfolgreich. Martin Tomczyk schaut sich das Ganze hier in Ruhe an. Der Rover Racing Pilot, der BMW Pilot, der natürlich auch die Zeitenliste studiert. Aber auch er wird sich sagen, naja, das Ding müsste auf jeden Fall hier für das Top 30 Qualifying gerüstet sein. Diese hellblaue Haube, die wir dort erkennen, gehört auch einem Fahrzeug der Marke Audi, und zwar ist es das Sportteam WRT. Das ist die Mannschaft, die im Jahr 2009 von René Verbiest und Vinzenz Voss gemeinsam mit Yves Wiertz gegründet worden ist, die uns viel, viel Spaß hier schon bereitet haben, viel, viel Erfolge auch schon bei den 24 Stunden ihr eigen nennen durften, in diesem Jahr mit René Rast, Robin Friens, Chris Fantor und Kelvin van der Linde am Start vertreten bei den 24 Stunden. Der AMG GT4, Baureihe 190, haben wir eben gelernt. Dementsprechend die Startnummer 190. Bernd Schneider, der Überflieger in Sachen DTM. Hier wieder mit am Start und ein extrem sympathischer Typ. Und nur als Beispiel, gestern, ich habe es mehrfach angesprochen, gab es den Adenauer Racing Day. Und ich hatte ihn am Freitag persönlich noch privat getroffen und habe gesagt, Bernd, kommst du auch am Mittwoch zum Racing Day? Sagt er, natürlich komme ich zum Racing Day. Da hat zwar meine Tochter Geburtstag, aber Racing Day ist für die Fans und da muss ich hinkommen. Und ich glaube, die gestern da waren, die werden es nicht bereut haben, da gewesen zu sein. 36 Teams aus dem gesamten Umfeld haben sich blicken lassen. Nahezu alle Top-Teams waren vorhanden. Es wurden Autogramme geschrieben in Hülle und Fülle, Selfies zu Hunderten gemacht und Giveaways, irgendwelche Kappen, Gummibärchen, Fahnen, Poster, Autogrammkarten in Hülle und Fülle. Es war für mich der bislang schönste Adenauer Racing Day, den ich bislang erleben durfte. Ja, du hast gerade die Gummibärchen angesprochen. Sie fehlen uns hier oben, die Haribo-Mannschaft. Warum? Ja, warum? Ganz einfach, weil Haribo
sein Marketingbudget ein bisschen anders aufgesetzt hat. Man hat halt gesagt, okay, wir haben jetzt ein paar Jahre hier gut Marketing gemacht, Werbung gemacht. Es ist ja nichts anderes als Werbung für die gewesen. Wir haben gesagt, okay, da haben wir eine große Zielgruppe mit erreicht, haben uns wieder ein bisschen positioniert, ein bisschen bekannter gemacht, sympathischer gemacht, definitiv. Jetzt hat man gesagt, okay, wir machen unser Werbebudget, stecken wir jetzt mal in andere Sachen rein. Muss man auch akzeptieren. Ich weiß jetzt nicht genau, wo sie hingehen, ob sie irgendwo im Sport oder im Kulturbereich sich engagieren. Aber das ist in Ordnung, kann man so machen. Seitens Mercedes ist es jetzt nicht so der ganz große Umsprung. Wir haben zum Beispiel die Startnummer 16, Landgraf Motorsport. Die sitzen mit ebenfalls 4 absoluten Topfahrern besetzt hier am Start. Da ist Kenneth Sayer mit dabei, Sebastian Asch, Tristan Wautier und Edward Sandström, der Gesamtsieger des 24-Stunden-Rennens 2015 müsste es gewesen sein. Also auch absolute Top-Besetzung. Das heißt, die Anzahl der bärenstarken Mercedes-AMG-Teams ist dadurch nicht geringer geworden. Klar, ich weiß, viele Kinder sagen, wo kommt der Gummibär, wann kommt der Haribo Goldbär. Klar, fehlt er schon. Alleine so dieses Branding. Logisch, jeder würde ihn gern wieder sehen, vor allem wenn da noch so ein Typ wie ein Uwe Ahlsen da drauf sitzt, dann ist natürlich dann der absolute Hammer. Schade drum, vielleicht macht die Mannschaft da rund um Hans-Guido Riegel nächstes Jahr mal wieder eine andere Strategie in Sachen Marketing, in Sachen Werbung. Wie erklärt man den Kindern das, dass die Milch nicht lila ist? Wie erklärt man den Kindern das, dass der Haribo nicht von Nürburgring kommt? Ja, Spaß beiseite. Die 22, das ist das Wochenspiegel Team Monschau, der 488er GT3 Ferrari. Mit Georg Weiß, Kainz, Jochen Krumbach und Christian Menzel ist mit dabei, der ja schon im Jahr 98 siegreich auf BMW bei den 24 Stunden gewesen ist. Und die halten sich auch noch ein klein wenig zurück. Können sie auch, denn sie sind schon qualifiziert. Dort hat man bereits beim ersten Meisterschaft der VLN diese Qualifikation für die Top 30 erreicht. Im Moment ist dieses Team nicht unter den absoluten Top 20 aufgelistet. Schau mal quer über den Zeitmonitor. 35. Position hat man hier eingefahren. Gestern Abend war noch gemeinsames Abendessen angesagt. Dort in Barweiler hat man sich eingefunden. So ein bisschen einschwörend auf diese 24 Stunden. Oliver Kainz, der Olli ist ja auch schon seit vielen, vielen Jahren, ja schon fast anderthalb Jahrzehnte hier am Start. Fährt sein 20. 24-Stunden-Rennen. Hat er mir gestern gesagt. Nee, das war Arno Klaasen. Arno Klaasen, der fährt sein 20. Meiner Recherche nach müsste es das 17. sein. Nee, es war Arno Klaasen, der hat mir gesagt, fährt sein 20. Ja. Okay. Aber Jörg, schau mal auf die Zeitenliste. Auf Platz 4 ist einer ganz nach vorne gefahren, auch einer, der es musste. Der war noch nicht qualifiziert fürs Top 30 Qualifying. Das heißt, die Rundenzeiten sind jetzt wieder schneller. 8,19 für die Nummer 15. Ja, Pierre Kaffer hat dieses Fahrzeug pilotiert. Der Deutsche, der mittlerweile aber seit einigen Jahren schon in der Schweiz eine Firma hat, eine Lackiererei, einen großen Betrieb, ist als Doppelstarter an diesem Wochenende unterwegs. Konnte noch nie das 24-Stunden-Rennen gewinnen, obwohl er schon zweimal Zweiter war. Aber das ist auch schon gefühlte 8-9 Jahre her. Und der war Audi-Werksfahrer gewesen. Und hier fährt man für die Mannschaft von Car Collection Motorsport den R8 LMS GT3 Auto mit Adrien de Lena, hört sich so ein bisschen niederländisch oder belgisch an, ist aber deutscher Nationalität. Simon Truma, ein Schweizer. Pierre Kaffer, der ja auch in der Schweiz zu Hause ist. Und jetzt, Olli, bin ich mir nicht ganz sicher, denn mir fehlt irgendwo der vierte Name. Oder geht man nur zu dritt an den Start oder hat man noch kurzfristig nachgenannt? Christopher Friedrich ist der vierte Fahrer auf diesem Fahrzeug. Ich muss zu meiner Schande gestehen, sagt mir jetzt im Moment nicht ganz so viel. Ich weiß jetzt nicht, wo er herkommt, was er vorher gefahren ist. Ging aber auch noch raus. Ich kann aber sagen, dass zum Beispiel dieser Simon Trummer auch ein Überflieger ist. GP2 lange gefahren, sehr, sehr flott unterwegs. Oder auch in der LMP2, einer der ganz, ganz schnellen Männer. Der hat letztes Jahr auch ein bisschen für Furore gesorgt beim Quali-Rennen. Also da mit diesem Ferrari vom Octane 128 Team gefahren ist. Da war er auch sehr, sehr schnell unterwegs. Also Simon Trummer, der weiß, wie man so ein Auto schnell bewegen kann. Ja, und der 22er, das ist der von uns eben schon angesprochene Ferrari, der kam auch in diesem Moment in die Box hinein und bin gerade mal so kurz am Schlucken, denn es hat sich vorne auch noch etwas bewegt, aber scheinbar nur der Monitor mal bisschen. Jan Seifert ist auf 9 gefahren. Genau, 9. Position momentan für das Fahrzeug der Stadt Nummer 5 mit Jelmer Burmann, Jäger, Seifert und Luca Stolz. Und das ist die Mannschaft vom Mercedes-AMG-Team Black Falcon. Und hier müssen wir auch, glaube ich, mal eins erklären. Wir haben
Mercedes-AMG-Teams von Black Falcon. Wir haben aber auch das Team Black Falcon hier am Start. Ja, Mercedes-AMG, Team Black Falcon. Ich habe extra diese kleine Lücke gelassen. Ja. Das ist wirklich vom Werk unterstützt. Da gibt es 4 Fahrzeuge, die beiden Black Falcon-Fahrzeuge mit der 4 und der 5. Und dann gibt es dann noch die 47 und die 48 Mercedes-AMG-Team Mannfilter. Da wissen wir, das ist die HTP-Mannschaft. Die heißen auch so, werden also eingesetzt. Und zum Beispiel auch das Fahrzeug von Auto Arena Motorsport ist auch von HTP eingesetzt, aber nicht mit Werksunterstützung. Und deshalb heißt das halt einfach Auto Arena Motorsport oder halt, wie du es richtig sagst, bei Black Falcon die Startnummer 6, das Auto von Hubert Haupt, Erik Johansson, Gabriele Piana. Und freut mich, dass er wieder mit dabei ist, Nico Bastian. Ja, die setzen, heißen halt einfach nur, in Anführungszeichen, Black Falcon. Ähnliche Sache ist das zum Beispiel beim Fahrzeug, wo wir gerade eben ganz kurz drin saßen, bei der 24 und der 25. Die 24, der Audi R8 LMS, das ist das Audi Sportteam BWT. Dann gibt es das ja farblich, baugleich, absolut identische Auto mit der 25. Das ist dann das Team BWT Mücke Motorsport. Da ist es halt kein offizieller Werkseinsatz, aber Mücke hat mit seinem Sponsor BWT gesagt, okay, wir kriegen das geregelt, wir haben genug Budget für ein zweites Auto und deshalb setzen die diesen zweiten Wagen ein, der nahezu identisch ist. Ja, Peter Mücke, Teamchef, war früher selbst ja Ford-Werksfahrer gewesen, granatenstark, hat er hier die Rennstrecken der Welt bereist, war bei vielen, vielen Rennen sehr, sehr erfolgreich unterwegs. Dann gab das Ganze, dann hat man seinen Sohn Stefan eingesetzt hier im Rennsport und jetzt, wie gesagt, 2 Teams von der Mücke-Mannschaft, die aus Berlin kommen, hier bei den 24 Stunden am Start. Die 8189, die steht natürlich immer noch von Van der Linde aufgestellt und das ist eben ja, ein ganz schlechtes Beispiel, was man wählen kann, wenn man hier etwas erklären möchte in Bezugnahme auf die neuen Namen. Da kommen wir auch nicht weiter. Es ist Van der Linde, entweder Calvin oder Shelton Van der Linde. Beide sind Südafrikaner, wohnen in Deutschland, wohnen in Kempen, sind noch jungen Jahres, der eine 21, der andere erst 18 Jahre ist er alt und man hat dabei René Rast und Olli, dieser René Rast war ja heute auch unheimlich schnell in der Weltmeisterschaftsserie am Start, die wir heute auch schon den ersten Durchgang hier auf dem Nürburgring erleben durften. Ja, absolut spektakuläres Rennen, dieses WTCR-Rennen. Also da ging es wirklich Stoßstange an Stoßstange. Super tolle Bilder, Onboard-Kameras vom Feinsten. Aber kann ich jedem nur empfehlen, freut euch auf den Samstagvormittag oder Samstagmittag, wenn die hier Rennen hier starten oder ihre beiden verbleibenden Rennen. Absolut toller Motorsport. Wir sehen, einer, der sich weit nach vorne gefahren hat, Startnummer 24, Mike Rockenfeller, hat den Audi Sportteam BWT Audi ja mit, den er sich erteilt, mit Markus Winkler, Christopher Hase und Nico Müller auf die momentan 3. Position gefahren. Kommt man sehen, 8,19,4, sauschnelle Zeit, wird aber jetzt keine Verbesserung mehr geben, denn im Bereich Schwedenkreuz, da gibt es nämlich auch wieder eine Code 60, da gab es einen etwas deftigeren Unfall und ich schaue mal gerade, ja, die 24, die muss auch noch reinkommen, der ist noch nicht qualifiziert fürs Top 30er. Mit dieser Zeit dürfte es relativ sicher sein. Ebenso dahinter die 15, die noch nicht mit drin war. Nummer 6 von Black Falcon, wo jetzt Gabriele Piana im Moment am Lenkrad dreht, hat gute Chancen. Das Schwesterauto vom BWT, das Auto mit der 25, im Moment von Christa Jöns pilotiert, ebenfalls in den Top 10, also damit so nach dem Stand jetzt relativ sicher in Sachen Top 30 dabei. Vielleicht riskiert man jetzt auch noch einmal etwas von den Teams, die noch nicht unter den Top 30 sind. Denn zum einen möchte ich einmal behaupten, es ist auch deutlich in den Kamerabildern zu erkennen, denn wir fahren gerade onboard mit der Startnummer 8 mit. Sonst ein Fahrzeug aus dem Hause von Haribo, die 8 und die 88. Jetzt haben wir das Audi Sportteam WRT mit der Startnummer 8. Ries Fantor, der ist derjenige, der Belgier, der dieses Fahrzeug hier aktuell pilotiert, der ja in diesem Jahr den 6. Platz bei der VLN1 eingefahren hat. Für mich ein bisschen schwer, immer VLN zu sagen, aber es geht doch irgendwann locker von den Lippen. Ja, und Ries Fantor, er hat absolut freie Strecke. Und der Olli hat es eben geschildert, wir dürfen noch nirgendwo draußen irgendwelche Probleme haben mit großen gelben oder mit langen Gelbphasen. Und jetzt sehen wir einen der beiden von Manta eingesetzten Fahrzeuge auch auf dem Weg in die Box hinein, der 911er Manta Racing, der Porsche mit Kevin Estre, der ja
vor, glaube ich, 4 Jahren war es gewesen, die Polezeit in einem McLaren herausgefahren hat. Romain Dumas, der Schweizer, Laurenz Fantor und Earl Bamber, der Sieger von VLN 1, im Übrigen gemeinsam mit Laurenz Fantor und Kevin Estre. Die haben also da schon gezeigt, oder das Können des Fahrzeuges aufblitzen lassen. Ja, also Porsche definitiv sehr, sehr gut aufgestellt. Nicht nur die beiden Manta-Autos, die top besetzt sind, auch das Team Bernhard-Auto klasse besetzt. Der Falken Porsche ist absolut top besetzt. Und halt diese, ja, muss man wirklich sagen, Neuerung in dem Sinne, dass Fricadelli Racing 2 absolute Top-Autos einsetzt mit absoluten Profis. Hängt ein bisschen damit zusammen, die Frage wäre eh gekommen, ich beantworte das schon im Vorfeld, warum fahren Klaus und Sabine eigentlich nicht? Sabine hat ein paar gesundheitliche Probleme, nichts Wildes, ist operiert worden, ist aber soweit okay, nur sie ist noch nicht 100% fit zum Rennen fahren. Sie sagt, wenn sie in ein Rennauto steigt, dann nur wenn sie 100% fit ist, ansonsten lässt es sein. Und das war dann für den Klaus Abelin die Überlegung zu sagen, okay, wenn die Sabine eh nicht fahren kann, dann verzichte ich auch drauf. Dann machen wir zwei den Job des Teammanagers oder des Teamchefs und dann holen wir uns mal richtige Profis. Und da hat man natürlich mit Lenz David Arnold, Paul Fenster, wie sie alle heißen, Siegler, Seefried, Glaser, natürlich ja, mit die besten Porsche-Piloten, die es gibt, sich versammelt. Und man wird damit sicher ein ganz, ganz, ganz ernstes Wort mitreden, wenn es heißt, wir wollen hier 24 Stunden, sagen wir mal, zumindest mal in Richtung Podium ein Wort mitreden. Wenn ich richtig aufgepasst habe, gab es gerade aus meiner Sicht eine kuriose Situation in der Boxenstraße. Ich sprach davon, der 911er, der Manta Racing Porsche, kommt in die Box hinein. Der hat ganz kurz gestoppt und dann hat sie den Anschein gehabt, als hätte man ihn ganz schnell wieder rausgeschickt. Vielleicht eben auf diese eine freie Runde, obwohl es ihm gar nichts bringt, denn er ist schon qualifiziert. Und man muss auch einmal erklären, es geht gar nicht danach, in welcher Reihenfolge man qualifiziert ist. Denn Olli, morgen Abend im Top 30 Qualifying beginnt die Zeit für jedes Team bei Null. Ganz genau. Und da wird auch ausgelost, wer wann wie reingehen kann. Das kann von Vorteil sein, wenn man früh fährt. Das kann von Vorteil sein, wenn man spät fährt. Das weiß man nicht. Beim Quali-Rennen kann man sagen, es war eine abtrocknende Strecke. Da hätte man gesagt, okay, es ist besser, wenn man ein bisschen später kommt. Ja, war aber dann das Problem. Da gab es die Code-60-Phase im Bereich Behardwart. Und dann war das für die Hinteren dann erst recht ziemlich kaputt, die Runde. Also da kann Glück und Pech zusammenspielen und deshalb wird es einfach ausgelost. Morgen Nachmittag dann auch die Auslosung, wird auch dann im Boulevard ein bisschen zelebriert. Eddie Mirko und Wolfgang Verbindert werden dann da sein, vor Ort werden es mit kommentieren, die Fahrer werden da sein. Für euch Fans auch eine tolle Gelegenheit, einfach mal die Fahrer noch mal ohne Helm zu sehen, einfach mal so hingehen. Mit Sicherheit auch die Möglichkeit für das ein oder andere Autogramm oder ja, modern ein Selfie zu holen. Und ja, sicherlich eine tolle Sache dann morgen 19 Uhr, dieser Showdown. Und ich glaube, was auch immer interessant ist, ist dann bei den Teams so die Entscheidung, wer darf dieses Qualifying fahren. Es ist ein Privileg, muss man ganz klar sagen, eine komplett freie Runde zu haben, einfach mal alleine auf die Strecke gehen zu können. Und dann halt diese eine Runde, diesen einen Schuss, ja, es sind zwei Runden, muss man sagen, eine Einführungsrunde und dann zwei fliegende Runden. Die Erfahrung zeigt, dass es in der ersten Runde meistens die Runde gegeben hat. In der zweiten bauen die Reifen dann schon ein bisschen ab. Da hat es dann eher selten hingehauen. Aber das ist natürlich ein Highlight. Schönes Bild, Jörg, hier mit dem Riesenrad. Ich finde, das gehört einfach ja, dazu, obwohl es neu ist. Aber es ist jetzt schon für mich so ein Eyecatcher, den wir mit Sicherheit auf vielen, vielen ja, Fernsehbildern, aber auch Fotos sehen werden. Dieses bunte Ravenol-Riesenrad. Tolle Idee, tolle Sache, die man sich da hat einfallen lassen und ja, trägt wieder ein bisschen mehr zum Flair des Nürburgring-Wagen. Ja, wir haben uns damit schon abgefunden, dass dieses Riesenrad hier vorne schön in den Bildern ist. Du hast es gesagt, ein absoluter Eyecatcher. Und hier unten am Rennleitungsturm hat man das Licht eingeschaltet, denn die Zeit ist um. Das Qualifikationstraining Nummer 1 ist in diesem Moment noch nicht Geschichte, aber es ist beendet. Alle, die jetzt durchkommen, die Zeit kennen wir natürlich vom Rennsport. Die Zeiten werden noch gewertet und ich glaube, es ist manch einer hier noch auf einer schnellen Runde unterwegs. Wir haben eben, dankenswerterweise von der Regie eingespielt bekommen, die Startnummer 1, Kelvin van der Linde. Und der müsste unterwegs sein jetzt mittlerweile. Ist er schon durch oder? Nein? Ja, er ist gerade durchgekommen hier.
müsste durch sein an Start und Ziel, denn wir haben hier eine rücklaufende Uhr. Und das Ganze steht jetzt bei 8 Minuten, die noch zu fahren sind. Also 8:18, die hat er hier momentan als Bestzeit vorzuweisen. Die Startnummer 1. Und jetzt kommt nach und nach hier jeder an Start und Ziel durch. Und da geht es nicht für alle in die verdiente Nachtruhe hinein. Denn Olli, man kann sich vorstellen, die Mechaniker, die werden jetzt natürlich nicht irgendwo ans Abendessen denken, nicht an das Feierabendbier, sondern die werden die Fahrzeuge vorrichten für den morgigen Renntag. Damit wird man nicht warten bis morgen früh. Ja, ganz klar. Morgen gibt es, wie gesagt, nochmal ein zweites Qualifying. Für viele nochmal die Möglichkeit, dann für das Top 30 Qualifying sich vorzubereiten. Und ja, da steht noch einiges an Arbeit auf dem Programm. Dann ist Dribbling, sehen wir hier. Und Krieg übrigens gerade noch, finde ich auch mal interessant. Wir reden hier immer über die Superstars, Blake Moore, Rockefeller, Bergmeister, Van der Linde etc. Zum Beispiel hier der Thomas Kiefer. Das ist einer, der fährt sein erstes 24-Stunden-Rennen. Schreibt mir gerade, boah, ich habe eben meine ersten zwei Runden in der Nacht gedreht. Das ist Wahnsinn, einfach nur unglaublich. Und dieses Feeling mitzuerleben draußen an der Strecke, was die Fans da bieten im Dunkeln, diese ja, Feuer, diese Anfeuerung und so weiter. Das ist toll und ich denke mal gerade für so Leute wie den Thomas zum Beispiel, der in Porsche fährt. Einfach ein besonderes Erlebnis dann zu sagen, hier da mittendrin zu sein, mit einem Bernd Schneider im selben Rennen zu fahren, mit dem DTM-Champion René Rast im selben Rennen zu sein und dann diese geile Stimmung draußen zu erleben. Ja, das ist doch einfach Grund genug zu sagen, ich gebe als Privatmann, als kleiner ja, Motorsport-Fan alles dafür, dass ich irgendwann mal hier mit am Steuer sitzen kann. Und der Thomas Kiefer, einfach nur mal als Beispiel, ist einer, der kommt ein bisschen aus dem Sim-Racing-Sport, hat sich dann Stück für Stück ein bisschen so nach oben gearbeitet, ist dann irgendwann mal ein bisschen GLP gefahren, RCN gefahren, die ersten VLN-Rennen dann gefahren. Ja, und jetzt fährt er dann sein erstes 24-Stunden-Rennen. Ich finde es einfach nur cool. Und das gehört mit dazu, dass wir nicht nur die Rockefeller, Bergmeister, Kaffer dieser Welt hier am Start haben, sondern bei 150 Teams, die das Training heute aufgenommen haben. Ja, da kann man von 30 Top-Favoriten auf den Gesamtsieg reden. Also sprich, 120 Fahrzeuge bleiben übrig, die ja wirklich privat eingesetzt sind, wo dann die Fahrer mit ihren persönlichen Sponsoren sich ihr Geld abknabbern, damit sie hier nicht stattfinden können. Ja, wir sind noch ein bisschen mit ein paar Bildern vom Gigaspeed Livestream mit von der Partie hier auf der Nürburgring Nordschleife raus aus dem Karussell momentan für Conor De Filippi im Rover Racing BMW M6 GT3. Und ich muss auch sagen, dieses Fahrzeug absolut top anzuschauen. Natürlich die Technik ausgereift mittlerweile, keine Frage. Fahrzeuge, die im vergangenen Jahr, Olli, erstmal zum Einsatz gekommen sind, die BMW M6er. Das sind ja schon 2 Jahre. Ja. Lassen wir es jetzt. Die Zeit ist lang gewesen, auch bei uns. Wir sind seit heute Morgen hier im Einsatz. Wir sehen noch einmal das Fahrzeug mit der Nummer 1, die Titelverteidiger von Land Motorsport. Und das wird auch eine interessante Geschichte, denn das sind dann an diesem Wochenende die Gejagten. Und die haben ja auch heute schon die Bestzeit abgeliefert, sind gut aussortiert mit Mies, Kelvin und Sheldon van der Linde und mit René Rast, der im Übrigen dann als Doppelstarter unterwegs sein wird. Denn er geht auch nicht nur für die Audi Sportteam Landmannschaft, sondern auch für das Audi Sportteam WRT an den Start. Und dann heißt es natürlich auch, dass das Fahrzeug immer für alle 4 Piloten abgestimmt sein muss. Der eine muss vielleicht mal ein paar Einbußen machen, aber es soll ja für jeden auch dementsprechend gut fahrbar sein. Vielleicht ganz schnell mal die Zusammenfassung der ersten beiden Startreihen. Aus meiner Sicht mit der Startnummer 1 haben wir Audi Sportteam Land mit dem Audi an der besten Trainingsposition mit 8:18. Dann folgt mit 8:19,2 die Startnummer 11, die Mannschaft rund um die Auto Arena Motorsport im Mercedes AMG GT3 auf der dritten Position, nur unmerklich langsamer Audi Sportteam BWT, sozusagen die Mücke-Mannschaft. Und mit der Startnummer 17 haben wir dann auf Platz 4 Küssteam 75 Bernhard. Also diese neue Mannschaft, und der ist ja zum ersten Mal als Teamchef hier oben in der Eifel, sonst als Fahrer und fünfmaliger Sieger der 24 Stunden. Insgesamt sehr interessant zu sehen, dass die ersten 6 innerhalb von einer Sekunde sind, dass die ersten 22 innerhalb von 10 Sekunden sind. Ja, also es geht definitiv eng zu, das kann ich euch versprechen. Das wird morgen im Qualifying 2 nicht viel anders aussehen. Das wird im Top 30 Qualifying nicht viel anders aussehen. Und das wird auch im Rennen nicht viel anders aussehen. Ich rechne hier ganz fest mit einem
absoluten Rennen auf Augenhöhe von nahezu allen beteiligten Teams, sowohl die vier großen deutschen Hersteller Mercedes, Audi, Porsche und BMW. Aber wir haben es gesehen, auch der Renault, der heute Morgen im freien Training die schnellste Zeit gefahren hat, mit dem Klickenhaus muss man immer rechnen. Der Lamborghini, sauschnell unterwegs, das Konrad-Team und für mich auch einer, der für die Anfangsphase und Pole-Position ganz heißer Kandidat ist, der Wochenspiegel-Ferrari von Georg Weiß, den er sich ja mit Christian Menzel, Jochen Kumbach und Oliver Kainz teilt. Da bin ich auch absolut sicher, dass die hier ein ganz, ganz ernstes Wort mitreden wollen, wenn es nachher heißt, Top 30 Qualifying, das Auto ganz nach vorne zu positionieren. Denn meine Meinung ist auch jetzt immer noch, es wird keiner der schon Qualifizierten die Karten offengelegt haben. Man hat sich die ganze Zeit ein bisschen zurückgehalten. Hier mit den schnellen Rundenzeiten, man hat das Fahrzeug top vorbereitet, definitiv. Man hat vielleicht dann im entscheidenden Maß ein bisschen das Gaspedal gelupft. Die Fahrer sollen sich wohlfühlen in ihren Fahrzeugen. Und Olli, jetzt gehen auch für uns wir in die Schlussphase hinein und wir dürfen uns dann auch schon etwas zur Ruhe begeben. Aber morgen früh wird es hier hochinteressant weitergehen im Programm. Ja, es geht morgen früh direkt um 8 Uhr weiter mit dem Qualifying oder mit den beiden Qualifying-Sessions für den Audi Sport R8 LMS Cup. Das ist allerdings nur hier auf der Grand Prix-Strecke. Auf der Nordschleife wird ab 10 Uhr Programm sein, denn, oder vielmehr ab 9.45 Uhr fängt die Einführungsrunde an fürs Klassikrennen. 10.05 Uhr dann der Start des Klassikrennens. Das wird genau 3 Stunden dauern. Danach dann das Rennen des R8 LMS Cup. Qualifying 2. Fürs 24-Stunden-Rennen, für die WTCR und dann 19 Uhr ja, der große Showdown, Top 30 Qualifying. Also morgen früh, wir hören uns ab ungefähr 9.15 Uhr mit der Startaufstellung des Klassikrennens. Ja, ich würde mal sagen, Jörg König und ich, wir bedanken uns. Danke auch an die Regie, an die Kollegen, an der Kamera. Auch da mal ein Lob, dass man da um die Uhrzeit noch draußen steht. Und ja, euch Fans draußen an der Strecke wünsche ich eine angenehme Nachtruhe. Feiert noch, lasst es von mir aus auch krachen. Mir ist es egal, wenn Adenauer vom Wehrseifen mit Musik beschallt wird. Für mich gehört das mit dazu. Auch wenn ich da nicht ganz so gut schlafe, scheißegal. Party ist angesagt, das ist das Partywochenende Nummer 1 hier am Nürburgring. Soweit von mir, danke und tschüss. Ja, tschüss, bis morgen.